Los geht's. Was haben wir denn heute? Oh. Es ist der 22. April 2021. Man sollte immer noch. Was denn? Man sollte auch den Loop rausnehmen. Warum war da ein Loop drin? Warum hast du eine Maske auf? Warum? Liegt da Stroh? So, besser wird's heute nicht mehr. Das war der Sendegarten. Schönen Abend. Gute Nacht. Es ist der 22. April 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme, auch die Stimme von Martin Rützler. Aber der ist nicht allein im Sendegarten, sondern eine Mannschaft dabei, die heute gut gelaunt ist, weil sie müde ist. Und zwar der müdeste von allen ist, glaube ich, der Lars. Guten Abend, Lars. Ich weiß nicht, ob ich der müdeste bin, aber schönen guten Abend. Ja, dann bist du halt der zweitmüdeste. Die müdeste ist die Vera. Guten Abend, Vera. Ja, guten Abend. Du weigerst dich nicht, die müdeste zu sein. Ich glaube, ich bin die müdeste. Ich bin schon sehr früh wach gewesen heute. Oh, ein langer, ja. langer Tag. Ein langer, Tag. Und der geht jetzt mit dem Sendegarten zu Ende. Mein Gott, was kann Besseres passieren? Was kann Besseres passieren? Genau. Gut. Wir haben ja die geheime Nummer, dass wir dich wieder anklingeln können, wenn du eingeschlafen bist. Ne? Also genau, ist nett. Wir kriegen das irgendwie hin, denn dafür sorgt ja auch schließlich der Sebastian mit seinen technischen Möglichkeiten. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Energie hernehme. Eigentlich habe ich gar keine, aber ich tue einfach mal so, als ob, weil wir nämlich einen tollen Gast haben und dem wollen wir auch einen richtig schönen Sendegarten bereiten. Guten Abend, Martin. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist der andere Martin. Also wir können, also Martin, wir können uns jetzt, wir können die anderen hier heute ziemlich rumtrollen. Ich sag mal deinen Hausnamen noch dazu, weil du ihn auch im Internet veröffentlicht hast. Also das ist der Martin Krumsdorf und der spricht mit uns, ich vermute mal, aus Bayern, aus München. Aus München. Genau. Ah, guck. Ja, guck mal. Ein guter Beitrag aus Bayern. Die letzten Tage hatten wir ja hier viel mit Beiträgen aus Bayern zu tun. Ja, Nordrhein-Westfalen gegen Bayern sozusagen. Da hat sich Nordrhein-Westfalen durchgesetzt. Aber wir haben jetzt eine gute Nachricht aus Bayern. Ja, der Martin ist ein Podcaster. Also ich glaube, unserer Blase nicht so richtig bekannt. Mir jedenfalls nicht, obwohl er gerade schon im Vorgespräch erzählt hat, wir seien uns schon mal begegnet. Aber ich gestehe, ich habe keine Erinnerung daran. Was aber jetzt nicht, also es betrifft nicht ihn alleine, weil die Erinnerung ist ohnehin schlecht. Von daher ist keine bewusste Entscheidung gewesen, dass ich dich jetzt übersehen habe oder vergessen habe. Und deswegen finde ich das heute wieder so ein bisschen so ein Blind Date unterm Gartenbaum. Wie gesagt, kenne Martin eigentlich nicht und auch sein Angebot nicht, aber wir sind von einem sehr freundlichen Hörer darauf aufmerksam gemacht worden und hat gesagt, boah, wenn ihr mal jemand Tolles auf die Gartenbank holen wollt, dann nehmt doch mal den Martin und dann haben wir den angefragt und das war ungefähr die kürzeste und einfachste Anfrage, die ich je gehabt habe. Ich glaube, du hast nur einen Daumen hoch zurückgeschickt oder irgendwie so, also so ganz, ganz kurz, gar nicht viele Fragen gestellt, so zack, ich bin da. Das war einfach, super. Ja. Genau. Ja, das ist ja letztendlich auch schon ein typischer Podcast-Fall, weil diese Asymmetrie kenne ich ja auch, dass mir Leute plötzlich schreiben, die ich in meinem Leben noch nie gesehen oder gelesen oder gehört habe und mir dann zu meinem Podcast Feedback geben. Und das ist ganz spannend, weil die hören einen Monat für Monat oder in eurem Fall ja, glaube ich, sogar wöchentlich. Und umgekehrt kennt man natürlich nicht alle HörerInnen. Deswegen ist das immer wieder spannend, auf wen man da dann so trifft. Genau. Eine Asymmetrie. Das hat doch der Tobi Bayer letztens auch so schön beschrieben. Wie war das denn noch? Ich glaube, im vorletzten Realitätsabgleich, da kam die irgendwie auch darauf, dass genau diese Asymmetrie, die du da gerade beschreibst, dass die Hörenden oft denken, sie würden den Produzenten, den Macher, die Macherin kennen und dann manchmal sehr überrascht sind, dass die Person dann ganz anders ist oder vielleicht auch mal eine andere Facette zeigt oder so, als sie denn eigentlich in der Idealwelt haben dürfte. Und das fand der Tomi irgendwie bemerkenswert. Also da habe ich mit Interesse zugehört, weil es auch darum ging, was verrate ich denn eigentlich über mich? Also wie privat bin ich denn eigentlich, wenn ich hier so in so ein Mikrofon spreche? Oder wie viel behalte ich dann doch für mich? Ist immer wieder ein interessantes Thema. Können wir ja auch vielleicht nachher nochmal aufgreifen.
der, du machst, das können wir gleich mal sagen, du machst einen Podcast zum Thema Rotes Kreuz. Und er hat das, den schönen Titel 7 gute Gründe. Kann man schon mal neugierig machen. Könnt ihr schon mal überlegen, was diese 7 guten Gründe sein könnten. Ja, kommen wir später vielleicht drauf zurück. Denn wir kommen erstmal noch zur neuen Ernte. Dann gehen wir mal direkt in die neue Ernte. Und das beginnt ja immer mit einem Flashback sozusagen. Was war denn letztes Mal vor 14 Tagen? Also wir machen das ja nicht wöchentlich. Das würden wir wahrscheinlich alle nicht aushalten, damit wir alle bekloppt werden. Also noch mehr, also eh schon sind. Sondern wir machen es alle 14 Tage, sodass es mit dem Verrücktwerden nur, also dass es dosiert abläuft. Und vor 14 Tagen hatten wir hatten so eine Sendung ohne Thema und ohne Titel. Genau. Vera war neu. Haben wir so ein bisschen über uns wieder so rumphilosophiert. Kam irgendwie über Trash Talk. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der Auslöser war, dass wir da hingekommen sind. Aber jedenfalls hatten wir ja so ein bisschen unernst, aber vielleicht doch mit einem gewissen Ernst gesagt, Mensch, wir haben doch diese tolle Erntemaschine, so, diesen Anrufbeantworter, und wer immer Lust hat, mal den Trash-Talk auszuprobieren, der kann das ja mit der Erntemaschine, Herrgott, Erntemaschine machen. Und ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, dass am nächsten Tag sofort eine Lampe blinkt und ich mir da irgendwie Schimpfereien anhören muss. Das war nicht der Fall, da war ich schon beruhigt, aber gestern passierte es dann, die Lampe blinkte und wir haben dann doch einen Trash-Talk bekommen, der Sascha nämlich. Und das hören wir uns jetzt an. Hallo, hier ist der Sascha. Super, jetzt soll ich hier anrufen und euch irgendeinen Müll auf die Erntemaschine quatschen. So richtig schön aufregen und schimpfen oder was? Wie soll das gehen? Eure Sendungen sind so gut dafür. Ja, hier, letzte Woche. Kein Gast, kein Thema. Hätte eine super langweilige Sendung werden können. Und dann? Ja, endlich mal ein Grund, sich aufzuregen. Und was macht ihr? Ja, ihr macht hier Fragen aus dem Chat. Ja, Meta-Meta-Folge. Erklärt euren Produktionsablauf. Scheiße, wieder nichts zu motzen. Ja, ich kann mich so nicht aufregen. Das geht nicht. Macht weiter so. Viel Spaß, danke. Ciao. Es ist so großartig. Scheiße, ich hab nichts zu kritisieren. Das war in der Tat aber auch eine sehr schöne Folge. Die hat mir auch geholfen, so ein bisschen mich auf den heutigen Abend vorzubereiten. Sonst bin ich ja immer der die Fragen stellt, zumindest in meinem Format. Und jetzt bin ich schon gespannt, was alles auf mich zukommt. Was hast du denn da gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Ja, so ein bisschen, wie so eure Postproduktion abläuft und wie ihr euch da das Projekt hin und her schickt und so weiter. Das habe ich zum Beispiel mitgenommen. Und dann die Vera kannte ich noch nicht. Also auf jeden Fall insgesamt. Also ich hatte vorhin ja gemeint, dass ihr wöchentlich erscheint, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich die Folge selten am Stück höre. Und es mir dann wahrscheinlich so vorkommt, als würdet ihr wöchentlich erscheinen. Genau, aber also auf jeden Fall immer schön zuzuhören. Und auch, ich fand das gerade mal so diesen Blick, keinen Gast da zu haben und mal selber so über das eigene Format zu sprechen und die Hintergründe zu beleuchten, fand ich schön. Ja, das ist schön zu hören. Also es war so ein bisschen eine Verlegenheitsgeschichte auch. Ich hatte ja auch nicht so den richtigen Draht. Also ich hätte es ja auch durchaus ausfallen lassen, wenn die anderen Spezies nicht gesagt hätten, kommt ja gar nicht in Frage, wir wollen hier einen Sendekarten haben und wir natürlich auch die Vera einführen wollten, ist ja ganz klar. Aber das ist natürlich schön, dass dann diese aus dem Bauch gezauberte Sendung dann trotzdem irgendwie gut ankommt. Das ist schön. Das kann man sich ja dann öfter mal erlauben vielleicht, bis es ganz langweilig wird. Aber der Sebastian hat bestimmt immer irgendwas zu erzählen, ganz sicher. So, wir haben nicht nur einen Audiokommentar bekommen, sondern gleich zwei. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat sich noch jemand, an die Erntemaschine gesetzt, sondern zu Hause in ein Mikrofon gesprochen. Und zwar hat das Hendrik gemacht und er sagte noch dazu oder schrieb dazu, mein Gott, ist das kompliziert. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Minuten Aufnehmen so anstrengend sein kann. Aber er hat diese Anstrengung trotzdem in Kauf genommen und uns genau diese Zeilen gesprochen.
Hallo, ihr Gärtnerinnen und Gärtner aus dem Sendegarten. Mein Name ist Hendrik. Nein, nicht der von dem Hotspot-Podcast. Das ist nur eine, naja, unglückliche Namensvetternschaft, aber dazu vielleicht am Ende nochmal ein kurzer Kommentar. Ich wollte mich bei euch melden, weil ich die Sendung 120 gerade gehört habe. Es ist der 19. April 2021. Insofern, ja, seid ihr wahrscheinlich schon fleißig mit der Folge 121 beschäftigt. Mal schauen, ob es mein Kommentar da vielleicht doch noch reinschafft oder dann eben in die 122 oder vielleicht auch gar nicht. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich wollte mich melden, weil ihr das Thema Trash-Talking angesprochen habt. Ja, ihr wolltet ja nicht mit Trash beworfen werden in den Kommentaren oder Audiokommentaren, und da ist mir dann das, ja, schöne Reverse-Trash-Talking eingefallen. Da habe ich schon einen Link in die Kommentare gesetzt zu einem Video, in dem der Wrestler John Cena mit dem Schauspieler Hugh Jackman das Ganze mal ein bisschen durchspielt. Ja, das ist jetzt hier, glaube ich, mein mittlerweile 10. Aufnahmeversuch. Ich wollte euch auch so Reverse-Trash-Talk-mäßig ein paar Kommentare um die Ohren werfen, natürlich ein paar freundliche, aber das, ja, ist irgendwie dann doch im Moment, ja, hat nicht so richtig funktioniert. Insofern, ja, probiere ich es mal auf die ganz normale Art. Ich wollte Martin erklären, dass es absolut in Ordnung ist, dass er keine Ahnung vom Wim hat. Ich habe selber ein paar Jahre mit Leuten zusammengearbeitet, die diesen Editor so gefühlt seit 100 Jahren nutzen und da über die Tastatur geturnt sind und für jedes Problem da irgendwie eine Lösung hatten, wenn irgendwo was gesucht, ersetzt, umformatiert werden musste, was auch immer. War einfach nur beeindruckend. Ich habe es bis heute auch nicht kapiert, wie die das da hinbekommen haben. Aber gut, dafür habe ich was über den negativen dekadischen Logarithmus gelernt von den Hydronium-Ionen. Und ja, wie ich jetzt in den Shownotes gesehen habe, gibt es ja dann vielleicht in der nächsten Folge noch was über das Aluminium-Minimum-Dingenskirchen-Immunität. Ja, dann wollte ich eigentlich Claudia erklären, dass, ja, die Tatsache, dass sie sich aus dem Podcast, aus dieser einen Episode verzieht, gerade als Martin hier eine Chance hat, die Frauenquote drastisch zu erhöhen, dass das natürlich absolut in Ordnung ist, weil es ja natürlich auch Sachen noch neben dem Podcast gibt. Ich hoffe einfach mal, Claudia, dass du bald wieder dabei bist. Ja, Vera wollte ich, ja, lautstark, freundlich irgendwas zum Thema Intro-Sitz-Tänzerin erzählen und mich über ihre Vorhersagen und Prophezeiungen auslassen. Ja, war natürlich ein richtig schöner Zufall, dass das mit dem Holzhaus da dann so funktioniert hatte. Ja, ich wollte mich dann auch noch bedanken für den Blütenschatz, Hörbarust, und dann auch noch den Verweis auf Toast Hawaii. Ich habe zwar irgendwie so 12 andere Podcasts, die ich so nach und nach hören muss, aber ja, zumindest Hörbarust habe ich jetzt mal beim Keller aufräumen ein bisschen reingehört. War ganz gut, werde ich mir vielleicht nochmal eine andere Folge anhören. Toast Hawaii sagt mir noch gar nichts, aber auch dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Ja, Sebastian wollte ich ein bisschen was zu Studio Link und Co. und seinen Editoren erzählen. Einfach nur, ja, vielen Dank für das offenbar tolle Produkt, was von vielen Podcastern eingesetzt wird. Lars wünsche ich viel Spaß auf seinen hoffentlich nicht mehr zusammengerollten Matratzen in seinem Holzhaus und dass das mit den Handwerkern auch soweit alles funktioniert. Und da bitte immer dran denken, wenn die Handwerker mit ordentlich Essen und Trinken versorgt werden, dann haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, dann geht es alles etwas schneller oder es wird eben auch nochmal woanders ein bisschen was geholfen, wofür man sonst vielleicht selber einige Stunden gebraucht hätte. Ja, wie gesagt, vielen Dank für alles. Ja, und weil ich jetzt vorhin hier oder zur Einleitung auf den Hotspot-Podcast zu sprechen gekommen bin und auch somit auf ein Thema, das ihr ja eigentlich im Podcast nicht unbedingt ansprechen wollt mit der aktuellen Situation,
wollte ich es einfach mal so machen wie bei der Weisheit und irgendeinem Verein oder einer Organisation ein paar Euro in den Hut werfen, wenn es da von eurer Seite also irgendwelche Vorschläge gibt, wen man da unterstützen kann. Dann würde ich mich da auch freuen. Insofern nochmal vielen Dank an euch alle. Alles Gute, viel Spaß bei den weiteren Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn mir hier die nächste Folge dann in meinem Player angezeigt und runtergeladen wird. Macht's gut. Danke. Tschüss. Das war der Hendrik. Das war der Hendrik, total nett. Vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Worte. Das war ja alles warm ums Herz. Ja, danke für die guten Wünsche. Danke. Genau, danke, danke. Und die Handwerker loben den Kaffee. Also, es klappt. Super, 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 super. Ja, fragen wir doch mal unseren Gast. Hast du eine Idee für eine gemeinnützige Organisation, die Spendengelder annimmt vielleicht? Wenn das mal kein Wink mit dem Zaunfall ist. Also natürlich, das Rote Kreuz nimmt immer Geld gerne entgegen, aber ich glaube, es gibt auch, also gerade wenn man vor Ort schaut, gibt es wahnsinnig viele Organisationen, egal wo man wohnt, die gute Arbeit tun. Ich würde mir wahrscheinlich irgendwie was raussuchen, was gut zu meinen eigenen, vielleicht Hobbys passt oder zu meinen eigenen Wertvorstellungen oder so. Also vielleicht irgendwas mit Kindern und Jugendlichen oder für die Geflüchtetenhilfe oder irgendwie sowas. Also genau, wenn ich jetzt selber entscheiden müsste, ob ich quasi Geld spende, weil dem Roten Kreuz spende ich ja hauptsächlich meine Zeit. Okay, und wie du das machst, das klären wir jetzt auf der Gartenbank. Boah, die Überleitungen, die laufen ja heute wieder wie geschnittenes Brot. So, der Martin ist da, Martin Krumsdorf. 7gutegründe.de ist sein Podcast-Angebot und wie schon gerade angezaunfalt sozusagen handelt es sich ums Rote Kreuz. Du schenkst dem Roten Kreuz deine Zeit, hast du gerade gesagt. Ich würde gerne etwas übers Rote Kreuz erfahren und auch lernen, weil ich glaube, das kann man bei dir sehr gut machen, aber ich würde auch ganz gerne so ein bisschen was über dich erfahren. Ich habe mir gedacht, können wir vielleicht so drei Teile, das Gespräch in drei Teile aufteilen. Wir reden erstmal über den Martin, wer du so bist, was du so machst. Das sind so die Eingangsfragen, mit denen du da deine Gäste auch gerne begrüßt. Dann reden wir über das Rote Kreuz als Organisation und das wird mal so als vielleicht die der ganzen, wir alle kennen das Rote Kreuz, sag ich mal, oder den Roten Halbmond, also solche Hilfsorganisationen oder diese Hilfsorganisationen im Speziellen kennen wir sicherlich alle, das kann man, es ist immer schwierig mit alle und immer und so weiter, also diese verallgemeinernden Begriffe, aber ich würde mal sagen, das Rote Kreuz würde eigentlich jeder mal kennengelernt haben. Und zum Schluss reden wir dann noch über deinen Podcast, warum du damit überhaupt angefangen hast, was du für Technik einsetzt und so weiter, dass wir uns da so ein bisschen vorstellen können. Das war so meine Idee. Ich habe gerade schon ein Ja gehört, dann machen wir das doch so. Also, wer bist du und was machst du im Leben, wenn du jetzt nicht gerade beim Roten Kreuz bist? Genau, also ich heiße Martin Krumsdorf, ich bin 35 Jahre alt und habe Informatik studiert, davor einige andere Sachen ausprobiert und war jetzt eine Zeit lang als Softwareentwickler unterwegs bei einem IT-Dienstleister und habe jetzt so ein bisschen die Seiten gewechselt, bin jetzt bei einem Verlag und dort in einer Abteilung, die letztendlich dafür sorgt, dass alle digitalen Produkte auch bei den Kundinnen landen, also die Webseite, Apps und eben alles, was es dazu braucht, damit solche Produkte auch funktionieren technisch und stehe da im Austausch mit den Dienstleistern, die das für uns entwickeln. Genau, das ist so das, was ich beruflich mache. Ansonsten bin ich verheiratet, habe keine Kinder. Und vielleicht das große Hobby neben dem Roten Kreuz, da bin ich jetzt seit fast 20 Jahren ehrenamtlich aktiv. Ich war auch eine Zeit lang hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. Und lange Jahre auch habe ich das nebenberuflich gemacht, neben Ausbildung und dann später Studium und so. Ist eigentlich jetzt so das größere Hobby gewesen, so die letzten Jahre Podcast hören vor allem. Und mehr verrate ich jetzt noch nicht, weil das Podcast machen ist ja erst seit 2018 quasi Teil meines Lebens. Wie bist du denn auf das Hobby Podcast hören gekommen? Was war denn da deine Einstiegsdroge in Anführungszeichen? Die Einstiegsdroge war, dass ich in Bayern 3 gab es am Abend immer
Um 19 Uhr Mensch Otto und Mensch Teile. Das ist so ein Interviewformat. Die haben ganz unterschiedliche, also bekannte Leute, aber auch unbekanntere Leute zu Gast. Und das war halt ja so eine, ja, so ein klassisches Radiointerview. Also immer so im Wechsel ein paar Minuten Gespräche, dann ein bisschen Nachrichten und wieder Musik. Und das hat mich genervt, also dieses Hin und Her. Und ich wollte, die, ja. ich fand die Gespräche aber so toll. Ja, und ja. dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es die Folgen komplett gibt und dann ohne Musik und ohne Pausen und ohne Nachrichten und so weiter, sondern wirklich nur das Gespräch. Und das, da habe ich das quasi entdeckt und dann eben auch mich mit Podcast und RSS-Feed und keine Ahnung was auseinandergesetzt. Und ja, das dann einfach abonniert und quasi die Gespräche mir angehört, die ich interessant fand oder die Menschen, die ich interessant fand. Und die zweite Einstiegsdroge war dann tatsächlich das Format von Thilo Jung, Jung und Naiv. Da bin ich über YouTube hingekommen und mich hat das aber genervt, mir das immer im Video anzuschauen. Und mir hätte eigentlich immer die Stimme gereicht und oder halt das Gespräch zum Anhören. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass die auch einen Podcast-Feed haben. Und dann habe ich den abonniert. Und so ging es dann ja weiter mit Aufwachen-Podcast, als der quasi mal, als ich draufgekommen bin, dass Thilo Jung quasi noch andere Podcasts im Angebot hat, habe ich da mal reingehört, habe da lange zugehört, auch bis zum Ende letzten Jahres und habe irgendwann als mal so eine Phase war, wo es insgesamt weniger Folgen in meinem Podcatcher gab, habe ich dann angefangen, die alten Folgen nachzuhören. Also ich habe tatsächlich quasi den ganzen Aufwachen-Podcast gehört. Ja, und dann eigentlich ist wow. themenbasiert, ja, ich habe bei Folge 80 bin ich, glaube ich, eingestiegen und irgendwann habe wow. ich halt die ersten 80 nachgehört. Und dann nach und nach habe ich halt themenorientiert letztendlich ja andere Podcasts abonniert und entdeckt, viele aus den Öffentlich-Rechtlichen, weil es da einfach wahnsinnig viele, ja, auch kürzere Formate gibt, aber auch ja schöne Formate, die irgendwie, also wenn ich, also der Klassiker wahrscheinlich HR2 der Tag oder dann aus dem Bayerischen Rundfunk eben, wie gesagt, Mensch Otto, das ich vorhin schon erwähnt habe. Genau, und so ist es so, dass sich mein Podcast-Catcher immer mehr füllt. Und ich jetzt das Luxusproblem habe, dass ich immer aussuchen darf, was ich mir quasi anhören kann. Und seit letztem Jahr, seit diese Sache ist, über die wir ja hier in diesem Podcast nicht sprechen wollen, ist es so, dass ich weniger Zeit habe zum Podcast hören eigentlich, weil halt der Arbeitsweg wegfällt. Ich bin eigentlich fast durchgehend im Homeoffice und da fehlen halt dann am Tag ja locker eine halbe Stunde Fahrzeit einfach, die ja ich sonst bisher immer fürs Podcast hören genutzt habe. Genau, und deswegen höre ich insgesamt ein bisschen weniger jetzt seit einem Jahr. Ja, kleiner Exkurs, weil genau das habe ich auch letztens für mich selber so festgestellt, dass ich viel weniger Podcast höre. Ja, weil ich ja die Stunde hin und die Stunde zurück fällt ja weg. Aber der Tag ist ja nicht kürzer geworden. Ich mache in dieser Stunde ja irgendwas anderes. Was machst du denn in der Zeit, wo du normalerweise unterwegs bist? Ich frage mich ehrlich gesagt, was ich eigentlich mache in der Zeit. Und ich habe keine vernünftige Antwort. Ich klüngel irgendwie hier rum, glaube ich. Oder ich arbeite länger. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Was machst du denn? Ja, also da kommt ja schon dazu, dass ich natürlich die Anfahrt fällt weg, aber die Zeit, also wenn ich jetzt quasi irgendwie Mittagspause mache oder nach Hause fahre, in Anführungsstrichen, also vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gehe so ungefähr, weil mein ja. Arbeitsbereich im Schlafzimmer aufgebaut ist, dann ist da ja noch meine Frau, die ja auch zu Hause ist und von zu Hause aus arbeitet und dann ist man halt einfach sofort zu zwei Themen beschäftigt. Also deswegen, das ist, glaube ich, die Zeit. Man hat mehr Zeit auch füreinander. Dadurch, dass halt die Anreise und Rückreise wegfällt. Ich glaube, okay, da geht eigentlich. Also ihr nutzt die dann wirklich auch produktiv, also bewusst. Ja. Das ist gut. Ja, das habe ich noch nicht gelernt. Ich glaube, die Sache, über die wir nicht reden wollen, ist noch nicht lang genug aktiv, dass ich das immer noch nicht gelernt habe hier. Also das ist erstaunlich. Nee, gut. Doch. Gut, dass du das gelernt hast, finde ich gut. Ja. So, du hörst also weniger Podcasts. Welchen Podcatcher benutzt du? Und gleich mal eine technische Frage. AntennaPod für Android. Aha, kenne ich jetzt nur vom Namen her, aber gut. Bist du zufrieden mit? Kannst du empfehlen? Sehr zufrieden. Den habe ich tatsächlich, als ich mich auf die Einladung heute vorbereitet habe, ist er auf meinem Zettel gelandet unter der Rubrik Dank,
weil das ja auch ein Open-Source-Projekt ist und dieser Player so viel coole Features hat, nicht zuletzt das schnellere Hören, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Podcast und deswegen vielleicht gleich einen Dank raus an die MacherInnen. Okay, Antennapod, Dank. Du bist ein schnellerer Hörer, das heißt, du beschleunigst dann auch. Was ist bei dir so, was sagte Claudia letztens, 2,0 und, nee, warte mal, 2,0 ist nur bei den Englischsprachigen, sonst macht sie 2,5 oder, das ist völlig so abstruse Werte, wo ich gedacht habe, wie kann man das machen? Aber gut, okay, jeder ist irgendwie anders und kann anders. Welche Geschwindigkeit ist so deine beliebteste Geschwindigkeit? Also meine Standardgeschwindigkeit ist eigentlich zweifach. Also auch so einer, wow. Ist eigentlich bei fast allen Podcasts so. Deswegen, also ich finde das heute total spannend, eure Stimme in normaler Geschwindigkeit zu hören, weil ich das sonst sehr selten habe. Aber letztendlich, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also gerade wenn, ich habe mir neulich schon gedacht, das wäre was auch für die Podlove Simple Chapters Notation, wo man ja die Kapitelmarken letztendlich in den Feed eintragen kann, da gibt's noch kein Typ-Element oder ein Abspielgeschwindigkeit-Element, weil ich habe nämlich neulich einen Podcast gehört, der zwischendrin immer wieder Musikelemente drin hatte und da musste ich dann immer umswitchen auf quasi einfache Geschwindigkeit, weil Jazz auf zweifach hört sich meistens nicht so geil an und da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie die Kapitelmarken das ermöglichen, dass der Podcatcher automatisch erkennt, jetzt kommt ein Bereich, der sollte unbedingt in einfacher Geschwindigkeit angehört werden. Genau, also Feature Request gleich raus an das Podlove-Team. Ja. Genau. Dann kann man auch viel besser die Werbung dann in Ruhe anhören. Und Zwinker-Zwonker, man kann sie auch schneller überspringen. Haha. Ja, wobei ich sagen muss, die meisten Podcasts, die ich höre, haben keine Werbung oder sehr wenige Werbung. Ich habe tatsächlich auch ein paar rausgeschmissen. Also was ich ganz schlimm finde, also ich verstehe das. Also mein Podcast ist totales Hobby und ich erwarte kein Geld. Und auch, also ich freue mich über liebe Worte oder auch scharfe Kritik. Aber ich brauche kein Geld dafür. Und ich verstehe das andere, gerade wenn das irgendwie Journalisten sind, die das quasi so als Zubrot noch oder als vielleicht sogar Geschäftsmodell in den Podcast etablieren. Aber wenn irgendwie die Nullnummer schon damit beginnt und jetzt hier kannst du uns Geld überweisen und jetzt geht die Folge los, dann finde ich das immer so ein bisschen, abstoßend ist vielleicht zu viel, aber zumindest befremdlich. Also ich weiß nicht, mir geht es bei Podcasts so, wenn ich mich erstmal an so das Setting gewöhnt habe und an die Hosts und die mich überzeugen, dann kann eigentlich fast nicht mehr viel passieren. Deswegen würde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwie mal vorhätte, irgendwie so einen Podcast zu machen, wo ich auch mit dem ich auch Geld verdienen will, erstmal langsam zu starten und das zu entwickeln. Also und nicht die Leute gleich in der ersten Folge zuzuballern mit Patreon, Steady und keine Ahnung, PayPal, Me-Konten, genau. Ja, das ist, bin in der Lage der Nationhörer mit Ulf Burmeier und Philipp Herrn Banse. Philipp Banse, genau. Und die haben vor kurzem auch nochmal ganz klargestellt, dass, also sie machen ja auch Werbung, also eingesprochene Werbung, also in der Regel liest Philipp Banse dann irgendwie eine Botschaft, was weiß ich, hier kriegst du die krassesten Kekse oder da kriegst du einen tollen Einkaufshelfer oder was auch immer. Und sie haben sich aber dann in dieser Meta-Diskussion darüber nochmal unterhalten und gesagt, dass sie mit den Inhalten, die sie da vorlesen, nichts zu tun haben. Die Auswahl wird allein von einer Agentur gemacht. Aber das Modell, das Werbemodell baut ja gerade drauf auf, dass ich jetzt glaube, wenn der Philipp Banse mir was von Keksen erzählt, dass das dann die besten Kekse der ganzen Welt sind. Na, sonst würde er mir das ja nicht erzählen. Und gleichzeitig sagt er aber, nein, das ist nicht meine Meinung, die du da hörst. Und da dreht sich mein Kopf irgendwie. Also ich verstehe beide Seiten, aber ich kriege sie nicht zusammen. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir tatsächlich auch der Grund war, warum ich Lage der Nation deutlich seltener höre. Also mittlerweile glaube ich, habe ich den Feed nur noch so eingestellt, dass ich ihn aktiv aktualisieren muss, weil mich das tatsächlich auch eigentlich diese
also dieses Native Advertisement quasi, dass er das vorliest. Also wenn es jemand anders ist, also zum Beispiel beim Lila Podcast oder auch bei anderen Podcasts, ist ja so, dass meistens das dann halt jemand anders als die Hosts vorliest. Das finde ich legitim und finde ich, ja, mei, genau. Ich meine, gerade auch viele Produktionen aus dem Haus 4000 Hertz ist ja auch so, dass die, also die müssen halt Geld damit verdienen. Deswegen verstehe ich schon, dass man halt Werbung reintut. Und es ist ja tatsächlich nicht so wie bei ProSieben oder anderen Fernsehsendern, dass irgendwie man ständig von Werbung zugeballert wird, sondern meistens ist es ja in einem relativ angenehmen Umfang. Aber ich würde eben auch da die Grenze ziehen, wo die Hosts die Werbung selber einlesen. Also das finde ich tatsächlich, ja, glaube ich, am unangenehmsten. Aber ja, letztendlich, genau. Beim Banse finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich mag seine Stimme auch, ich mag, wie er erzählt. Aber ich muss immer schmunzeln, wenn er dann irgendwas erzählt und ich gleichzeitig diese Meta-Diskussion im Sinn habe, wo er dann sagt, ich distanziere mich von dem, was ich da sage und gleichzeitig versucht, das mir einzureden. Also ich wird gerade im Chat geschrieben, das ist das Podcast-Werbeparadox. Genau, das ist eigentlich genau der richtige Begriff dafür. Na, es ist halt so, kann man nur Schulterzucken und sagen, ja, die Welt ist manchmal ein bisschen unverständlich. Man versucht das eine und das andere. Ich mag, also im Gegensatz zu dir, mag ich die Lage der Nation nach wie vor. Ich mag, wie die beiden da sich auch mal in was hineinsteigern, was vielleicht auch nicht ganz so richtig ist. Beim nächsten Mal wird es dann wieder korrigiert. Das ist auch eine Größe, die man erstmal haben muss, zu sagen, oh, wir haben da letztens Quatsch erzählt, wir sind da aufgeklärt worden. Das mag ich. Also eine offene Fehlerkultur ist einfach auch ein schönes Beispiel. Das haben wir ja inzwischen auch nicht mehr überall. Das ist ja leider so. Das stimmt, aber genau, also das war nicht der einzige ausschlaggebende Grund. Das war auch eben letztendlich diese Geschichte, über die wir nicht reden, dass ich einfach quasi die Vielfalt an Angeboten reduzieren musste. Und ich hatte halt auch sehr viele ähnliche Podcasts in meinem Podcatcher. Also als der Aufwachen-Podcast noch lief, der ging ja immer sehr lang und war eben auch politisches Tagesgeschäft, dann Wochendämmerung, Lage der Nation. Und dann war es halt so, dass ich mich halt entscheiden musste. Also okay, Aufwachen-Podcast ist eh weggefallen. Aber dann habe ich mich halt entschieden, ja, was höre ich jetzt weiter, um quasi so vom politischen Geschehen noch was mitzubekommen, außer den Nachrichten. Und dann habe ich mich halt für die Wochendämmerung entschieden, einfach weil ich auch ja, also bei der Stimme vom Philipp gehe ich auch auf jeden Fall mit, wobei ich behaupten würde, dass du da auch ganz gut mithalten kannst, was so die angenehmen Stimmen in der Podcast-Landschaft angeht. Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich mich dann einfach für Holgi und Cutter entschieden und genau, deswegen, das war dann quasi so der zweite Grund, warum ich die Lage der Nation jetzt nur noch sporadisch höre. Aber ja, ich muss natürlich auch sagen, keine Verteidigung notwendig. Ja? Nein, aber es ist ja ein interessanter Punkt. Also die Lage der Nation ist ja, also ich fand die Mischung wahnsinnig spannend von einem Juristen, der wahnsinnig versiert ist in den Dingen, über die er spricht, und auf der anderen Seite ein Journalist. Das ist eine Mischung, die mir manchmal, also die anderen zwei Formate, die ich ja genannt habe, das waren ja jeweils zwei Journalisten oder Journalistinnen, und da finde ich, hat der Ulf schon immer noch einfach so eine andere Perspektive, die er mit reinbringt, und ich finde, die ist halt viel wert. Genau. Ja. Deswegen, genau. Er ist nicht ganz verschwunden, aber der weiß dann auch, wovon er redet. Also wenn er solche Fälle, also aus der Praxis, jetzt ja nicht mehr, aber früher war er ja tatsächlich dann auch tätiger Richter und hat eben dann auch ganz viel mit normalen Menschen zu tun gehabt und mit deren Problemen. Und dann, es ist halt immer ein Unterschied, ob man theoretisch über irgendwas redet oder ob man tatsächlich auch in der Praxis damit zu tun hat. Eine Theorie ist oft die Dinge leichter zu klären, und dann steht man in der Praxis, dann hat man lauter Widersprüche, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und dann wird es halt kompliziert. Das, naja. Gut, wollen wir uns gar nicht so sehr an jetzt dem einen oder dem anderen Angebot aufhalten. Ich wollte ja nur mal wissen, welchen Podcatcher du benutzt. Und als wäre es ja abgesprochen gewesen, war es nicht, stand das sogar auf deinem Zettel. Sehr schön. Also dein Hobby ist Podcast hören, jetzt neuerdings dann auch Podcast machen und das Rote Kreuz. Mhm. Und sonst noch was? Ja, mei, das Übliche. Also lesen, Radlfahren, Schwimmen, keine Ahnung, Freunde treffen, wenn man es darf. Nicht ins Kino gehen, nicht in den Biergarten gehen. Genau, das ist ein Wunderpunkt, Wir haben hier so ein, in Ottobrunn und Haar gibt es so eine kleine Kino, kleine Kinos, die gehören zusammen. Und da waren wir
früher, man muss tatsächlich früher sagen, waren wir früher meistens so einmal in der Woche mit Freunden und mit so einer Clique und das fehlt schon. Also Mahe, natürlich war mal hier und da ein Film dabei, den man sich jetzt vielleicht nicht angeschaut hätte, aber es war halt so eine gewisse Tradition und auch irgendwie schön, dann auch mal so einen Film im Kino anzuschauen, weil wir beide gar nicht so die Streaming-Nutzerinnen sind. Und das fehlt tatsächlich. Also sonst würde ich ja behaupten, dass dass es im Großen und Ganzen für uns aushaltbar ist, so die aktuelle Situation. Aber das Kino, das ist schon etwas von den Freizeittätigkeiten, die eher fehlt. Ja. Wie geht das bei euch anderen? Fehlt das Kino bei euch auch? Vera, fehlt dir das Kino? Das Kino fehlt mir nicht, mir fehlt das Schwimmbad. Ich will wieder schwimmen gehen. Und in die Therme und überhaupt. Aber Kino, ich bin nicht so die Kinogängerin in den letzten Jahren gewesen, deswegen... Ja, auch wieder schön, mal dahin zu gehen, aber ja, eher schwimmen. Mhm. Schwimmen. Was fehlt dir am meisten, Sebastian? Ich glaube, der ist gerade nicht da. Ach, der ist gerade nicht da, habe ich nicht aufgepasst. Ja, ja. Ja klar, ich bin auch im falschen Bild hier. Ich sollte mal, genau. Ist der Lars denn da? Ja. Ja, Mr. Holzhaus, was fehlt dir denn am meisten? Tja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ein bisschen Reisen. Ich bin für den Podcast, für meinen Podcast ja auch ein bisschen durch die Gegend gefahren, zu Veranstaltungen und so weiter. Und das fehlt mir irgendwie sehr, dieser Input. Das Reisen fehlt mir auch, ja. Ich möchte mit immer wieder durch ein Museum streifen. Das würde ich auch gerne, ja. Und vieles, vieles mehr. Ich würde euch so gern zuhören. Was meinst du, Vera? Ich würde euch dabei gerne zuhören, wie ihr durch ein Museum streift. Das ist immer sehr schön. Ja, ich habe letztens einen Bericht vom Frankfurter Flughafen gesehen. Da ging es um die Truppe, die Bahn von Schnee und Eis befreit. Unter anderem zeigten sie dann auch diese Geräte, die da so von oben dieses Enteisungsmittel auf die Flugzeuge sprühen. Und da fiel mir doch wieder ein, dass wir beide... Lars, mal auf so einem Teil drauf gestanden haben. Das war sehr, sehr witzig. Ja, vor allen Dingen, weil wir gemeinsam haben wir die Maximalbelastung, die da auf dem Schild stand. Da mussten wir extra einen Kollegen an die Maschine stellen und der hat dann geguckt, dass das nicht heiß läuft. Als Teil. Hat von unten einer mit dem Besen gestützt, ne? Das war so. Und ich hatte so einen Schiss, weil das 15 Meter hoch ging. Uiuiui, aber toll. Hey, ohne dich hätte ich das mich nicht getraut und deswegen fand ich das so toll, dass du mich dazu angestiftet hast. Du dachtest, wenn, dann stürzen wir beide ab. Ja, genau. Aber was zu erzählen. Ja, bis zum Aufprall alles aufgezeichnet. Super. Bis dahin war es schön. Okay, wir haben schon wieder einen Schwenker gemacht. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Gast. Euch kann ich ja nächste Woche auch noch ansprechen, aber den Gast halt nicht. Martin, also das Kino fehlt, der Biergarten fehlt dir nicht so? Bist kein Biergartengänger? Das ist doch das Ding in Bayern. Also, ja, eigentlich ist das, dafür beneide ich euch so, dass ihr diese Gemütlichkeit habt, wo ihr dann auch Sachen zum Essen mitbringen darf und so weiter. Das darf man ja hier alles nicht. Ja, genau. Also da sprichst du natürlich was an. Also gemütlich zusammensitzen und so weiter, das ist schön. Genau, bloß jetzt gerade hier in München, an einem schönen Tag kommen meistens mehr als zwei Leute auf die Idee, in den Biergarten zu gehen. Ja. Da kann es ganz schnell mit der Gemütlichkeit vorüber sein. Aber ja, man kennt natürlich auch den ein oder anderen Geheimtipp vielleicht oder ja, genau. Aber so diese Art zusammenzukommen. Und sich gemütlich bei einem Bier oder einem anderen Kaltgetränk etwas einzuverleiben und miteinander ins Gespräch zu kommen, zu ratschen, dann das ist natürlich, also das fehlt nach wie vor und das ersetzen ja jetzt die ganzen Videokonferenzen, die man dann halt auch so im Freundes- und Bekanntenkreis macht, ja nur bedingt. Also es ist halt schon was anders, wenn man einfach ja zusammen irgendwo sein kann, an vielleicht auch ganz schönen Orten. Ja, ja.
Ja gut, auch mit Lars habe ich ja mal die Hinfahrt in einem ICE erlebt, wo die anderen, die um uns herum saßen, alle zum Oktoberfest wollten. Oje. Und ich habe noch nie eine so laute und unangenehme Bahnfahrt erlebt. Wahnsinn, das war wirklich absoluter Wahnsinn. Das war dieses Rudel, das sich uns gegenüber in den Tisch an diese Sitzgruppe setzte und dann sagte, sie tun uns jetzt schon leid. Ja, die Ansage. Ja. Und dann haben sie auf dem Tisch im Prinzip so eine Mauer aufgebaut aus so Schachteln mit lauter kleinen Fläschchen drin, die die dann so unterwegs dann nach und nach weggepichelt haben. Und der USB-Box, ne, die dann, Bluetooth-Box, wo dann die ganze Zeit so Schlagermusik rausplärrte und die dann lauthals mitgesungen haben. Also das war wirklich, als wir da raus waren, habe ich gedacht, boah, mein Lieber, genau, habe ich gedacht, mein Lieber. Genau, im Biergarten, sehr gut. Im Biergarten ist es natürlich manchmal ähnlich. Also es kommt immer drauf an, also wenn es jetzt irgendwie in der Innenstadt irgendwie beim Augustiner Biergarten bist oder so, der ist im Sommer teilweise auch Oktoberfest-like, sage ich jetzt mal. Und das finde ich tatsächlich auch nicht so gemütlich. Also ich mag es eigentlich eher halt dann wirklich gemütlich, so mit schönen Kastanienbäumen und genau. Gemütlich, genau. Richtig. Aber beim Oktoberfest ist ja zum Beispiel das Rote Kreuz sicherlich auch im Einsatz. Ne? Kommen wir doch mal zum Roten Kreuz. Da sprichst du einen wunden Punkt an. Oh, warum? Warum ist das ein wunder Punkt? Also das Münchner Rote Kreuz hat über 100, ich glaube 30 Jahre lang den Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest oder wie wir ja hier auch sagen, auf der Wiesn gemacht und dann hat ein privater Rettungsdienst- und Sanitätsdienstanbieter den Ausschlag oder die Ausschreibung gewonnen und macht seitdem eigentlich ja nicht, weil er hat jetzt 2018, glaube ich, gemacht, war das erste Mal. Und dann war ja schon dieses Dings. Genau. Und deswegen, also mich betrifft es jetzt nicht so. Ich war zwar jahrelang ehrenamtlich auch auf der Wiesn im Einsatz, aber ich habe tatsächlich auch irgendwann damit abgeschlossen. In dem Sinn, dass ich halt einfach, und das ist dann tatsächlich auch eine ganz gute Überleitung dann später zum Podcast, das Rote Kreuz bietet so viel mehr als nur den Sanitätsdienst. Und das war einfach so ein Bereich, auf den ich halt jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Lust habe wie auf andere Bereiche. Und deswegen zieht mich die Wiesn gar nicht mehr so an. Also einmal im Jahr habe ich mich dann meistens überreden lassen, dass ich mal auf die Mittagswiesn gehe. Das ist dann eher so Biergartencharakter, wo es auch nicht so voll ist, wo es einfach, wo man gemütlich teilweise sogar einen Tisch für sich alleine hat und einfach gemütlich mit seinen Leuten da halt Mittag essen kann. Und aber dieser Wahnsinn am Samstag oder Sonntag oder an den Feiertagen, den brauche ich nicht mehr. Dafür bin ich zu alt. Du musst ja nichts mehr beweisen, genau. Aber das, genau. Dieses Traditionsvolksfest, ich meine, ihr habt jetzt schon ein eigenes Rotes Kreuz. Es gibt ja das Deutsche Rote Kreuz und es gibt das Bayerische Rote Kreuz. Ihr müsst schon mal in Bayern wieder mal eine Extrawurst braten. Beim Datenschutz ja nicht anders. Ne? Alle Länder haben eine Aufsichtsbehörde, Bayern hat zwei. Oh. In Bayern kann man nicht die CDU wählen, dann wählt man halt die CSU. Und ihr habt doch einen eigenen, wie nennt man das, Landesfürsten? Ja. Naja, hätten wir ja, egal, wir lassen das auch weg, das ganze Thema. Aber normalerweise spückt man sich doch gerne auch mit den Traditionen und das Bayerische Rote Kreuz müsste doch beim größten bayerischen Volksfest unmittelbar zu tun haben. Aber gut, es geht ums Geld auch, ne? Wahrscheinlich ist der billiger, der private Anbieter. Wow, das ist ja echt eine Nachricht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, wobei man, da hast du tatsächlich mit mir als Gast jetzt auch jemanden getroffen, der jetzt auch gar nicht so traurig im klassischen Sinne darüber ist, weil ich finde, das Rote Kreuz hat wahnsinnig viele spannende Aufgaben und auch Aufgaben, die wichtiger sind und einer unserer Grundsätze lautet ja Menschlichkeit und da geht es ja auch darum, dass wir nach dem Maß der Not helfen und ich finde halt diese, also gerade so Sanitätsdienst und solche Themen, teilweise auch in der Allianz Arena, also dem Fußballstadion, dem hiesigen, das ist halt auch ein Stück weit Geschäft. Und
ja, weiß ich nicht. Ich glaube, mit den Ressourcen und mit den Leuten, die wir so haben, könnten wir auch ja, viele andere Dinge tun in der Stadt, gerade in einer Großstadt wie München, wo es, glaube ich, viele auch andere soziale Aufgaben gäbe, als jetzt den Sanitätsdienst für das größte Volksfest der Welt zu machen oder auch für ein oder zwei Fußballclubs. Ja, also genau, deswegen bin ich vielleicht für ja, den Wehmut zu diesem Thema nicht der richtige Gast. Das kommt ja jetzt nur auf, oder das Thema, weil du da gerade das angesprochen hast. Also ich habe da jetzt kein besonderes Interesse dran. Aber eine Frage, wo du gerade den Sanitätsdienst und ansprichst und auch, weil du sagtest, du wärst ja auch selber tatsächlich Rettungssanitäter gewesen, die trage ich immer so mit mir rum, weil gerade bei so einem Volksfest, wenn die Menschen da hingehen und sich quasi ja mit Ansage bewusstlos trinken, also zumindest so, dass sie in eine hilflose Situation kommen. Wie gehst du da als Helfer eigentlich mit um? Kannst du dann neutral sein und sagen, der braucht jetzt die Hilfe genauso wie die Bedienperson, die gerade in eine Scherbe gefasst hat? Oder ist da vielleicht doch in der Betreuung irgendwie so ein klein bisschen Unterschied? Also du bist ja selber schuld und die andere, die kann nichts dafür, die kriegt jetzt etwas mehr Zuwendung als der da sich selber so mutwillig in so eine Situation gebracht hat. Kriegt man das aus dem Kopf? Kann man das machen? Mhm. Eigentlich sogar sehr gut. Also jetzt auch wieder natürlich eine persönliche Kiste. Ich glaube schon, dass, also gerade wenn man beruflich im Rettungsdienst tätig ist und dann in der Nacht, dann bei uns gab es früher den Kunstpark Ost, das war so eine riesen Feiermeile, wo eine Diskothek neben der anderen war. Und wenn man dann irgendwie das siebte Mal in der Nacht irgendwie im Nachtdienst, der ja eh schon anstrengend ist, dann in irgendeine Diskothek fährt und irgendjemand Zugedröhnten irgendwo behandeln muss, dann kann das schon sehr nerven und sehr kräftezehrend sein. Aber egal, ob jetzt hauptberuflich oder ehrenamtlich, glaube ich, muss man da so eine professionelle Distanz haben. Man ist in der Sekunde für diese Menschen verantwortlich und auch zuständig und dann ist das ein Einsatz und den macht man. Und ja, natürlich denkt man sich, wie kann man nur, aber man erinnert sich ja auch an die eigene Jugend vielleicht, dass man da auch vielleicht mal über die Stränge geschlagen hat und ja, so. Ja, und ja. Würde sich ja dann auch freuen, wenn jemand kommt, der dann nicht irgendwie besonders unangenehm ist und irgendwie, warum hast du jetzt angerufen, warum kannst du nicht zu Hause bleiben? Genau, also ich glaube, das hilft ja auch nicht weiter. Also natürlich ist es schwer, also gerade wenn man das irgendwie tagtäglich hat, dann glaube ich, ist das nochmal ein bisschen mehr Anstrengung, dass man diese Professionalität sich bewahrt. Aber ich glaube, gerade als Ehrenamtlicher, wenn man das freiwillig macht und sich das antut, also gerade Wiesen, da haben sich ja die Leute um die Dienste ja quasi gestritten, sage ich jetzt mal. Also der war ein sehr beliebter Dienst, zum einen, weil es natürlich, also Sanitätsdienst gibt es ja auch in irgendwelchen Ortsteilen von München immer wieder, kleinere Einsätze, örtliche Feste, lokale Fußballspiele, solche Sachen. Und auf der Wiesn passiert aber natürlich auch deutlich mehr. Das heißt, das, was man in der Ausbildung gelernt hat und was man Jahr für Jahr übt, also angefangen von Herz-Lungen-Wiederbelebung über ja, andere Themen, wie mache ich Verbände, wie messe ich Blutdruck, Blutzucker und so weiter, das kann ich auf der Wiesn an einem Tag lerne ich da mehr wahrscheinlich als in einem halben Jahr oder einem Jahr vielleicht sogar auf anderen Diensten. Deswegen, also ich habe das auch tatsächlich früher immer ganz gerne noch genutzt, als das noch möglich war, dass ich Jugendliche aus unserem oder halt junge SanitäterInnen eben mitgenommen habe auf die Wiesn. Und die haben da wahnsinnig viel gelernt. Also auch unter dieser, ein anderer Vorteil ist vielleicht das noch, dass man ja auf der Wiesn auch gar nicht alleine ist. Also bei so einem kleinen Dienst kann es ja gut sein, dass man irgendwie zu zweit ist und das war's dann. Und wenn man dann irgendwie der Neue ist, der frisch aus der Ausbildung ist und noch nicht so viel Erfahrung auf dem Buckel hat, dann kann das schon auch mal, wenn was Größeres ist, auch irgendwie zu Stress führen. Aber oh ja. Auf der Wiesn ist es ja so, da bin ich einer, also auf diesen bekannten gelben Tragen bin ich einer oder eine von vier Leuten, ja. Das heißt, oder vielleicht sogar mal fünf Leuten. Das heißt, da gibt es immer noch andere, dann gibt es erstens noch jemand, der medizinisch verantwortlich ist. Das heißt, der hat mindestens die Ausbildung zum Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin. Und das heißt, da bin ich als einfache Sanitäter in,
nicht sofort in der ersten Reihe, sondern ich kann viel erstmal üben und zuschauen und wie läuft es ab und dann kleinere Aufgaben übertragen bekommen. Und deswegen war das immer ein Dienst, der sich ganz gut geeignet hat, um neue SanitäterInnen eben so in den Sanitätsdienst einzuführen. Genau. Ja, das kann ich gut verstehen. Man kann sich dann von den alten Hasen und Häsinnen auch mal so ein bisschen Ruhe und Besonnenheit vielleicht auch abgucken. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man doch bei seinen ersten Diensten, die man da so alleine macht, doch schon auch aufgeregt ist und da eigentlich ein Lampenfieber hat. Ne? In der Tat, daran kann ich mich noch erinnern, auch wenn es lang her ist. Naja, du hast ja dann auch die Verantwortung, zumindest als Ersthelferin, Ersthelfer, das sind die Passanten, ne? Du bist ja schon der Profi dann quasi. SanitäterInnen machen ja auch einen Kurs, der je nach teilweise Landesverband, teilweise örtliche Besonderheiten, aber ungefähr 80 Unterrichtseinheiten beinhaltet, wenn man das voll macht. Und dann da lernt man natürlich mehr als in einem normalen Erste-Hilfe-Kurs oder den noch kleineren Kursen, diesen lebensrettenden Sofortmaßnahmen, die ja früher Voraussetzungen waren für einen Führerschein. Und da lernt man schon noch mal ein bisschen mehr, aber ich glaube, das meiste lernt man dann tatsächlich auch in der Praxis. Also weil man da einfach auch die Theorie mit dem Handeln quasi verknüpfen kann. Und da lernt man tatsächlich am meisten, also so ging es mir zumindest, von Leuten, die das schon länger machen. Ja. Ich kenne das aus der Medizinerausbildung, da gab es mal das Wort des Rockzipfelns. Also man geht einfach mit am Rockzipfel eines, der schon kann, und dann nimmt man da quasi, auf magische Art und Weise überträgt sich dann das Wissen von dem einen auf den anderen. Das ist immer dann schwierig, wenn man das versucht, in Lernkataloge zu schreiben. Dann wird diese Magie, muss man die irgendwie fassen, und dann wird es halt schwierig. Aber naja, es ist so. Ich frag mal gerade mal in die Runde. Sebastian, wenn du das Wort Rotes Kreuz hörst, fällt dir ein Wort dafür ein, was du damit assoziierst? Hilfsbereitschaft. Das war schon ein Wort, das reicht mir. Vera, hast du auch ein Wort, Rotes Kreuz? Ich bin gerade zu müde, um jetzt spontan zu sagen. Okay. Tut mir leid. Also Rotes Kreuz halt, super. Rettungsdienst, keine Ahnung. Muss ja nicht. Ja, alles gut. Lass dich nicht stressen durch mich. Um Himmels Willen, wir sind hier im Garten. Das ist alles gemütlich. Lars, könntest du mir ein Wort sagen, was du assoziierst? Ja, das erste Wort, was ich assoziiert habe, war Blutspende. Ah, auch nicht schlecht. Dann will ich auch eben sagen, was ich assoziiert habe, stabile Seitenlage. Die sich auch im Laufe der Zeit so geändert hat, dass ich heute, glaube ich, das nicht mehr könnte, was ich da irgendwie vor, oh Gott, wann habe ich das gelernt? Im letzten Jahrtausend. Reden wir gar nicht drüber. Ich weiß nur, dass sich irgendwas vereinfacht hat. Und ich habe ein einziges Mal bei einem Autounfall tatsächlich Erste Hilfe leisten müssen. Da reichte es aber, die verunfallte Person anzusprechen, ein bisschen zu polstern und darauf zu warten, dass Rettung naht. Da war das Zusprechen und sagen, hier ist jemand, alles gut. Haben Sie Schmerzen? Nein. Kriegen Sie Luft? Ja. Das reichte eigentlich. Also da brauchte ich gar nicht so viel machen von dem, was ich da alles gelernt habe. Das war mir ganz wohl, weil ich dann auch nichts falsch machen konnte. Wobei das mit dem Falschmachen ist, glaube ich, also soweit ich so höre, ist, hab keine Angst, was falsch zu machen. Schlimmer als was falsch machen ist gar nichts tun. Genau. Also das Wichtigste ist eigentlich, gerade wenn man in so eine Situation kommt und sich nicht zu helfen weiß, das Naheliegendste tun, Rettung rufen, also die 112 anrufen und einfach nach dem Rettungsdienst schreien und versuchen zu beschreiben, was dem Menschen fehlt. Und ja, dann hast du auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen, einfach mit den Leuten reden, und zwar einfach versuchen, ein normales Gespräch zu führen. Und ich meine, dann im Erste-Hilfe-Kurs lernt man ja dann noch irgendwie Druckverbände anzulegen und so weiter. Natürlich, wenn ich eine größere Wunde sehen würde und erscheint, dann würde ich auch empfehlen, dass du mit einem Druckverband anfängst. Ja, genau, oder das halt versuchst. Wenn das im Strahl da rausschießt, das die Flüssigkeit, die eigentlich den Menschen am Leben hält, wenn die im Strahl rausschießt, ja, dann sollte man vielleicht gucken. Ja, zureden reicht dann vielleicht nicht mehr. Richtig, richtig. Aber dann
reicht's auch schon, also da musst du nicht irgendwie einen mustergültigen Verband wickeln, ja, der dir, der irgendwie in der Prüfung abgenommen werden könnte, sondern dann reicht's, wenn du halt Kompressen nimmst, was du findest in deinem Verbandskasten und halt da drauf drückst, ja. Das hilft dann wahrscheinlich schon. Und der andere wichtige Teil in der Erste-Hilfe-Ausbildung ist natürlich die Herz-Lungen-Wiederbelebung, weil das letztendlich beim plötzlichen Herztod halt die einzige Möglichkeit ist, dem Menschen zu helfen. Also das ist tatsächlich eigentlich im Erste-Hilfe-Kurs das Wichtigste. Herz-Lungen-Wiederbelebung, reden und irgendwas abdrücken, wenn es spritzt. Genau. Es gibt so einen schönen fließt. Comic irgendwie. Wann soll man denn Rettung rufen, ne? Wenn etwas drinsteckt, wo nichts drinstecken soll, wenn etwas dran ist, was nicht dran sein soll, wenn etwas nicht mehr dran ist, was dran sein soll. Es gibt so einen wunderschönen Comic, der ist so herrlich gemacht, so ein bisschen wie dieser Gabelstapler-Film, wo dann den Menschen da irgendwie nach und nach irgendwie ganz schlimme Dinge passieren. Ja. Staplerfahrer Klaus? Genau, Staplerfahrer Klaus, richtig. Das ist, glaube ich, so ein Lehrfilm für Sicherheit oder so. Und da wird halt gezeigt, was dem Staplerfahrer Klaus passieren kann, wenn er nicht aufpasst. Und dem geht's recht schlecht. Er nimmt Lehrfilme auf die Schippe. Er ist nicht selber als Lehrfilm gedacht. Ah, okay. Das ist eine Parodie, ja. Okay, jedenfalls ziemlich blutrünstig. Ist da die auch ein offener Knochenbruch irgendwie? Ganz schlimm, jedenfalls. Ja, also. Genau, was hat aber dich denn bitte? Ja, bitte. Entschuldige. Bei den meisten Sachen hilft es wahrscheinlich wirklich einfach, mit dem Menschen zu reden und die Zeit zu überbrücken, bis halt der Rettungsdienst da ist. Ja, ist ja. Was muss man sein, 12 Minuten oder so irgendwie? Gibt doch so eine Zahl, ne? Ja, die Hilfsfrist, genau. Also bei uns in München zum Beispiel sind es 10 Minuten, aber sonst häufig auch 12 Minuten, genau. Aber wo du gerade Herz-Lungen-Dingens angesprochen hast, ich habe das noch in so einem ganz komplizierten Verfahren gelernt. Irgendwie, also man muss irgendwie x-mal aufs Herz drücken, dann Mund zu Mund, dann Mund zu Nase, dann gab es irgendwie so ein Aufsatz, als das Thema AIDS irgendwie aufkam und nicht genau wusste, und inzwischen lässt man das Beatmen ganz weg. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt bin ich natürlich in dem aktuellen Ausbildungsleitfaden Erste Hilfe nicht so tief drin, aber okay, dann ich glaube, das du liegst nicht ganz falsch. Ich glaube, also was ich auf jeden Fall sagen kann, auch aus dem, was ich aus dem Rettungsdienst mitgenommen habe, das Drücken ist wahnsinnig wichtig, und ich habe im Chat auch schon gelesen vom Sofa-Reporter das Staying Alive Ausrufezeichen, ja. Das ist, also das wird ja immer, das Lied, das muss man sich vorstellen, dass man den Rhythmus quasi hinkriegt, weil man ja versuchen soll, mindestens 100 Mal in der Minute eben auf den Menschen zu drücken, und in der Tat ist aktueller Stand so, dass halt das Drücken einfach das Wichtigste ist, dass einfach dieser Notkreislauf quasi weiter am Laufen gehalten wird, und dann eben auch, du musst dir auch vorstellen, wenn jemand umfällt und du kriegst es irgendwie mit oder kommst kurze Zeit danach hin, dann ist ja noch Sauerstoff im Blut drin. Das heißt, es ist wichtig, dass halt das Blut noch transportiert wird, und der Rettungsdienst sollte dann, je nachdem, wo das passiert ist, auch so zeitig da sein, dass dann auch quasi die Beatmung dann einsetzen kann, sobald die da sind. Genau. Aber wenn man sich's traut, also dann kann man natürlich auch beatmen heute dann halt klassischerweise Mund zu Nase. Also die Nase des Patienten, in die man reinpustet und den Mund zuhält. Aber da würde ich tatsächlich lieber verweisen an, besucht einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn ihr das im Betrieb machen könnt, oder bei einem der Hilfsorganisationen in eurem Ort. Dann schadet auf jeden Fall nicht, das mal aufzufrischen, dass man einfach wieder drin ist und sich auch traut. Also ich glaube, das ist tatsächlich das größte Hemmnis, einfach da sich zu trauen. Also jetzt im schlimmsten Fall, wie gesagt, auf jemanden rumzudrücken, aber ansonsten auch jemand, der sichtbar vielleicht nicht so gut benannt ist, eben anzusprechen und dem zur Seite zu stehen. Ja, was mich da überrascht hatte, als ich nach längerer Zeit mal wieder nachgeguckt hatte, war, dass die Relation von, wie nennt man das, vom Drücken auf der Brust und der Beatmung, dass diese Relation sich immer weiter verschoben hat. Ich glaube, aktuell ist 30:2. Und ich hatte das damals noch in einem ganz anderen Verhältnis gelernt, dass also wurde noch deutlich mehr beatmet. Ja, so kenne ich das auch. Also aus der Theorie, das habe ich nie angewendet und könnte es heute wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe schon mal auch gehört, es kann natürlich passieren, dass durch dieses Rumdrücken auf dem Brustkorb mal eine Rippe bricht oder so. Das ist aber nicht schlimm.
Also dass man tatsächlich als Helfer gesagt bekommt, macht nichts. Es ist viel schlimmer, wenn der da am Sauerstoffmangel stirbt, als wenn der dann vielleicht 14 Tage länger im Krankenhaus ist, um da die Rippe wieder repariert zu kriegen. Im Zweifel nimmst du das mit in Kauf. Jetzt nicht alle losstürmen und alle Menschen irgendwie niederdrücken, das ist nicht, aber so ein bisschen ein Gespür kriegen für die Wichtigkeit sozusagen und nicht aus der falschen Angst, ich könnte was kaputt machen, den Menschen kaputt machen. Genau. Auf eine andere Art. Ne? Wirklich wichtig, drücken. Und wenn irgendwie Leute rumstehen außenrum, dann die auch noch, weil das wird wirklich anstrengend. Also da ist man nach 2 Minuten, sagt man sowas, roundabout, wechselt man im Rettungsdienst spätestens durch. Und das sollte man, wenn man eben auf der Straße irgendwie jemanden findet, sollte man auch schauen, dass man die Leute, die außen rum stehen, ihre Smartphones in die Hosentasche schieben und dann halt auch mal drücken, übernehmen, damit man sich erholen kann und wieder sich einwechseln kann. Genau, weil das ist wirklich anstrengend. Also wir üben das ja, also egal ob man jetzt beim Roten Kreuz Sanitäterin ist oder im Rettungsdienst aktiv ist, man übt es regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfter. Und nach den Tagen hat man dann meistens Muskelkater an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass man Muskeln hat. Also Rücken, Lendenwirbelbereich, Hintern, also wirklich spannend. Deswegen, das schadet auf jeden Fall nicht, auch wie es im Chat ja heißt, mal einen Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen und einfach mal, also es gibt auch oft Angebote, also zum Beispiel heute Abend findet bei uns in Deisenhofen, also eine Münchner Einheit oder gehört zum Kreisverband München, finden so für die Öffentlichkeit Kurse statt. Und natürlich jetzt in der aktuellen Situation, über die wir nicht sprechen, über Videokonferenz und so weiter. Aber und das als so niederschwelliges Angebot für die Bevölkerung im Ort, dass man sich gar nicht groß anmelden muss, sondern halt einfach kommt, wenn man Lust hat. Und sowas gibt es vielleicht bei euch auch in der Nähe. Schadet bestimmt nicht, sich das einfach nochmal anzuschauen und die Fragen auch loszuwerden, die wir vielleicht heute Abend nicht klären können. Ja, lass uns mal wegkommen von dem ganz Offensichtlichen, nämlich diesem Rettungsdienst, weil du ja eingangs auch gesagt hast, das Rote Kreuz hat noch viel, viel mehr zu bieten, sodass das auch gar nicht so schlecht ist, wenn ihr, also jetzt nicht gerade in vorderster Front. Ja, es gibt diese Kriegsvokabeln, ne? Also die kriegt man irgendwie nicht ganz weg, glaube ich, wenn es schnell gehen soll. Die Feuerwehr hat auch so, die machen dann auch Angriffe gegen das Feuer und so weiter. Also man kommt aus diesen Worten irgendwie gar nicht raus. Also gut, sagen wir mal an vorderster Front. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber es gibt eben auch ganz andere Dinge, wie zum Beispiel Lars gerade als Stichwort sagte, Blutspende. Das ist ja quasi mehr so ein Hintergrunddienst, aber natürlich, wenn ich mir überlege, habe ich das auch schon erlebt, dass da eben Leute kommen. Bei uns auf der in der Universität wurde damals, als wir noch also andere Zeiten hatten, dann wurde irgendwie einmal im Semester wurde der große Hörsaal geräumt, kamen alle Tische und Stühle raus, dann kamen da so mobile Tragen rein und die haben dann so eine Infrastruktur aufgebaut mit mehreren Stationen, wo man dann erstmal befragt wurde und dann kurz untersucht wurde und dann hat man dann sein Blut gespendet und hinterher gab es dann Kaffee gab es dann in der Cafeteria, weg kam ein Gutschein, genau. Also ich fand das immer beeindruckend, wie viel Logistik da in kürzester Zeit aufgebaut und auch ganz schnell wieder abgebaut werden konnte. Also das war echt super. Gibt es noch mehr Tätigkeiten des Roten Kreuzes, die ich jetzt gar nicht so vor Augen habe, außer Rettungsdienst und Blutspende? Was ist das am wenigsten Bekannte eigentlich vom Roten Kreuz? Ja, das ist tatsächlich spannend, weil also das, was ihr vorhin genannt habt, John, Rettungsdienst, Blutspendedienst, und auch die stabile Seitenlage, die du genannt hattest, Martin. Das sind natürlich die Sachen, also Erste Hilfe, Rettungsdienst, damit wird das Rote Kreuz immer in Verbindung gebracht. Letztendlich, wenn man dann vielleicht den Blick aus Deutschland herausnimmt, dann fallen ihm vielleicht noch weitere Dinge ein, weil ja das Rote Kreuz das Deutsche Rote Kreuz ist eine von über 190 Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die es auf der Welt gibt. Und 190? Wow.
über 190. Also die genaue Zahl weiß ich gar nicht. Ja. Und weltweit sind, ja, ich glaube, mehr als 13 Millionen Menschen, die sie irgendwie mit dem Roten Kreuz, im Roten Kreuz engagieren. Und wenn ihr ans Ausland denkt, dann fallen euch bestimmt noch andere Sachen ein. Also gerade so Themen wie Katastrophenhilfe, das ist so ein großer Bereich, eine Säule im internationalen Bereich. THW oder Bundeswehr, ne? Wenn irgendwo Katastrophe ist, aber ja doch, Rotkreuz auch natürlich, ne? Da gibt es doch auch dieses manchmal in der Tagesschau, man soll dann spenden und dann gibt es da irgendwie so Deutschland hilft oder irgendwie so ein Netzwerk, wo dann alle möglichen Hilfsorganisationen drunter sind, ne? Ich glaube ja. Genau. Aber zur Auslandshilfe, also letztendlich, wir machen auch so Themen wie Trinkwasserversorgung oder Kampf gegen Epidemien. dann auch ein Themenbereich eben, also wenn ihr an Katastrophen denkt, wie zum Beispiel Stürme oder irgendwelche Naturkatastrophen oder so, das sind so klassische Dinge, wo das Rote Kreuz auch im Ausland im Einsatz ist. Also zum einen natürlich die Schwestergesellschaften in den anderen Ländern, die jeweils vor Ort sind, aber dann meistens auch über das internationale Netzwerk gibt es eben Unterstützung. Also das Deutsche Rote Kreuz, jede Gesellschaft von den über 190 hat so Spezialthemen, die sie beackert, und das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel hat ein großes mobiles Krankenhaus, das innerhalb von, ich glaube 72 Stunden, bitte nagelt mich nicht fest, eben überall auf der Welt mehr oder weniger aufgebaut werden kann und in Betrieb genommen werden kann. Also da müsst ihr euch vorstellen, da gibt es im, ich weiß jetzt nicht, ob es seit dem BER jetzt so ist, dass die Logistik da auch verschoben wurde, aber früher war am Flughafen Schönefeld riesige Lagerhallen, wo dann alles, was man für ein Krankenhaus braucht, eben eingelagert ist. Von Betten über Ultraschallgeräte, über Medikamente, über Verbandsmaterial und so weiter. Und das wird dann eben, wenn es angefordert wird, irgendwo auf der Welt aufgebaut und hingebracht. Und das macht, ist zum Beispiel der Beitrag, den das Deutsche Rote Kreuz im Ausland leistet unter anderem. Und die andere große Säule von der internationalen Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung ist eben dann die, ja, der nicht so schöne Teil, aber der letztendlich auch mit der Geschichte des Roten Kreuzes zusammenhängt, sind bewaffnete Konflikte. Und da ist das, also ich will jetzt auch nicht zu viele, hört in den Podcast rein, weil da erklären wir nämlich alles, aber ich zumindest reiße ich es ein bisschen an. Also ja. Es gibt halt auf internationaler Ebene einmal das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das ist eben für das humanitäre Völkerrecht zuständig, also die Genfer Abkommen und die Entstehung und quasi die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts, dann eben bewaffnete Konflikte, wo man eben zum einen Besuche bei Kriegsgefangenen macht und dann eben versucht, da Kontakt zwischen Familien herzustellen, versucht, die Haftbedingungen zu verbessern und so weiter. Und dann eben auch als Vermittler zwischen zwei kriegsführenden Parteien ist auch eine Rolle, die das IKRK übernimmt. Und den Teil, den ich gerade angesprochen habe, mit der Katastrophenhilfe eben oder Trinkwasseraufbereitung und solche Themen, das ist dann quasi die sogenannte Internationale Föderation der Rotkreuzgesellschaften. Das sind letztendlich die zwei großen Säulen. Und die dritte, das wird dann tatsächlich schon ein bisschen nerdig, das ist letztendlich die die nationalen Gesellschaften als solches, also letztendlich alle über 190 sind dann quasi nochmal die dritte Säule der internationalen Ebene. Genau, und das sind die drei großen Bereiche quasi auf der internationalen Ebene des Roten Kreuzes. Genau, und deine Ausgangsfrage war ja, was das Rote Kreuz macht außer Erste Hilfe und Rettungsdienst. Und wenn ich da jetzt wieder quasi nach Deutschland komme, dann gibt es einfach eine riesen Liste an Sachen, die wir machen. Also ich würde eher sagen, wir haben in München so eine, das nennt sich Freiwilligenmesse. Da können sich Organisationen und Vereine vorstellen und um Freiwillige werben. Und da war dann immer eine Frage, oder wenn ich auf Leute zugegangen bin und gesagt habe, ja, ob nicht das Rote Kreuz was für sie wäre, dann haben sie gesagt, ich kann kein Blut sehen. Und dann habe ich quasi immer das Gespräch damit eröffnet, dass ich gesagt habe, dass das gar nichts macht, weil es viele Bereiche eben gibt neben der Ersten Hilfe und dem Rettungsdienst. Und letztendlich, man kann sich eigentlich ganz gut über Hobbys nähern. Also fast jedes Hobby, das man irgendwie so haben kann, kann man auch im Roten Kreuz abbilden. Also wenn man gerne sportlich unterwegs ist und in den Bergen, dann ist die Bergwacht vielleicht was für einen, im Sommer wie im Winter. Wenn man lieber im Wasser unterwegs ist oder wie die Vera schwimmt, dann ist vielleicht die Wasserwacht was für einen und dann kann man dort im Wasserrettungsdienst aktiv sein. Oder wenn man gerne Jugendarbeit macht, dann ist man im Jugendrotkreuz wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Oder wenn man dann vielleicht
doch mal auf solche Sanitätsdienste will, wie wir ja auch heute schon besprochen haben, also ein Sanitätsdienst in der Allianz Arena oder vergleichbaren Orten oder im Olympiastadion, dann ist man bei den Bereitschaften wahrscheinlich ganz gut aufgehoben, die eben so Themen beackern wie eben Sanitätsdienst. Und die fünfte Gemeinschaft, wenn wir schon dabei sind, das ist die Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Da finden dann so Themen statt, wie zum Beispiel, wir haben in München eine Kleiderkammer. Da können eben Menschen, die nicht so viel Geld haben, eben gut erhaltene, gebrauchte Kleidungsstücke eben bekommen. Und das sind jetzt nur viele, also das ist jetzt quasi ein Ausschnitt aus einem viel größeren Bereich, den wir noch beackern. Genau, weil letztendlich im, das waren jetzt vor allem die die ehrenamtlichen Bereiche und dann gibt es ja noch die ganzen hauptberuflichen Bereiche, also ambulante Pflegedienste, Kindertagesbetreuung, Rettungsdienst natürlich, also diese ganzen Themen gibt es ja auch noch. Sowas wie Essen auf Rädern macht das das Rote Kreuz auch? Ja, also da ist es letztendlich so, das Rote Kreuz ist so vielfältig, wie es groß ist, weil letztendlich, das hängt so ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten an. Also die kleinste Einheit letztendlich ist meistens der Kreisverband, der dann eben zum einen die ehrenamtlichen, aber auch die hauptberuflichen Aufgabenfelder vereint. Und die können sich natürlich selber organisieren und entscheiden, was auch vielleicht angepasst an den Bedarf, den es vor Ort gibt, dann eben ihr Profil quasi ausarbeiten. Also bei uns zum Beispiel gibt es auch Hausnotruf, Essen auf Rädern als Serviceleistung, ja, genau. Die man halt dann im gewerblichen Bereich, sage ich, verorten würde. Ja. Was mir jetzt gerade neu war, ist, dass du sagst, die Bergwacht ist auch ein Teil des Deutschen Roten Kreuzes. Das ist erstaunlich. Das hätte ich gar nicht so zusammengebracht. Dachte, das wäre was Eigenes. Sozusagen. Ja, das war historisch, da bin ich zwar nicht so groß drin, aber historisch ist es so, die Bergwacht war mal nicht Teil des Roten Kreuzes, ist aber irgendwann zum Roten Kreuz dazugekommen und hat letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert und die gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, da habe ich letztens eine Doku gesehen, deswegen komme ich da drauf, wo Wanderer sich dann, die waren dann auch irgendwie in leichte Bergnot geraten. Die waren irgendwie mit nicht so richtig guter Ausrüstung losgelaufen und hatten dann bei schlechtem Wetter, hatte sie die Kraft verloren und so weiter. Und dann haben die Bergwacht gerufen, wie andere Leute ein Taxi rufen. So nach dem Motto, holt uns mal hier ab, wir können nicht mehr. Die waren aber eigentlich noch fit. Und dann habe ich auch so gedacht, also dafür ist es ja eigentlich nicht da. Es ist ja kein Taxiunternehmen, da mit dem Hubschrauber waghalsige Manöver zu fliegen, um irgendwelche Leute abzuholen, die wenn sie sich ein bisschen bemüht hätten, vielleicht auch noch alleine klargekommen wäre, wo ich dann auch gedacht habe, wie geht man denn als Helferin, als Helfer, als Retter mit sowas um? Aber die haben das irgendwie auch ganz professionell weggesteckt und einfach ein bisschen Schulter gezuckt und gesagt, ja, ist halt so, wir haben Sonne und solche. Also da habe ich auch gedacht, Ja, ich glaube, da ist auch der Übergang ja wahrscheinlich fließend. Also zwischen ich kann nicht mehr zwischen ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr, glaube ich, sind das auch nur Nuancen. Und ich glaube, gerade am Berg, egal ob im Sommer oder im Winter, können sich ja auch die Verhältnisse so schnell ändern, dass man als unerfahrener Wanderer oder Bergsteiger oder selbst als Erfahrener schnell in Situationen ist, wo man halt einfach merkt, ja, jetzt bin ich nicht mehr Herr der Lage. Und deswegen, letztendlich ist es so, wie mit allen anderen Angeboten, Rettungsdienst oder auch vielleicht bei der Feuerwehr oder der Polizei, ja, dass natürlich es auch vielleicht Einsätze gibt, wo man sich fragt, ja, mei, da hätt's uns jetzt nicht braucht, aber mei, man ist ja doch irgendwie dafür da. Also genau. Also naja, aber im besten Fall. Entschuldigung, red ruhig weiter. Ich war in meinem Gedanken hängen geblieben, ja. Im besten Fall? Nee, sag mal. Ja, aber im besten Fall ist es so, dass halt einfach danach es allen gut geht und nichts weiter passiert ist und man dafür nicht an anderer Stelle vielleicht dringender benötigt worden wäre. Das kann natürlich passieren, aber wir sind ja eigentlich ganz gut vertreten, deswegen ist das eher selten der Fall. Naja, bei der Bergwacht, also
ich weiß ja, wahrscheinlich hat die in dieser Doku natürlich auch relativ dramatische Szenen gezeigt, aber da haben sich die Retter und Retterinnen auch schon selber in Gefahr gebracht, um dann da so leichtsinnige Vögel irgendwie dann wieder zurückzuholen, wo man dann auch sagt, merkt ihr denn nicht, was ihr da für eine Verantwortung tragt? Ihr tragt dann nicht nur die Verantwortung, also die Touristen da, die da mit ungeeigneten Klamotten rumlaufen, tragt nicht nur die Verantwortung für euch selber, sondern auch für die, die hinter euch da vom Berg pflücken sollen. Nehmt doch auch ein bisschen Verstand an, also an der Stelle, aber naja. Kann man aus der Theorie und aus der Ruhe kann man immer leicht reden, wenn man da in der Situation steckt, sieht es ja auch wahrscheinlich auch nochmal anders aus. Was war denn für dich eigentlich der Auslöser zu sagen, ich schließe mich jetzt dem Roten Kreuz an? Man muss ja 15 oder so gewesen sein, als du damit begonnen hast, also als Jugendlicher. So, war das so cool, irgendwie zum Roten Kreuz zu gehen seinerzeit? Es war cool, es ist immer cool und es wird immer cool bleiben. Nein, also damals genau war ich in der Schule im Schulsanitätsdienst. Da bin ich mit Freunden eben dazugekommen und da war jemand dabei im Schulsanitätsdienst, der eben schon beim Roten Kreuz aktiv war. Und der dann irgendwann uns halt nach einer Zeit gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, uns das mal anzuschauen. Und ja, dann kommt man da halt mal hin und an einem Freitagabend und die haben sich damals alle 2 Wochen getroffen und dann schaut man sich das an und irgendwann sagt man, ja, die Leute gefallen einem eigentlich ganz gut und auch die Sachen, die sie so machen, gefallen einem ganz gut, weil man darf sich Ehrenamt jetzt, also zumindest bei uns in München, glaube ich, kann ich für den Großteil sprechen, darf man sich nicht so vorstellen, dass es nur Dienst gibt und sonst nichts dazugehört, sondern es ist ja meistens viel mehr. Also man lernt ja da Leute kennen, man lernt dort Freunde kennen, man lernt dort, kommt da einfach mit anderen Menschen in Kontakt, mit denen man vielleicht in der Arbeit oder in der Schule nicht in Kontakt kommen würde und nimmt, glaube ich, sehr viel mehr mit als dann halt die SanitäterInnen-Ausbildung und den ein oder anderen Sanitätsdienst, sondern wir sind damals dann gemeinsam eben auch, haben wir Ausflüge gemacht, ja, also dann letztendlich, die hatten gar nichts mit unserem dienstlichen Kontext zu tun, sondern wir sind einfach als Bereitschaft, also eine der 5 ehrenamtlichen Gemeinschaften, sind wir dann gemeinsam weggefahren übers Pfingstwochenende oder so und haben Radelausflüge gemacht und waren schwimmen und keine Ahnung, also es ist insgesamt auch einfach eine Art, auch seine Freizeit zu verbringen. Und ein Teil davon ist dann halt, dass man halt für andere da ist. Ja, das kann ich natürlich verstehen, gerade so dieses Gemeinschaftsgefühl, aber das kannst du natürlich auch im Kfz-Schrauber-Club oder im Chor oder im Orchester oder so kannst du natürlich Ähnliches erleben. So der Dienst am Mitmenschen, der ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer, finde ich. Ja, das auf jeden Fall, genau. Und ich glaube auch, also wäre ich damals nicht im Schulsanitätsdienst gelandet, ich hätte wahrscheinlich den Weg nicht zum Roten Kreuz gefunden. Oh. Also, weil da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass, ich glaube so die allgemeine Wahrnehmung ist ja, man sieht, wenn man in der Stadt oder im eigenen Ort irgendwie unterwegs ist, sieht man ab und zu einen Rettungswagen oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die bunt beklebt sind und vielleicht sogar ein Blaulicht auf dem Dach haben und die meisten denken sich ja, dass man damit Geld verdient. Und das stimmt natürlich auch für einen Teil der Leute, also gerade im Rettungsdienst ist der ehrenamtliche Teil natürlich deutlich geringer, aber für viele Fahrzeuge, würde ich jetzt mal sagen, die man so sieht und die Menschen, die darauf sitzen, sind Leute, die sich ehrenamtlich irgendwie engagieren und gerade auf dem Weg sind halt zu einem Dienst oder Material abholen oder zu einer Fortbildung fahren oder was auch immer. Deswegen, genau. Ja. Das ist schon, also das Ehrenamt kann man gar nicht hoch genug halten, Andi. Also ich komme aus einer anderen Perspektive. Wir hatten im Nachbarhaus ein Feuer, ein Kellerbrand und dann kam auch die Freiwillige Feuerwehr und man sah den Leuten an, dass sie alle so ein bisschen, es lief nicht so richtig rund, sagen wir mal so. Es hakelte so ein bisschen und viele, also Anführer mussten so die Leute so ein bisschen anleiten, so um nochmal zweimal sagen, was jetzt eigentlich passieren soll. Da habe ich mich erst so ein bisschen amüsiert, aber dann
als ich nochmal in Ruhe drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was, wie dankbar ich den Leuten eigentlich bin, dass die da ihren Samstagnachmittag oder wann immer das war, einfach unterbrechen, sich auf so ein Auto setzen, losfahren und bei mir, im Nachbarhaus den Kellerbrand löschen, damit nicht unsere ganze Hauszeile abbrennt. Ja, und da können die so ein bisschen linkisch da rumstehen, das ist völlig egal. Hauptsache, die haben das Material und auch die und die Kenntnis. Ne? Vielleicht brauchen sie zweimal den Handgriff, weil sie nicht so flott sind wie die Profis, also die das beruflich machen. Aber völlig wurscht, die haben zumindest mal das Material. Und das ist das Gleiche beim Rettungsdienst, beim ehrenamtlichen Rettungsdienst. Also du bist immer dann froh, wenn dir geholfen wird. Vorher kann man viel lachen und die Leute vielleicht ein bisschen auch frotzeln oder so, aber kaum bist du in der Not, bist du froh um jede Hilfe, egal aus welcher Hand sie kommt. Das vergisst man immer gern. Ja, und da steckt ja auch, also nur weil Leute etwas ehrenamtlich machen, heißt es ja nicht, dass sie es nicht weniger oder dass sie es weniger gut machen, als wenn es jetzt bezahlte Kräfte wären. Natürlich kann man sagen, dass mit der Erfahrung, also wenn ich jetzt jeden Tag Rettungsdienst fahre oder bei der Feuerwehr arbeite, dann habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Aber die Ausbildung für, egal ob jetzt bei der Feuerwehr oder bei uns oder beim THW, die ist ja gut und auch umfangreich und man übt sehr viel eben dann in diesen kleinen Einheiten vor Ort oder auch auf Kreisebene. Man übt sehr viel, man kommt zusammen und letztendlich steckt da auch, ja, deswegen hatte ich ja auch vorhin gemeint, ich spende dem Roten Kreuz kein Geld, sondern meine Zeit. Und letztendlich ist es ja auch so, weil ein Großteil der Freizeit, also heute natürlich ein bisschen weniger als in der Jugend, also in der Jugend ist es ja auch einfach wahnsinnig spannend. Man kommt an Orte, wo man nicht hinkommt, man sieht Leute, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Also wenn ich früher mir vorstelle, im Olympiastadion Bundesliga spiele, ich war zwar nie so irgendwie der große Fußballfan, aber diese Dimension, wenn man dann unten am Spielfeldrand steht und dann einfach von unten mal nach oben schaut und dieses Stadion voll und laut ist und das da geht dazu, das ist schon beeindruckend. Und es gibt viele andere Orte, die eben auch einfach eine gewisse Faszination ausüben. Das heißt, ich glaube, das ist dann schon auch spannend für junge Menschen, das zu sehen und da auch einen Einblick zu bekommen, den man vielleicht so nicht bekommen würde, wenn man in einem anderen Verein wäre oder sich gar nicht ehrenamtlich engagiert. Genau. Was ich irgendwann mal, also das war, glaube ich, als Scherz habe ich das mal mitbekommen, dass jemand sagte, der Gründer des Roten Kreuzes, das wäre der Henry Dunant gewesen. Der hätte das Rote Kreuz gegründet. Und soweit ich weiß, ist es gar kein Deutscher, sondern ein Franzose und der heißt Henri Dunant oder so ähnlich. Können wir ganz kurz nochmal auf die Historie kommen? Also weil du gerade auch sagtest, es kommt so ein bisschen aus der, wenn man so will, Lazarett-Überlegung, also dass man da so viele Soldaten hat und die man irgendwie nicht so ihrem Schicksal überlassen will. Stimmt das, was ich da jetzt so bruchstückhaft in meinem Sinn habe, dass da so eine einzelne Person war, die gesagt hat, da muss man doch mal was tun? Genau, also da können wir anfangen. Also 1859 gab es die Schlacht von Solferino. Die ist wahrscheinlich kein Begriff. Das war im Sardinischen Krieg, also heutiges Italien, und da kämpfte eben das Königreich Sardinien gegen die Österreicher, zusammen mit den Franzosen gegen die Österreicher. Und Henri Dunant war ein Schweizer Kaufmann, der für Geschäfte Konzession, Freigabe durch Napoleon haben wollte. Und deswegen ist er dahin gereist und wollte eben von Napoleon diese Konzession haben und fand sich dann mitten in einem Schlachtfeld wieder. Das war am 24. Juni 1859, war quasi so der Großteil der Auseinandersetzung, der kriegerischen Auseinandersetzung. Und der hat eben dann dort diese Schrecken gesehen, also Menschen, die sterben, Menschen, die stark verletzt sind, verwundet sind, und hat zusammen mit DorfbewohnerInnen eben Hilfe organisiert.
Und damals schon das geprägt, was letztendlich für unsere Organisation bis heute ein wichtiger Grundsatz ist, nämlich die Hilfe nach dem Master Not. Und zwar, dass sie auch nicht unterscheiden zwischen Freund und Feind, sondern eben das Master Not letztendlich das Kriterium ist, das entscheidet. Und nicht, ob mir die Nase passt oder ob das jetzt ein Franzose ist oder ein Österreicher ist, sondern ich einfach danach entscheide, wer jetzt gerade meine Hilfe am meisten gebraucht. Und man kann sich das vorstellen, wahrscheinlich kann man sich das nicht vorstellen. Also ich stelle mir das sehr schrecklich vor, die Zeit damals. Und vor allem, wenn man dann eben unbedarfter, unbeteiligter eigentlich, der mit dem Krieg ja erstmal nichts zu tun hat, da reinkommt, mitten in so ein Geschehen, dann der hat auch mit den DorfbewohnerInnen zusammen dann die letzten Worte von Sterbenden letztendlich entgegengenommen und versucht, die dann weiterzuleiten, dass die Familie vielleicht erreicht. Ich glaube, so aus, wenn man versucht, sich da so reinzuversetzen, das ist ein ganz schönes Paket, das man da letztendlich mitbekommt. Und er hat dann versucht, eben diese Grausamkeiten, die er damals erlebt hat, zu verarbeiten und hat 1862 dann seine Erinnerung an Solferino geschrieben, also ein Buch, wo er letztendlich das verarbeitet hat, was er da erlebt hat und auch geschrieben hat, was er da erlebt hat, was er gesehen hat und dann aber, und daraus entsteht dann aus danach folgend so ein bisschen die Idee des Roten Kreuzes. Er hat dann eben aufgeschrieben, was es seiner Ansicht nach bräuchte, damit sich die Situation in Kriegen eben verbessert, weil er eben damals schon gesagt hat, und er hat leider recht behalten, dass es wahrscheinlich immer irgendwie kriegerische Konflikte geben wird. Und hat eben dann eben gefordert, dass dann zumindest eben das Leid gelindert werden sollte. Und hat dann eben dieses Buch geschrieben und hat da unter anderem gefordert, dass es eben irgendwie internationale Übereinkünfte geben soll, wo man eben so die Regeln für den Krieg quasi festhält und die Staaten sich verpflichten, sich an die zu halten. Und daraus ist dann letztendlich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz entstanden und gegründet worden. Und was vielleicht ja auch ein Begriff ist, ist eben dann die Genfer Abkommen. Also die quasi Grundpfeiler des humanitären Völkerrechts. Also das erste Genfer Abkommen hieß, ich hoffe, ich bringe es auswendig zusammen, erste Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der verwundeten Soldaten zum Felde oder so ähnlich. Also nagelt mich jetzt bitte nicht fest, schlagt es am besten selber nach. Genau, aber auf jeden Fall, da sieht man schon, also letztendlich, das zieht sich dann auch fort, so im humanitären Völkerrecht, dass immer, wenn man neue Aspekte in Konflikten eben erlebt hat, dass man die dann in humanitären Völkerrecht eben wiederfindet. Also da eben ging es um die Soldaten im Feld, dann kamen irgendwann die Soldaten bei den Seekriegen dazu, dann war das Thema Kriegsgefangenschaft ja im Ersten Weltkrieg ein Thema, das hat dann Einklang gefunden in ein Genfer Abkommen und dann zuletzt natürlich mit dem Grauen vom Zweiten Weltkrieg eben der Schutz der Zivilbevölkerung, der dann im humanitären Völkerrecht seine Verankerung gefunden hat. Und dann war es eben so, dass er damals mit anderen MitstreiterInnen versucht hat, europäische HerrscherInnen zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee wäre, dass man sich auf gemeinsame Regeln eben einigt. Und das sind dann diese Genfer Abkommen. Und ihm gelingt es eben mit anderen zusammen, eben sein Buch zu verteilen und aber eben auch diese Idee. Und daraus entstehen dann erste internationale Konferenzen. Und die internationale Konferenz ist auch heute noch eine Institution, die letztendlich alle 2 Jahre stattfindet, in der zum einen Delegierte des Roten Kreuzes zusammenkommen, aber auf der anderen Seite eben auch die Staaten. Wer es genauer wissen will, wieder schamlose Eigenwerbung, internationale Konferenz. Ich habe letztes Jahr mit einer Expertin, das war die Folge 20, mit einer Expertin über die internationale Konferenz im Detail gesprochen. Aber letztendlich kann man sagen, dass bis heute natürlich Veränderungen, also wenn man gerade an die Kriegsführung der letzten Jahre nachdenkt, also Drohneneinsätze und so weiter, dass das natürlich irgendwie diskutiert werden muss. Müssen wir die Regeln anpassen? Reichen die Regeln, die wir heute schon haben? Und genau, auf jeden Fall,
um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, es war ein Schweizer Kaufmann, der letztendlich den Stein ins Rollen gebracht hat und der letztendlich dafür Sorge trägt oder Verantwortung trägt, dass es heute eine Organisation gibt, die weltweit versucht, Gutes zu tun. Es war also ein Schweizer. Und jetzt kommt bei mir so eine ganz dunkle Erinnerung, jetzt bitte nicht lachen, an ein Asterix-Heft hoch. Ich glaube, es gibt einen Band Asterix bei den Schweizern und da gibt es, glaube ich, eine Szene, wo sie sich erst verhauen und nachdem dann geklärt ist, wer gewonnen hat, der Sieger die Verletzten der Untergebenen dann verbindet. Also sozusagen, nachdem der Konflikt vorbei ist, kümmert man sich um die Verletzten, um damit es denen halt auch gut geht. Es würde mich nicht wundern, wenn das eine Anspielung gewesen ist, genau auf diese Szenerie, die du da gerade beschrieben hast. Ich habe die damals nie verstanden. Ich fand das ganz witzig, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir ja geklärt, wer hier der Gewinner ist, jetzt können wir uns ja auch wieder menschlich bewegen. Aber vielleicht ist das tatsächlich ein Zitat dahin. Das wäre ja mal ganz interessant. Das kann Falls das sein. Jemand weiß aus der Hörerschaft, gerne mal aufklären in den Kommentaren. Das würde mich interessieren. Weil das ist ja, im Grunde ist das ja ein also sehr wunderbarer Gedanke. Also nicht, dass man sich bekriegt, das ist überhaupt nicht gut, aber dass man einfach sagt, wir helfen da, wo die Not am größten ist oder wie du es gesagt hast, Hilfe nach dem Maß der Not. Also unabhängig von sonstigen Zuschreibungen, arm, reich, weiße Hautfarbe, schwarze Hautfarbe, was weiß ich, die richtige Religion oder die falsche Religion oder so, völlig egal, du brauchst Hilfe, du bekommst Hilfe. So, also dass man an der Stelle so eine Neutralität hat, ich habe den Begriff geklaut, das ist ja euer dritter Grund von den sieben, die du da in deinem Titel führst, dass man wirklich sagt, so, das ist völlig egal, wer du jetzt bist und du kannst auch gerade. Da wird es für mich auch immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich stelle mir so eine Situation vor, bewaffnete Geiselnahme in der Bank, sowohl, sagen wir mal, die Täterin als auch das Opfer werden beide verletzt und beide bekommen die gleiche Behandlung. Obwohl ja der eine, die eine hat sich ja bewusst in die Situation gebracht, ist sogar Auslöser des ganzen Geschehens und trotzdem bekommen sie beide die gleiche Behandlung. Also wer da neutral bleiben kann, den bewundere ich sehr. Also mir wird es wahrscheinlich doch schwer fallen. Ich glaube, dem einen würde ich das Pflaster ein bisschen sanfter abziehen als dem anderen. So. Ja, ich glaube, also letztendlich gehen ja andere Organisationen ähnlich vor. Also die haben jetzt vielleicht nicht sieben Grundsätze sich auf die Fahnen geschrieben. Und bei uns spielt das natürlich schon eine wichtige prägende Rolle. Aber ich glaube schon, also auch wenn man heute sich ansieht, wie andere Hilfsorganisationen eben Hilfe leisten, die machen das natürlich ähnlich. Also dass sie eben letztendlich, wenn du in ein Krankenhaus gehst, ja, und in die Notaufnahme kommst und gleichzeitig zwei Leute eingeliefert werden, dann wird ja auch entschieden, ja, wer braucht jetzt, wenn die Ressourcen knapp sind, das ist ja immer der andere Part, wenn die Ressourcen knapp ist, wer braucht es jetzt gerade in dem Moment dringender, ja. Und das ist eine Überlegung, die kann man ja völlig loslösen eben von der Person und sollte man, glaube ich, auch, weil die andere Frage ist ja, wo führt das denn hin, wenn ich sage, ja, dem seine Nase passt mir nicht oder der hat mich schief angeschaut oder der hat, also genau, da ist ja die Welt voller Beispiele, wo das hinführt und ich glaube, deswegen ist so ein hehres Ziel schon zuträglich der Gesamtsituation. Ja, das wäre ja so als Ideal für uns, ne? Wäre das ja einfach total, ich meine, wir haben das Ideal, ja, wir leben es halt nur nicht, aber nachdem, wie du es beschrieben hast, ist zumindest in dieser Organisation Rotes Kreuz, ist zumindest das auch mal versucht, in die Praxis umzusetzen. Das finde ich großartig. Also, indem wir darüber reden und ich auch darüber nachdenke und mir sowas wie das Rote Kreuz, was mir natürlich vertraut ist, ich sehe die Fahrzeuge auf der Straße, ich kenne die die Blutbank in Hagen, ich sehe immer die Fahrzeuge, die Sachen hin und her fahren auf der Autobahn mit Blaulicht und so weiter. Das Rote Kreuz ist einfach ein Begriff, aber dadurch, dass du mir das jetzt so auch im Detail nochmal so ein bisschen nahebringst, sehe ich plötzlich auch Dinge, dass ihr ja auch Vorbildfunktion haben könntet als Organisation. Und vielleicht sogar habt,
Aber trotzdem, das mit der Gleichberechtigung und die 7 guten Gründe, die euch da tragen, dass sich das so nicht so wirklich durchgesetzt hat. Vielleicht sollten wir die einmal kurz nennen. Ich habe mir die vorhin aufgeschrieben. Aus deiner ersten, die erste Episode, glaube ich, ne, deines Podcasts war Namenstag. Wobei man auch Namenstag daraus lesen könnte. War das Absicht? Nein. Namenstag war tatsächlich, genau, weil eben es gibt die 7 Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Nenn du sie doch, das ist viel schöner. Komm. Genau. Ich habe mir halt gedacht, damals, als ich auf der Suche war nach einem Podcast-Titel, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie was Plumpes. Ich wollte auch nicht behaupten, der Rotkreuz-Podcast zu sein, weil das ja ein mehr oder weniger privates Projekt ist, das ist ja nichts Offizielles. Und dann habe ich halt mir überlegt, ja, was wäre denn ein ganz passender Name? Jetzt im Nachhinein ein Podcast-Name mit einem Umlaut ist natürlich nicht so geil. Das habe ich auch gedacht. Mutig. Dafür aber eine 7 am Anfang, da landet man dann im Alphabet recht weit vorne oder bei Listen oder so. Das ist vielleicht wieder von Vorteil, wobei, wenn ihr seid ja größtenteils auch AudiophilhörerInnen, die machen ja immer dieses Spiel mit dem Zufallspodcast. Und da sagt der Danny meistens irgendwas zwischen A bis Z. Und dann habe ich ihm schon mal geschrieben oder gesagt, wie wär's denn mal mit einer Zahl? Ganz uneigennützig. Genau. Ja, aber zu den Grundsätzen. Also, genau, mein Podcast heißt 7 gute Gründe, weil ich finde, dass die 7 Rotkreuz-Grundsätze eben gute Gründe dafür sein können, sich im Roten Kreuz zu engagieren. Und der erste Grundsatz, der auch schon auf letztendlich das Buch von Henri Dunant zurückgeht, ist der Grundsatz der Menschlichkeit. Und da steckt letztendlich eben drin, dass wir bestrebt sind, menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern. Und eben auch das Thema, das kann ich vielleicht vorlesen, sie fördert gegenseitiges Verständnis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter allen Völkern. Also schon sehr hehres Ziel. Der Grundsatz der Unparteilichkeit, der geht auf das zurück, was ich vorhin schon gemeint habe, eben das Maß der Not, dass das für uns entscheidend ist. Und ich mache auch im Roten Kreuz so ein Seminar, das heißt Rotkreuz-Einführungsseminar. Das ist für die Leute gedacht, die neu im Roten Kreuz anfangen, dass die quasi auch diese ganzen geschichtlichen Hintergründe kennenlernen und wie ist das Rote Kreuz aufgebaut und was machen wir eigentlich? Also letztendlich vieles von dem, worüber wir heute sprechen und was auch, worüber ich auch im Podcast spreche, kommt da halt kompakt quasi an einem Ausbildungstag zusammen. Und den Grundsatz der Unparteilichkeit kann ich in München ganz gut erklären, weil wir ja zwei Fußballclubs haben, nämlich mit 1860 und FC Bayern, dass man, egal wie man als Sanitäterin quasi gepolt ist, ob rot oder blau, dass wir eben beiden helfen. Also Maß der Not heißt, ich helfe eben unabhängig von der Nationalität, Rasse, Religion, sozialer Stellung, politischer Überzeugung, den Menschen einfach nur nach dem Maß der Not und den dringendsten Fällen ist dann halt Vorrang zu geben. Dann ein weiterer Grundsatz ist der Grundsatz der Neutralität. Der meint jetzt eher, den kann man leicht verwechseln im Deutschen mit der Unparteilichkeit. Der meint aber eben nicht, dass wir quasi Täter und Opfer helfen, sondern der Grundsatz der Neutralität meint, dass wir eben als Organisation, also das ist eher so eine Art Ziel, dass wir als Organisation uns aus politischen und anderen ideologischen vielleicht Feindseligkeiten enthalten, um uns das Vertrauen aller zu bewahren. Also wir sind als Organisation neutral, okay, um eben zum Beispiel Kriegsgefangene besuchen zu können. Meines Wissens sind wir, glaube ich, die einzige Organisation, die eben auch Zugang hat zu Orten, wo andere Organisationen dann eben nicht mehr reinkommen, zum Beispiel bei Kriegsgefangenen oder auch eben um zu vermitteln zwischen kriegsführenden Parteien. Und das ist quasi der Grundsatz der Neutralität, garantiert uns das, weil wir eben neutral handeln, neutral agieren, dass wir eben dann auch Zugang zu Orten haben, wo vielleicht nicht alle hinkommen. Genau, die Unabhängigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, auch ein wichtiger Grundsatz eben, dass wir natürlich den jeweiligen Gesetzen unterworfen sind. Also wir können jetzt nicht sagen, ja, wir machen unsere komplett eigenen Regeln, aber wir brauchen eine Eigenständigkeit, die uns das ermöglicht, dass wir trotzdem noch nach unseren Grundsätzen handeln können. Also wenn jetzt zum Beispiel es übermorgen
oder dieses Jahr bei der Bundestagswahl vielleicht Parteien an die Macht kämen, die eine andere Vorstellung von der Bundesrepublik hätten und die dann Gesetze aufschreiben, die irgendwie Rettungsdiensten vorschreiben, wem sie zuerst zu helfen haben. Also meinetwegen erst den BrillenträgerInnen und dann den Leuten ohne Brillen oder umgekehrt. Dann wäre das zum Beispiel etwas, wo unsere Unabhängigkeit angegriffen wäre und wir müssten dann letztendlich uns trotzdem an unsere Grundsätze halten und versuchen eben darauf hinzuwirken, dass es solche Regeln erst gar nicht gibt. Genau, also das meint die Unabhängigkeit, dass wir eben von, natürlich in einem staatlichen Gefüge verankert sind, aber eben nicht gegen unsere eigenen Werte verstoßen dürfen oder gezwungen werden, dazu zu verstoßen. Ein Grundsatz ist dann noch die Freiwilligkeit. Also letztendlich geht es um freiwillige, uneigennützige Hilfe. Das heißt, das ist so ganz klassisch jetzt quasi mein Fall, dass ich als Ehrenamtlicher mich engagiere und das mache ich freiwillig und sagt niemand, dass ich das tun muss und was ich zu tun habe, in einem gewissen Rahmen vielleicht. Aber letztendlich bin ich frei darin, mich ehrenamtlich einzubringen und auch in Bereichen einzubringen, auf die ich Lust habe. Also ich muss nicht Sanitätsdienst machen, wenn ich viel mehr Lust habe, darauf zum Beispiel coole Gruppenstunden im Jugendrotkreuz zu machen. Genau, der sechste Grundsatz ist der Grundsatz der Einheit. Da geht es letztendlich darum, wir haben ja schon gehört, dass es über 190 nationale Rotkreuz- und Rothalbmundgesellschaften in der Welt gibt. Und es ist aber damit quasi gewährleistet, dass es nur eine pro Land gibt. Also das meint der Grundsatz der Einheit. Das ist ganz spannend. Das entsteht aber nämlich das Bayerische und das Deutsche wird unterschieden. Ja, genau. Das ist natürlich, also zu allen Grundsätzen könnte ich. Beispiel voran, ja. Zu allen Grundsätzen könnte ich jetzt noch ins Detail gehen, was es da für Probleme in der Praxis gibt, ja, wo wir immer wieder an Grenzen stoßen. Aber weil du das Beispiel gerade aufgeworfen hast, natürlich ein Sonderling in Anführungsstrichen gibt es auch noch unter den 19 Landesverbänden, nämlich das Badische Rote Kreuz, das auch noch einen eigenen Namen trägt, weil alle anderen Landesverbände heißen ja Deutsches Rotes Kreuz und dann zum Beispiel Landesverband Baden-Württemberg und das Badische Rote Kreuz und das Bayerische Rote Kreuz und ich glaube auch das Berliner Rote Kreuz gehen da halt so ein bisschen einen Sonderweg quasi in ihrem Namen, aber der Grundsatz der Einheit ist trotzdem gewahrt, weil wir ja alle Teil der nationalen Gesellschaft Deutsches Rotes Kreuz sind. Also wir sind ja nicht eigene nationale Gesellschaften. Also das ist dann vielleicht der Fall, wenn der König Söder dann irgendwann ausgerufen wird und der Freistaat zu einem Königreich werden würde wieder. Dann könnte es sein, dass wir eine eigene nationale Hilfsgesellschaft bilden könnten. Aber solange das nicht der Fall ist, sondern wir quasi ein Teil des Deutschen Roten Kreuzes sind, ist auch der Grundsatz nicht verletzt. Genau. Und der letzte Grundsatz ist der Grundsatz der Universalität. Der meint letztendlich einfach nur, dass die Rotkreuz- und Rothalbmundbewegung eben weltumfassend sind, dass alle nationalen Gesellschaften gleiche Rechte und Pflichten haben und eben auch die Pflicht haben, sich einander zu helfen. Das ist das, was ich vorhin schon gemeint habe. Das Rotkreuz-Krankenhaus zum Beispiel, das wir jetzt als nationale Gesellschaft haben, das liefern wir natürlich auf Anfrage mit Material und Personal dann in alle Welt, dort, wo es halt benötigt wird. Genau. Mhm. Das waren die sieben Grundsätze. In deiner letzten Ausgabe, in der letzten Episode hast du dich mit einem Rechtsanwalt und Funktionär, sag's mal böse, unterhalten und der meinte, es müsste noch eigentlich eine achte Säule geben, die Demokratie. Aber da hast du erfolgreich gegengehalten, weil sonst müsstest du deinen Podcast umbenennen. Das fand ich sehr witzig, die Szene. Genau. Ja, letztendlich natürlich. Also genau, wenn du mich danach fragen würdest und das passt vielleicht da so ein bisschen zu dem Einwurf, natürlich ist im Roten Kreuz nicht alles perfekt und natürlich sind die Grundsätze immer wieder auch eine Herausforderung im ganz normalen Alltag, auch hier in Deutschland. Und natürlich kann man darüber nachdenken, welche Grundsätze da vielleicht noch fehlen. Und mein Einwurf war ja nur ein bisschen spaßig, dass ich den Titel des Podcasts nicht ändern wollen würde. Aber natürlich ist das Thema Demokratie oder auch Demokratieprinzip ein wichtiges, weil wenn ich mich ehrenamtlich mit viel Zeit und Engagement und Herzblut in eine Organisation einbringe, dann möchte ich natürlich auch irgendwie ein bisschen was bewegen können. Und das ist halt
ja, mal mehr und mal weniger möglich. Und das Rote Kreuz ist da halt einfach auch sehr kompliziert, weil das einfach, da kommen einfach viele Sachen zusammen. Also ich bin auch in verschiedenen Rollen unterwegs und aktuell auch noch in einem Gremium im Jugendrotkreuz. Und das hat natürlich, wie überall, also ich glaube, in jedem Verein gibt es einfach Höhen und Tiefen und auch Sachen, die gut laufen und die weniger gut laufen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer, dass man sich halt zusammenrauft. Das ist immer das Wichtigste, natürlich. Das große, das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da kann man sich ja drum streiten, ob man jetzt links rum oder rechts rum dahin geht, oder vielleicht einen Schritt zurück und dann mit Anlauf oder wie auch immer. Aber zumindest klar ist, wo wollen wir eigentlich hin und was ist das? Ja, früher hieß das Leitbild, Leitidee. Was leitet uns eigentlich an im Tun? Da kann man sich ja über den Weg streiten, ganz klar. Ja, und letztendlich das Rote Kreuz könnte schon noch mehr basisdemokratische Elemente vertragen. Also, dass man eben nicht nur alle 4 Jahre einen Vorstand wählt, der dann 4 Jahre was macht und dann wählt man wieder, sondern natürlich würde ich mir wünschen, und im Jugendrotkreuz ist es auch größtenteils so, dass man halt einfach viel mehr noch mitbestimmen kann. Das ist ja die eigene Organisation. Also man bringt ja wahnsinnig viel Zeit da ein und dann wünscht man sich natürlich auch, dass man seine Organisation so ein bisschen mitgestalten, vielleicht prägen kann. Genau, und das ist bestimmt noch ausbaufähig. Also das hat mein letzter Gast ganz gut erkannt. So, und jetzt haben wir diese ganze schöne Organisation und dich als Person ein bisschen beschrieben. Jetzt kommen wir mal zu dem Podcaster. Also das könnte man ja wunderbar, diese alte Floskel nehmen, tue Gutes und rede darüber. Ist das deine Antrieb sozusagen, das DRK, dein Erlebnis mit dem DRK in einen Podcast zu bringen, oder was ist deine Motivation? Ja, das ist auf jeden Fall, also tue Gutes und sprich darüber, ist ein Aspekt, und ich mache tatsächlich auch im Roten Kreuz ein bisschen Presse- und Medienarbeit, deswegen ist mir das nahe, aber eigentlich, also der Treiber ist hauptsächlich, dass ich mit anderen zusammen immer wieder drüber gesprochen habe, dass man ja doch eigentlich mal so einen Podcast starten könnte, weil wir mehrere Leute sind, die eben irgendwie gerne Podcast hören und uns gedacht haben, das wäre doch eigentlich auch was für uns. Und beim Cross Media Day, da habe ich auch mal eine Folge dazu gemacht. Das ist so eine eintägige Veranstaltung vom Deutschen Roten Kreuz, bei der es um digitale und soziale Innovationen geht. Da kam eben, also da vielleicht sogar so richtig so der Kern der Leute zusammen, die irgendwie frische Ideen und so mitbringen und irgendwie sich einbringen wollen, kam da zusammen. Und da haben wir dann irgendwie drüber gesprochen, ja, das wäre doch ganz schön, einen Podcast übers Rote Kreuz zu machen. Und dann, wie das so ist, vergingen Monate und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen, aber das ist eingeschlafen. Und dann, als der zweite Cross-Media Day vor der Tür stand, habe ich gesagt, ich fang jetzt einfach an. Und ich fand das so lustig. Vorhin bei dem Audiokommentar war es ja auch so, dass er das so schwierig fand, irgendwie da ins Mikro zu sprechen. Und meine erste Folge, also die Nullnummer vor dem Namenstag, die war furchtbar. Ich glaube, ich habe 27 Mal einen Anlauf gebraucht und habe auch noch irgendwie stur abgelesen vom Blatt und war total nervös und habe mich irgendwie unter einer Decke verkrochen, damit der Ton möglichst gut ist und lauter so Zeug. Und habe dann noch bis, ich glaube, 23 Uhr oder so vor der Veranstaltung letztendlich versucht, da diese erste Folge quasi online zu bringen, damit ich quasi zur Veranstaltung den neuen Podcast mitbringen kann und bewerben kann. Und etwas, was mir eigentlich schon immer wichtig war, was vielleicht heute auch schon ein bisschen so angeklungen ist, dass man eben das so ein bisschen nach außen trägt, dass das Rote Kreuz eben sehr viel mehr ist als nur Erste Hilfe und Rettungsdienst. Weil das natürlich auch wichtige Aufgaben sind und auch Aufgaben, für die wir sehr wahrgenommen werden. Aber ich finde halt, es gibt wahnsinnig viele andere spannende Aufgaben, die man im Roten Kreuz eben so machen kann und die man nicht kennt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an das Herzenswunsch Hospizmobil denke, ja, das ist ein Kreisverband in Straubing-Bogen hat damit angefangen, eben Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Ja, also die meistens dann eben schon eine schwere Diagnose haben und eben das nur noch eine Frage von Wochen
gebrochen ist, dass sie also auf jeden Fall nicht mehr lange leben. Und die haben dann eben, gab es von anderen Organisationen eben auch schon, aber die haben dann eben angefangen, ein Fahrzeug zu organisieren und Leute zu organisieren, die dann eben diese Menschen begleiten und ihnen ihre Wünsche erfüllen. Also zum Beispiel nochmal an den Lieblingssee fahren oder irgendwie zu einer Pferderanch fahren, um dort nochmal eine Begegnung mit den Tieren zu haben, die man vielleicht ein Leben lang faszinierend fand. Und das sind halt die Themen, die für die wir halt nicht so bekannt sind. Und deswegen habe ich es mir halt zur Aufgabe gemacht, die zu finden, weil ich längst auch nicht alle kenne, und dann versuchen, die im Podcast eben mit den Menschen auch, die dann letztendlich dann vor Ort ausführen, diese Aufgaben, auch zu besprechen. Und eben nicht nur das, sondern eben der andere Teil, der erste Teil des Podcasts ist ja immer, oder der Episoden ist ja immer, dass ich quasi erstmal mich um die Person drehe, mit der wir quasi an dem in der Folge, in der jeweiligen Folge sprechen und was die eben so mitbringen, weil ich ja nicht nur Leute habe, die ehrenamtlich im Roten Kreuz unterwegs sind, sondern auch Menschen, die hauptberuflich unterwegs sind. Oder wir hatten auch schon mal in der Folge Außenansicht eine, die mit dem Roten Kreuz gar nichts zu tun hatte, aber dann mit dem Kreisverband Köln in Kontakt kam, weil sie für Geflüchtete Sportangebote anbieten wollte und da das dann zusammen mit dem Kölner Roten Kreuz angeboten hat. Und so finde ich immer wieder spannende Geschichten, Aufgaben, die es halt wert sind, aus meiner Sicht eben erzählt zu werden. Du hast gerade das Wort wir verwendet, als wenn es nicht dein Ding ganz alleine wäre. Wer rührt denn dann noch mit in der Suppe? Genau, also letztendlich gibt es ein paar Leute, die mit denen die Idee entstanden ist. Dann gibt es einen, den Gabriel, der auch in mehreren Folgen zu hören ist, der auch sich dann quasi getraut hat, in den Vordergrund zu wechseln und eben auch mal Gespräche zu führen. Also zum Beispiel das jetzt mit der Valerie von Zahn in der Folge Außenansicht, weil der die eben kennengelernt hat auf einer Veranstaltung und dann gesagt hat, das wäre doch auch eine schöne Erzählung für den Podcast. Und genau, und ich muss ja nicht immer vorne stehen, sondern das können ja auch andere machen. Ich verstehe mein Podcast ja auch als Plattform eben für Rotkreuz-Themen. Und deswegen, genau, der ist ja so der wahrscheinlich der Prominenteste. Ansonsten gibt es halt so aus meinem Rotkreuz-Umfeld Leute, die mir halt mehr Feedback geben oder die mir GästInnen empfehlen oder Kontakte herstellen zu Leuten oder Aufgaben, die ich noch nicht kenne. Genau. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Also wie bekommst du deine Gästinnen und Gäste? Hast du vielleicht einen Draht zur offiziellen Öffentlichkeitsarbeit, die dir dann vielleicht auch ein heißes Thema rüberwerfen und sagen, da mach mal da, leg mal da den Fokus drauf oder gehst du selber rum und suchst die Perlen irgendwie? Ist es auch ein bisschen zufallsgesteuert? Also hier unser Sendegran ist auf jeden Fall immer sehr zufallsgesteuert. Und anders geht's auch gar nicht als privates Projekt, sehe ich jedenfalls so. Wie ist das bei dir? Wie ist deine Redaktionsarbeit in Anführungszeichen? Ja, eine Mischung aus allem. Ich habe eine lange Liste mit Leuten oder mit Themen, die ich interessant finde. Und die versuche ich abzuarbeiten. Und am Anfang war es dann so, ich habe dann, keine Ahnung, ich hatte meinetwegen das Thema Herzenswunsch Hospizmobil und dann habe ich eben dazu recherchiert und Kontakt hergestellt. Oder ich habe Folgen, wo ich halt jemand kenne, der mit einer bestimmten Aufgabe betraut ist, dann frage ich da einfach direkt an. Und in 20 Jahren habe ich ja schon auch die einen oder anderen Menschen kennengelernt. Und dann ist es so, dass ich viele von den Aufgaben, die es im Roten Kreuz so gibt und die da stattfinden, halt kenne. Einfach aus, weil ich halt schon mal was drüber gehört habe. Das heißt, ich habe grundsätzlich so eine Idee davon, was es alles an spannenden Themen gibt, die ich erzählen kann. Trotzdem gibt es natürlich auch Leute, HörerInnen, die ich noch gar nicht kannte, die sich dann plötzlich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, sie sind auf mein Angebot gestoßen und finden es toll und sie haben da eine Idee und oder eine Gästin, vielleicht sogar schon einen Vorschlag oder ein Thema. Und dann ist es so, dass ich entweder dazu recherchiere, auf jeden Fall mir immer Notizen mache zu den Fragen, die ich stellen will oder auch so. Ich versuche immer, weil der Podcast ist natürlich, es besteht immer die Gefahr, dass es so ein bisschen nerdig wird, also dass wir sehr in so Rotkreuz-Sprache abdriften und
dann versuche ich immer quasi durch die Art der Fragestellung zu erreichen, dass auch für Nicht-RotkreuzlerInnen es verständlich wird, worüber wir da sprechen. Also wenn wir die ganze Zeit über RTW reden, dann mag sein, dass ein Teil noch mitkommt und selber weiß, dass RTW vielleicht für Rettungswagen steht. Wenn ich aber das irgendwie mit allen möglichen Abkürzungen mache, dann steigen, glaube ich, viele einfach aus und dann macht es, glaube ich, auch keinen Spaß und dann vertut man sich, glaube ich, auch so eine Chance, Leute zu erreichen, die man sonst eben erreichen könnte. Genau. Ja, aber damit verrätst du im Prinzip schon deine Zielgruppe. Also du willst nicht nur von Rotkreuzlern für Rotkreuzler produzieren, sondern dich an die allgemeine Öffentlichkeit wenden. Genau, das ist einen Einblick zu geben. Mhm. Genau, das ist so das hehre Ziel. Es gelingt mir auch so ein bisschen, was ich so aus dem Feedback so mitbekomme, also dass sich tatsächlich auch Leute melden, die mit dem Roten Kreuz überhaupt nichts zu tun haben. Und vielleicht ist es ja nach diesem Abend dann auch, wären es ja noch mehr. Aber das Gros der HörerInnen ist wahrscheinlich schon aus dem Rotkreuz-Umfeld. Also zumindest, wenn ich so das Feedback anschaue, das jetzt auch nicht, also ich werde jetzt auch nicht überrannt von Mails und so, aber wenn mir Leute schreiben, sind es meistens Leute, die eben irgendwie durch Zufall auf mein Angebot aufmerksam geworden sind. Wie geht das technisch bei dir? Machst du gerne vor Ort Aufnahmen? Also wenn nicht gerade Pandemie herrscht, triffst du dich dann lieber mit den Menschen so Auge in Auge oder machst du es über Fernverbindungen? Jetzt wahrscheinlich zwangsweise, aber würdest du das auch gerne sonst machen? Wie läuft das so grundsätzlich bei dir ab? Also am liebsten treffe ich mich vor Ort. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn das so ein Hobbyprojekt ist wie bei mir, wenn das dann Leute sind, die irgendwie am anderen Ende von Deutschland sind oder Bayern reicht ja auch schon, ist ja auch schon recht groß. Genau, also da gab es schon immer eben die Rückfallebene auf das gute Studio Link und das ist jetzt tatsächlich auch jetzt in der aktuellen Situation die Form, wie ich Leute eben ans Mikrofon bekomme. Manchmal ist es so, dass ich dann ein Headset zuschicke und dann eben, wenn die selber keins haben oder keins das irgendwie taugt und ja, dann nehmen wir über Studio Link auf und das ist ja jetzt nochmal einfacher geworden. Also die müssen ja nicht mal mehr die Standalone-Version nutzen, sondern können jetzt über QuickWeb noch viel einfacher zu mir ins Studio kommen quasi und das hat es schon nochmal deutlich einfacher gemacht und wenn ich schon mal hier bin, kann ich dann auch gleich ein großes Dankeschön an dich, Sebastian, richten für dieses tolle ja, Produkt, muss man ja fast sagen. Genau. Sehr gerne. Und das macht natürlich einiges einfacher und auch, man sieht es ja, also die Qualität, wenn die räumlichen Gegebenheiten passen, ich habe auch ein paar Folgen, wo ich dann irgendwie aufs Telefon ausweichen musste und dann hat die Person irgendwie das Festnetztelefon genommen und irgendwie in den Raum gestellt und das hört man halt leider auch, da ist nichts mehr zu retten. Ja. Und da war dann auch nicht mehr viel, also ich versuche das dann anzusprechen in der Folge, aber gerade am Anfang sind noch ein paar Folgen dabei, ja, genau, da ist dann wichtiger, dass die Botschaft passt, wenn schon der Ton nicht so passt. Genau. Ja. Ich habe heute nur auf Twitter gelesen, es gab ja wohl heute irgendeinen Klimagipfel unter amerikanischer Leitung mit Herrn Biden und so weiter und die müssen am Anfang auch totale Tonprobleme gehabt haben mit ganz viel Echo und Hall. Also jedenfalls schrieb jemand von den professionellen Beobachtern, Kamala Harris wäre am Anfang überhaupt nicht zu verstehen gewesen. Das ist natürlich mega peinlich für die Nation, der wir das Internet eigentlich nicht verdanken tun wir es ja anderen Leuten, aber die wir zumindest diese großen Technikfirmen, die großen Technikfirmen in ihrem Land haben und kriegen es dann nicht mehr hin, eine vernünftige Audioverbindung aufzubauen. Hätten sie mal Studio Link genommen. Hätten sie mal, ja. Mhm. Na gut. Und dann nimmst du halt auf mit einem, also ja, wenn du unterwegs bist, wahrscheinlich mit einem mobilen Rekorder oder bist du auch eher jemand, der direkt auf die Festplatte aufzeichnet? Nee, wie das ist das da tatsächlich, so ein Zoom H6 habe ich mir recht früh gekauft. Man ist ja dann auch über die Subscribe und auch das Sendegate dann bestens informiert, da kann man alles nachlesen und dann habe ich mich damals für das Zoom H6 entschieden und bin damit sehr happy, weil ich zum einen jetzt heute kann ich mich darüber ganz gut verbinden und zum anderen kann ich halt
halt bis zu ja, also 4 Leute locker anbinden und sogar noch mehr und das dann mit einer relativ langen Akkulaufzeit. Also das ist schon genial. Und genau, so mache ich das dann. Ich habe damals auch die Standard-Headsets, wobei die ja jetzt gerade abgelöst werden, die HMC Superlux gekauft und da halt mich ausgestattet mit einem Set. Und seitdem mache ich das damit. Und am liebsten tatsächlich vor Ort, weil man da einfach ganz anders nochmal ins Gespräch kommt. Und vor allem, wenn man sich nicht kennt. Ich meine, im Sendegarten, euch gibt es ja auch dann auf dem Kongress und auch bei der Subscribe oder so. Aber es ist halt, und ihr kennt euch ja untereinander. Da ist es nochmal, glaube ich, was anderes, wenn man sich dann nur hört. Aber bei Leuten, die ich dann teilweise vielleicht gar nicht kenne, ist es halt schon nochmal was anderes, wenn man die halt dann von Angesicht zu Angesicht sieht und auch sich besser ins Wort fallen kann und auch ja einfach eine ganz andere Verbindung auch aufbauen kann. Und auch vielleicht die Aufregung, die ja bei dem einen oder der anderen so vorherrscht, zu nehmen. Also das kann man ganz anders, als wenn man eben nur über Studio Link verbunden ist. Ja, das Vorgespräch und das Nachgespräch hat dann auch nochmal eine eigene Qualität. Also ich kann mich an Aufnahmen erinnern, wo ich Leute vor Ort gesprochen habe, wo wir dann quasi eine Stunde aufgenommen haben und hinterher nochmal eine Stunde gequatscht haben, wo der Rekorder gar nicht lief. Und das war insgesamt eine super Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Also das wäre aber online wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht auch, aber ich, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwann ist dann online auch mal der Drops gelutscht und dann ist man froh, wenn man wieder das Ding von den Ohren kriegt. Ja. Naja. Die Produktion machst du dann, ich sag mal, klassisch über Auphonic und dem, wie heißt denn jetzt unsere tolle Schnittsoftware? Tatsächlich. Ultraschall. Tatsächlich. Nein? Ultraschall only. Also ich habe Auphonic habe ich mal probiert. Aber ja, weiß ich nicht, ich wollte einfach noch ein bisschen Komplexität rausnehmen, außerdem, also Ultraschall wird irgendwie von Release zu Release besser und auch damals schon absolut brauchbar. Das Einzige, was man halt tun muss, man muss sich halt damit beschäftigen. Ich habe, also bis ich mal rausgefunden habe, dass man zum Beispiel auch eine Zeit lang Rausch aufnehmen kann, um den dann danach rauszufiltern. Und lauter, also das hat halt einfach mehr Features, als ich, keine Ahnung, Zeit habe. Und sowas finde ich nach und nach raus und jetzt beschäftige ich mich auch noch ein bisschen mehr, weil halt jetzt durch die vermehrten Remote-Aufnahmen ich doch dann auch immer wieder in die Situation komme, dass ich halt dann doch die Double-Ender machen muss, also dass ich halt mir die zugeschickten Spuren, die lokal aufgenommen wurden, dann eben reinziehen muss und gerade ziehen muss und so weiter und dann, genau. Deswegen mache ich es tatsächlich nur mit Ultraschall. Wow. Und dann ist es so, dass ich die Folge halt, also ich nehme ja auf, das ist auch so ein Konzept, dass man sich, also das erinnert vielleicht an Jung und Naiv, ich nehme tatsächlich nach Möglichkeit einfach am Stück auf, ohne irgendwie groß zu schneiden, weil ich dann halt einfach wesentlich weniger Arbeit habe, weil das so dauert es schon recht lang, so eine Folge rauszubringen, aber wenn ich dann auch noch anfangen würde, meine ganzen Amps rauszuschneiden und irgendwie große irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Marotten von GästInnen, ja, weiß ich nicht. Also ich mache das auch transparent natürlich und die wissen das, worauf sie sich einlassen und ich biete auch immer an, dass wenn irgendwas drin ist, was nicht passt, dann zur Not halt das rauszuschneiden. Aber ansonsten versuche ich die Folge selber mehr oder weniger 1:1 auszuspielen und was dann noch kommt, ist mein Intro, das eigentlich gleich geblieben ist seit wahrscheinlich 20 Folgen so ungefähr. Und das kommt vorne dran und dann kurzer Text, wo es ja letztendlich darum geht, was in der Folge besprochen wird und dass man halt da irgendwie reinkommt und dann geht es ins Gespräch über und manchmal, wenn ich dann noch Lust habe, kommt am Schluss nochmal so ein Abbinder, dass man eben mir bei Twitter folgen kann und dass ich mich über Kommentare freue oder über Kritik und genau, aber manchmal lasse ich das auch weg, genau, das hängt immer so ein bisschen davon ab, weil die habe ich tatsächlich nicht fertig, sondern die würde ich halt jedes Mal einsprechen. Ja, könnte ich wahrscheinlich auch noch machen, aber genau, habe ich halt jetzt aktuell nicht. Und dann, genau, dann die Folge mache ich in Ultraschall fertig und dann merke ich mir meistens schon während der Produktion über die Markerfunktion bestimmte Stellen, die sich eignen für einen kurzen Auszug, weil ich für Social Media auch noch so ein Audiogramm rausbringe, wo letztendlich so zusammengeschnitten sind, so irgendwie so Aussagen, die ich halt irgendwie ja repräsentativ oder besonders spannend finde für die Folge. Und genau, und
das veröffentliche ich dann auf Facebook und Twitter. Und Facebook tatsächlich nur, also Facebook mag ich eigentlich gar nicht so, aber Facebook tatsächlich, weil viele aus der Rotkreuzwelt bei Facebook aktiv sind und es dadurch halt einfach nochmal ein bisschen mehr Leute erreicht. Und ja, genau. Deswegen dann dort noch das Audiogramm. Und jetzt lass mich mal überlegen, was mache ich noch? Ja, was ich genau beim Audiogramm, weil es tatsächlich auch nochmal viel Arbeit war, da gibt es zwar die Funktion von Headliner, dass man sich quasi den Text anzeigen lassen kann oder mit ausgeben lassen kann, aber der hat immer so viel Bearbeitung gebraucht, dass ich irgendwann jetzt vor einigen Folgen angefangen habe, den Text nicht mehr anzupassen und gar nicht mehr mit reinzunehmen. Ja, genau, wenn es da irgendwie Feedback gibt aus der Hörerinnenschaft oder auch jetzt aus der Runde, dass ich das unbedingt machen sollte, dann nehme ich das vielleicht wieder auf. Aber genau, aktuell spare ich es mir, um ein bisschen quasi schneller durchzukommen. Na, ich fürchte, hier wirst du nicht viel Rückmeldung bekommen, weil wir benutzen das nicht und ich glaube keiner. Lars, machst du sowas? Machst du so Ausschnitte und die du dann auf Twitter veröffentlichst? Nee, habe ich noch nie von dir gesehen. Ich habe da mal was probiert, aber das ist schon ewig her. Im Moment mache ich das nicht. Ja, bringt das denn viel, Martin? Also ich finde es halt irgendwie angenehm. Ich kenne es von Nora und Hespers und Rita Molsberger. Danke. Ich brauche auch mal eine Sekunde. Genau, dem guten Was denkst du denn Podcast? Und die machen ja unter anderem auch eben solche Audiogramme. Und ich finde es halt einfach irgendwie ansprechender. Also auch wenn ich das auf Twitter sehe, ich höre eigentlich immer rein, wenn ich das sehe. Und deswegen weiß ich nicht, wahrscheinlich, vielleicht mache ich mir auch mehr Arbeit, als ich müsste. Aber irgendwie, ich finde das irgendwie eine schöne Art und Weise, den anzukündigen. Ja, wenn dir das Spaß macht, ist auch, ich meine, ich bin einfach faul. Ich habe da, ich habe jetzt so meinen Workflow und der ist so wie er ist und der könnte gerne nochmal die ein oder andere Komplexität weniger haben. Ich brauche nicht noch mehr. Also da bin ich jetzt echt so ein bisschen träge geworden. Also Vera, wenn du dich da mal austoben möchtest, ne, so als frisch dazugestoßene, kannst du das gerne machen, ich nicht. Aber ja, weil ich mich nicht so gut auskenne, ja. Ja, weil du nicht so gut auskennst, natürlich. Und was ich noch unterschlagen habe, ist, ich mache automatisiert von meinem Podcast ein YouTube-Video oder ein Video, das ich, also letztendlich so ein Audiogramm, bloß in lang, dass ich dann halt auf YouTube noch ausspiele. Aber eigentlich nur, ja, weil es, also kostet mich jetzt auch nicht mehr. Und was ein Klick ist. Ne? Genau, so ungefähr. Und weil der positive Nebeneffekt ist, da fällt ein Transkript raus. Und zwar ohne, dass es sowas kostet. Und das binde ich dann eben auch noch auf der Webseite ein. Also sobald die Folge quasi verarbeitet wurde von YouTube, kann ich mir das Transkript runterladen und eben dann noch anbieten. Und das ist ganz praktisch, wenn man mal nach einem Stichwort oder so sucht. Vieles erkennt er ganz gut, bis auf meinen Namen oder Nachnamen. Aber ansonsten ist das bei vielen Wörtern, also gerade wenn man irgendwie, keine Ahnung, nach Satzung jetzt, weil du die letzte Folge angesprochen hast mit den Wahlen. Wenn du nach Satzung suchst, dann findest du das höchstwahrscheinlich im Transkript und dann kann man so sich halt auch durch die Folge hangeln, ohne dass man sich Sekunden- und Minutenangaben irgendwie aufschreiben muss. Ah, man kann bei YouTube auch Transkripte machen lassen. Das ist ja eine interessante Erfahrung, das wusste ich noch nicht. Ich meine, dass YouTube Transkripte auch anbietet, das habe ich zwar gesehen, aber dass man die da rausholen kann wieder, das wusste ich nicht. Okay, dann hast du mir schon eine Hausaufgabe aufgegeben. Ich werde das im Sendegate dokumentieren. Vielleicht steht das da schon irgendwie. Das kann ja sein. Ich habe mir irgendwann Anleitung, da hat auch Honig eine Anleitung halt gegeben, wie man da so ein bisschen die Dienste miteinander verknüpft. Und das macht jetzt quasi unser Workflow im Hintergrund. Wobei ich im Moment tatsächlich überlege, das wieder abzuschalten, weil wir es eigentlich nur experimentell genutzt haben. Andererseits sehe ich jetzt auch wieder an anderen Stellen, dass das jetzt anscheinend noch wichtiger wird. Und da bin ich so hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, dass man ein Audioformat auch nochmal nachlesen kann. Vor allen Dingen nicht also, dass man den Drosten-Podcast nachlesen kann durch die ganzen Fakten, die da drin sind, das macht ja, kann ich verstehen. Aber so ein Laber-Podcast wie hier, ob man das jetzt alles transkribieren will, muss, soll, ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht.
Ja, ich habe tatsächlich einen Mehrwert darin, weil man einfach in Text besser suchen kann als in Audio. Und also jetzt egal, ob jetzt eure Folge oder die anderen Formate, die ich so höre, es gibt eigentlich keine Folge, wo ich nicht irgendwas mitnehme und nicht alles ist zwangsläufig in den Shownotes. Das heißt, ja, wenn ich dann irgendwie was suche, dann schaue ich schnell ins Transkript, suche nach dem Wort oder nach ähnlichen Wörtern und weiß ja ungefähr noch, was gefallen ist. Und dann habe ich es halt und kann mir die Stelle dann raussuchen und deswegen ist es ein ganz praktischer Weg. Und dann jetzt, wo der Christian ja FIT auch noch angepasst hat und jetzt Transkripte liest, wird das ja eh das Killer-Feature und dann kann man es auch ja noch bequem über FIT suchen. Genau, das war der Auslöser. Er hat nämlich auch gefragt, was wir mit unseren Transkripten eigentlich anstellen und eigentlich stellen wir damit gar nichts an. Und das war dann die Überlegung zu sagen, wer wird damit nichts anstellen, kann man es auch wegschmeißen und mal lassen. Das ist ja auch, das ist so ein Facebook-Dienst wieder im Hintergrund und dann füttert man diese großen Maschinen natürlich auch wieder und ob man das eigentlich so will oder nicht. Und ja, ist der letzte Keks auch noch nicht gegessen. Also, ja, das stimmt natürlich. Da gebe ich dir recht, aber die Entscheidung habe ich ja. Also ich war auch vor dem Podcast sehr zurückhaltend mit Social Media, habe aber gemerkt, also gerade Twitter habe ich irgendwie auch durch die deutsche Podcast-Szene so kennen und schätzen gelernt und fühle mich da echt wohl und verfolge da auch meine ganzen Podcasts, auch die meisten zumindest über Twitter. Und das war natürlich auch eine Überlegung damals, ob ich überhaupt so weit in die Öffentlichkeit will, weil ich eigentlich ganz gerne halt bin und nicht im Internet so groß unterwegs sein will. Aber genau, die Mauer bin ich, über die bin ich schon drüber geklettert, deswegen ist das schon erledigt. Ja, Anne Will hat das mal so schön gesagt, wer seinen Kopf aus dem, also wenn man im Zug sitzt und hält den Kopf aus dem Fenster, dann muss man mit dem Gegenwind rechnen können oder leben können oder irgendwie sowas. Sie hat übrigens ein tolles Interview gemacht mit Philipp Banse, der hat auch so eine Reihe, stimmt, das Interview oder so und da hat Anne Will. In seinem Küchenstudio, meinst du? Küchenstudio, ja, genau. Ja, das war sehr schön, das habe ich auch angehört. Da habe ich Anne Will gehört und gedacht, boah, total sympathisch. Und wenn ich die da auf dem Sender sehe, sonntagsabends, denke ich immer, boah, was ist das für eine kalte, unangenehme Person. Also das war ganz, ganz anders. Ich würde mir wünschen, sie wäre öfter so wie in dem Podcast-Interview mit Philipp Banse. Das war sehr, sehr schön und menschlich. Nur mal nebenbei. Ist kein Blütenschatz, aber so meine Erfahrung, wie gerade. Da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Zum einen, ja, das fand ich auch. Allerdings finde ich, dass der Philipp sie so ein bisschen zu seicht rangenommen hat bei der Frage, inwiefern die eben diese bewusste Polarisierung oder die Besetzung von diesen Runden, da ist er mir zu schnell weitergegangen, weil also persönlich kaufe ich ihr das nicht so ganz ab. Also genau, aber man steckt ja nicht drin, deswegen weiß man es nicht. Ich finde es nur manchmal tatsächlich, ich versuche das nicht anzuschauen, aber manchmal ist es halt nach dem Tatort. Wenn man die schnell genug umschaltet, dann passiert genau, das. Genau, genau. Und ich finde es halt aber manchmal wirklich, also es hängt natürlich auch vom Thema ab, aber manchmal finde ich es auch so unerträglich und es gibt einfach so viel tollere Sachen, die man sich anhören oder anschauen kann, wo man viel mehr mitnimmt und wo halt irgendwie sachlich diskutiert wird und nicht jeder versucht, nur seine Botschaft irgendwie unterzubringen und die anderen niederzureden. Und deswegen finde ich, da geht immer viel verloren. Also ich finde es eigentlich schön, also klar, sie kann jetzt nicht, wahrscheinlich auch ist es schlecht für ihre Einschaltzahlen, wenn sie jetzt jedes Mal irgendwie Einzelinterviews machen würde, aber irgendwie so ruhigere Runden fände ich irgendwie schon schön. Und ja, deswegen, naja, und das andere, ja, was mir noch halt eingefallen ist. Wir sind halt verwöhnt als Podcast. Ja, das stimmt, ja, genau. Das ist echt, also über die Qualität der Gespräche sind wir wirklich verwöhnt. Was ist dir noch eingefallen? Lass mal das mir so. Ist noch eingefallen. Wir müssen so langsam, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne so langsam querbeten, aber gut, mach mal. Grad, ja, mach genau. Mal, erzähl mal, was dir noch eingefallen ist. Mir ist noch eingefallen zu dem Thema, weil du gerade Philipp Banse wieder gesagt hast und ich vorhin ja mit der Werbung und so weiter. Mhm. Mich hat das vor allem auch, seit einigen Jahren mache ich es immer so, findet man vielleicht auch auf Twitter unter Hashtag Podcast-Beitrag, mache ich immer einmal im Jahr Abrechnung und verteile quasi das, was ich an Rundfunkbeitrag zahle, nochmal in die Podcast-Landschaft. Ach, du warst das.
Und ach, du warst das. Aha. Kurz nachdem ich, glaube ich, das erste Mal der Lage der Nation gespendet habe, haben die Werbung eingeführt. Oh. Dann, genau, aber letztendlich, nochmal zur Klarstellung, ich finde das, ich finde Werbung in Ordnung. Ich würde mir vielleicht weniger so persönlich eingesprochene Werbung wünschen, sondern immer irgendwie so abgehoben durch andere Stimmen, aber ich verstehe, dass wenn man da sehr viel Zeit auch in die Recherche reinsteckt und eben nicht den Vorteil hat, wie ich beim Podcast, dass ich einfach in vielen Themen einfach drin bin, weil ich mich eh mit denen beschäftige, sondern extra recherchieren muss und vielleicht auch bei so einem Format wie Lage der Nation eben auch recherchieren muss, besonders, dass eben ja, das auch stimmt, was ich da eben sage und beitrage, dann verstehe ich natürlich auch, dass man das vielleicht irgendwie, vor allem, die haben ja auch irgendwann angefangen, auch Leute zu beschäftigen und dann spätestens, ja, verstehe ich, dass auch gute Arbeit natürlich gutes Geld kostet, genau, aber wenn man natürlich verwöhnt ist von der Podcast-Szene, von der deutschen, wo es ja einfach wahnsinnig viele tolle Formate gibt, die kostenlos oder dann eben für eine kleine Spende zu hören sind, ist das halt einfach, ja, halt ein Unterscheidungsmerkmal. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, was wir machen, wenn die Co-Hosts hier irgendwann mal sagen, dass ich muss sie bezahlen, dann ist es aber auch vorbei. Genau, dann musst du nicht nur noch auf Phonic-Spenden entgegennehmen, sondern halt dann wirklich das PayPal-Konto reinhängen. Bäh. Niemals, never ever. Dann ist hier eher, dann kommt hier eher die große Hake und hake alles um und dann ist gut. Dann, nee, also mit Geld gebe ich mir hier nicht ab. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, man weiß ja, never say never, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das würde die ganze Sache so verkomplizieren, dass es mir schon keinen Spaß mehr machen würde. Ich glaube, man hat dann auch eine andere Motivation. Also die Motivation ändert sich ja dann vielleicht von der intrinsischen, das macht Spaß, mit den Leuten in der Runde zu sprechen und den Gästinnen und hin zu, oh ja, okay, es gibt Geld und oh, schon wieder. Genau, ja, deswegen. Genau, muss man schon deswegen. Wieder, ganz genau. Ja, ich würde so langsam das Gespräch beenden, es sei denn, du hast noch eine Botschaft, die du unbedingt jetzt noch hier in den Sendegarten geben möchtest. Ansonsten habe ich so den Eindruck, wir haben ziemlich viel von deiner Person, von deiner Tätigkeit, von deiner Podcasterei ganz gut abgebildet und natürlich machen wir ganz viel Werbung für 7gutegründe.de mit der Zahl vorne, also mit der Zahl 7, gute Gründe, alles zusammengeschrieben. Mit Umlaut und ohne geht aber beides, ne? Irgendwie, ich meine, ich hätte das... Mit Umlaut bin ich mir nicht sicher, aber was auch ginge, statt der Zahl 7, 7 auszuschreiben, ich habe damals beide gesichert, als ich gemerkt habe, dass der Name vielleicht doch nicht so schlau war. Genau, aber das geht beides. Und ich hätte tatsächlich noch eine kurze Botschaft. Und zwar, ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen, mit Dank auszustrahlen, wenn ich schon mal hier die Plattform quasi habe. Einfach dieses wirklich, was ihr oft beschreibt als diesen Flausch in der deutschen Podcast-Szene rund um Sendegate und den ganzen Projekten außenrum und Subscribe und so weiter. Einfach an die ganzen großen Bereiche wie Sendegate, Podlove, Ultraschall, AntennaPod, dann eben mein Podcatcher, StudioLink und dann natürlich auch FIT. FIT muss ich vielleicht besonders hervorheben, weil ich einer der Leute bin, die ganz viele Kurationen pflegen, weil ich unter anderem für Freunde, Familie und so weiter, ich habe denen früher immer Nachrichten geschickt, hier, das ist hörenswert und hör doch da mal rein. Und irgendwann bin ich auf das Feature von FIT gestoßen, dass ich Kurationen anlegen kann und jetzt haben ganz viele Leute von mir persönliche Hörempfehlungslisten und darüber verteile ich jetzt quasi immer etwas, wenn ich was Tolles gehört habe und deswegen auf jeden Fall mein Dank raus an alle, die irgendwie sich verdient machen, um diese tolle Podcast-Landschaft, wie wir sie hier haben, die ist wirklich auch schön. Man sieht es ja auch immer wieder, wenn neue Leute im Sendeguide aufschlagen, dass man einfach so gut aufgehoben ist in dieser Podcast-Welt. Und ich vermisse die Subscribe. Also ich war erst einmal dabei, aber es war so eine schöne Veranstaltung, obwohl ich, glaube ich, niemanden kannte, also außer damals Stefan Schulz, so quasi als Hörerin und den Tim Pritlaff, aber es war so eine tolle Veranstaltung und es sind ja auch tolle Sachen entstanden, wie Audiophil zum Beispiel. Und genau, gerne mehr davon und ein großer Dank von mir an euch alle da draußen. Da schließe ich mich gerne an. Das ist toll. Ja.
Und bevor wir jetzt von der Gartenbank verschwinden, wollte ich doch gerne mal die Co-Hosts fragen. Habt ihr vielleicht noch eine Frage an den Martin, die wir jetzt noch nicht gestellt haben, die er noch beantworten sollte? Ich musste zwischendurch mal eben raus und bin nicht sicher, ob das Thema vielleicht zwischendurch angesprochen worden ist, aber ich meine, dass das DRK mal so eine Art Sucheinrichtung hatte, um Menschen, die irgendwie in Kriegswirren getrennt waren, worden sind, wieder zusammenzuführen. Mich würde interessieren, ob es das noch gibt. Ja, das gibt's noch. Und zwar sowohl beim Deutschen Roten Kreuz als auch auf internationaler Ebene. Also international natürlich noch sehr viel mehr wichtig. Das einfach kann man sich ja vorstellen, dass in Konflikten, wenn man getrennt wird von der Familie und so weiter, dass es da wahnsinnig viele Menschen gibt, die eben irgendwie auf der Suche sind nach ihren Angehörigen. Und das gibt's bis heute, den Suchdienst. Genau, ich suche einen Link raus und tue ihn dann einfach in die Shownotes. Ja, mit dem Begriff Suchdienst habe ich es tatsächlich direkt gefunden. Ja, wenn man dann drksuchdienst.de, alles klar. Dankeschön. Apropos Suche, Karl, jetzt sage ich Karl zu dir. Es ist ja nicht zu fassen. Lars. Also mein Hirn macht immer, was es will. Ich muss mich noch bedanken. Du hast immer neue Namen für mich. Ne? Ja, neue Namen, wunderbar. Du hast meine Erinnerung des Asterix-Hefts, Asterix bei den Schweizern, die vage Erinnerung hast du bestätigt. Du hast ein Asterix-Band gefunden, irgendwie so einen Link und hast tatsächlich die Szene gefunden. Großartig. Also ich komme langsam in ein Alter, wo ich Sachen, die ich vor 10 oder 15 Jahren erlebt habe, 20 Jahren, 30 Jahren besser weiß als das, was ich gestern gemacht habe. Aber toll, dass du es gefunden hast. Das hat mir großen Spaß gemacht, gerade zu sehen. Dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Super. Danke, danke. Und auch dir danke ich, Martin, für den schönen Besuch und deine schöne Schilderung hier auf der Gartenbank. Wir kommen ja jetzt ins Querbeet, reden über Technik und Termine und so weiter. Aber du bleibst noch die ganze Zeit bei uns und misch dich auch gerne ins Gespräch ein, wenn immer du Redelust hast, ja? Machst du das? Sehr gerne. Super. Also, ich danke dir und wünsche dir für dein Projekt auf jeden Fall noch ganz viele tolle Folgen. Du hast jetzt irgendwie um die 30? Wie viel haben wir? Ja, genau. Morgen kommt die Folge 32 raus. Da geht es um ein etwas düsteres Thema, und zwar DRK-Krankentransport von 1943 bis 1945. Und da spreche ich mit einem Rotkreuzler, der auch Arzt und Historiker ist und seine Doktorarbeit über das Thema geschrieben hat. Und da schauen wir uns quasi die Rolle des Roten Kreuzes eben von der Seite an. Wow. Ja, also sowohl Menschen, die für Sanitätsdienst sich interessieren, als auch für dich, für deine Stimme, als auch für Geschichte, kommen voll auf ihre Kosten in der Episode, die morgen rauskommt. Morgen ist der 23. April 2021. Okay, Dankeschön. Wir gehen einfach weiter und kommen dann mal ins Querbeet. Gerade schon von Martin angesprochen und gelobt, das Brot- und Buttergerät vieler Podcasterinnen, das H6, hat ein erneutes Update bekommen, sagte Lars. Was ist da los? Erzähl mal. Ja, da hast du mich jetzt tatsächlich kalt erwischt. Das ist doch, hast du doch hier eingetragen. Ja, ich hatte tatsächlich bei dem Ding vergessen, ins Trello den Hintergrund aufzuschreiben. Achso, sollen wir es rekonstruieren? Was könnte es denn sein? Was könnte es denn sein? Nee, raten will ich nicht. Dann lass was weg. Ist doch nicht schlimm. Wir sind doch hier im Sendegarten. Das ist alles nicht schlimm. Sebastian, bist du mit dem Mac-Treiber vom L8 vertraut? Dann kannst du den vielleicht eben vorziehen und ich gucke das andere nach. Ich bin da nicht ganz vertraut. Also du hattest nur reingeschrieben, das so dass, glaube ich, Apple Silicon mittlerweile unterstützt wird, wenn das alles ist. Genau, das ist alles, aber vielleicht kann man dem erklären, was damit gemeint ist. Genau. Ja, bitte, lass mich nicht dumm sterben. Was meint ihr damit? Nein. Nein, es gibt ja von Apple jetzt die neuen Geräte, die quasi eine neue Prozessorgeneration einläuten, indem sie halt auf ARM-Technologie setzen und
Das macht es meistens nötig, gerade für Treiber und solche Geschichten, dass diese speziell für diese Plattform auch bereitgestellt werden. Und ja, das hat quasi, das wurde dann hiermit von Zoom nachgeholt für das L8. Ach so, damit man das Interface, den Treiber, ja, den Treiberhalter, dass man das Ding auch ansprechen kann damit. Aha. Genau, richtig. Okay. Genau. Und für das H6 kann ich berichten, es gibt eben ein neues Firmware-Update auf die Version 2.5. Kürzlich hatten wir, glaube ich, 2.4. 2.5 behebt laut Changelog ein einzelnes Problem, nämlich eins, das durchaus relevant sein kann demnach. Nämlich das Problem war, die Backup-Recording-Datei ist manchmal unabsichtlich leer. Oh. Oh. Das ist aber blöd. Ja, deswegen durchaus ein Update, das ich bei Gelegenheit meinem H6 auch angedeihen lassen werde. Ja, nicht, dass ich das je benutzt hätte, aber ich meine, zu wissen, dass es das gibt irgendwie, hat ja schon ein gutes Gefühl erzeugt. Aber wenn die dann tatsächlich im Falle des Falles leer ist, das ist ja wie ein Backup, was man nicht wieder restoren kann. Hm. Yep. Soll es ja geben. Hust, hust. Super. Hier steht es jetzt nicht, aber du hattest doch letztens ein Fall, wo du dein neues Gerät du wolltest das als Interface benutzen und dann musste es aber über Batterie gespeist werden, weil das Interface keinen Strom hergab. Da wollten wir doch auch drüber reden. Fass, oder ist das noch? Wollen wir da wirklich drüber reden? Ja. Ich glaube, also ich befürchte, ich bin für das Thema zu müde, aber wir können es versuchen. Wir können es ja schieben, aber ich würde ja wissen, was daraus geworden ist, weil Sebastian hat ja dann sofort angefangen, Magie draufzulegen und hat dann gewusst, wie viele Milliampere, wohin fließen und so weiter. Ich bin schon wieder vor Ehrfurcht im Boden versunken. Was ist daraus geworden? Das kann wahrscheinlich Sebastian besser sagen als ich, aber das, was ich eben erlebt habe, ist, dass ich mich hier ja temporär im neuen Haus zu Renovierungsarbeiten schon mal einquartiert habe und ich habe eben das L8 mitgenommen, das Mischpult, und hatte dann eben verschiedene Anwendungszwecke dafür und eines davon war eben, ich wollte das an dem Linux, sorry, ich wollte es an dem Linux-Notebook betreiben. Der hat allerdings das Zoom L8 eben nicht im Standardmodus erkannt, aber vom L12 weiß ich und vom L8 eben auch, es gibt einen Class-Compliant-Modus. Was das bedeutet, kann wahrscheinlich Sebastian sehr viel besser erklären als ich, aber das habe ich eben probiert. Und leider hat Zoom an der Stelle ein bisschen, ja, für meinen Geschmack ein bisschen doof nachgedacht. Also die Stromversorgung erfolgt per USB. Das ist jetzt genau in diesem Moment eben auch so. Das Mischpult hängt am USB-Anschluss und wird auch von dort mit Strom versorgt. Wenn man aber in den Class-Compliant-Modus geht von dem Zoom, der versteckt sich hinter der Einstellung, dass man das Gerät an einem iOS-Gerät betreiben möchte. Also an einem, wie anscheinend Zoom vermutet, an einem Mobilgerät. Dem möchte man aber eben nicht den Akku leer saugen. Also ob dieses Gerät dann dieses Mischpult mit Strom versorgen kann, ist vielleicht auch fraglich. Ich weiß nicht, was die liefern können. Aber das würde dann ja auch ziemlich auf den Akku gehen. Ja, da so, damit das dann geht, muss man das Zoom selber mit Strom versorgen. Da aber der USB-Anschluss schon mit dem USB-Kabel belegt ist, funktioniert das Ganze nur, wenn man die Batterien reintut. Das sind 4 AA-Batterien und die halten ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Ja, und so habe ich eben in relativ kurzer Zeit eine Menge Batterien verbraucht, wo ich es eigentlich nicht für nötig hielt. Ja, und die Lösung oder eine bessere Lösung wäre an der Stelle nicht auf den Class-Compliant-Modus, der sich unter iOS versteckt beim L8, Klammer auf, beim L12 ist das nicht so, Klammer zu, den da zu betreiben, sondern im Standardmodus. Und da kann wahrscheinlich dann Sebastian mehr erzählen. Ja,
Genau, also der Class Compliant Modus ist quasi der Modus, der eigentlich so im USB-Audio-Standard festgeschrieben ist. Also es gibt verschiedene Standards zu verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel jetzt USB-Sticks, also Speichergeräte, Tastaturen und so weiter. Die sprechen verschiedene Protokolle und die sind in der Regel alle standardisiert. Es gibt aber auch speziell für Hersteller die Möglichkeit zu sagen, nee, mein Gerät ist mein Gerät und mein Protokoll und das ist dann im Herstellermodus und das ist auch im Protokoll spezifiziert, also das gibt es und da hat dann das Betriebssystem zu sagen, so okay, wenn das Gerät im Herstellermodus ist und ich keinen Treiber von dem Hersteller habe, dann verhalte ich mich neutral, das heißt, ich spreche dieses Gerät gar nicht erst an. Das ist also immer der Standardfall eigentlich, wenn man solche Geräte hat. Das macht das Zoom L8 auch. Das liegt daran, weil, keine Ahnung, irgendwas denen im Standard nicht ausgereicht hat oder sie tatsächlich irgendwelche Funktionen nutzen wollten. Keine Ahnung, da kann man lange drüber spekulieren. In der Regel sind diese Hersteller-Treiber größtenteils ziemlich stark angelehnt an den quasi an den Standard. Also das heißt, es gibt da meistens nur sehr wenig Unterschiede und zu 80-90% würde der Standard das eigentlich auch abdecken, was sie da machen. Und deswegen kann man unter Linux, ist es eine übliche Geschichte, zu sagen, okay, es gibt diese Geräte, die sich nicht standardkonform verhalten. Und dafür kann man Ausnahmen definieren. Das heißt, dass man sagt, okay, pass mal auf, das Ding sagt zwar, es ist im Herstellermodus, aber ich sag dir jetzt, wie du damit zu sprechen hast, dass es dann trotzdem funktioniert. Und das war die Idee, die ich Lars dann vorgeschlagen habe. Das hat zeitlich jetzt leider bei mir auch nicht mehr so ganz geklappt. Das war das Gerät doch schon ein bisschen komplexer und sich da weiter aus dem Standard entfernt, aber ich bin da guter Hoffnung, dass das geht und dann Endziel ist, das Ganze dann auch so in den Linux-Kernel zu bringen, dass das Gerät auch standardmäßig dann direkt ohne Modifikation, so wie man es unter Windows oder unter macOS betreibt, dann angesprochen werden kann. Frage aus der letzten Bank, dass so dieser Class-Compliant-Modus, Lars hat geschrieben, Die gehen davon aus, man hat da so ein Mobilgerät, das hat ja auch nur ein Teil, also ein Akku und ist schnell leer gesaugt, deswegen gibt's da keinen Strom rein. Das und ist meine Vermutung, ne? Es ist ja, eine Vermutung. Ja, und dein Lösungsansatz, Sebastian, ist, du willst dem System jetzt irgendwie klar machen, du kannst dich trotzdem an der Batterie bedienen, änderst du jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also standardmäßig, wenn das Gerät per USB angeschlossen wird, dann ist es in diesem Herstellermodus und nicht in einem Standard, den quasi normalerweise ein PC oder Linux-System versteht, dass das hier jetzt gerade ein Audiogerät ist. Ne? Für den ist das quasi eine Blackbox in dem Moment. Ja, ja. Und verhält sich auch standardgemäß dementsprechend. Das Ding sagt, es ist im Herstellermodus und ich spreche das Gerät auch nicht weiter an. Also ich ignoriere dieses Gerät und deswegen kann man es in dem Moment gar nicht nutzen. Und was Lars jetzt ja berichtet hatte, ist, dass man das zwar umstellen kann, aber diese Einstellung auch nicht gespeichert wird. Also beim nächsten Booten ist das Gerät wieder in dem Herstellermodus und nicht in diesem Standardmodus. Und damit ist man sozusagen in so einem Endloskreislauf gezwungen. Also wir haben da auch schon versucht, verschiedene Workarounds zu überlegen, ob man das irgendwie austricksen kann, indem man schnell man bootet es zwar so in diesen Modus rein, aber dann klaut man eben die Batterien. Das funktioniert nicht, weil es zum Beispiel, wie Lars das auch gerade berichtet hat, sich dann eigentlich auch über USB, und das hatte ich dann auch gesehen, sagt, ich bin selbst gespeist, also ich brauche keinen Strom über USB und wenn dann natürlich USB beziehungsweise die Batterien entfernt werden, dann ist das Gerät natürlich aus, weil USB versorgt es nicht mit Strom. Und das heißt also, man kann jetzt nicht austricksen und sagen, okay,
Ja, und man muss auch einmal die USB-Verbindung trennen, bevor man diesen Modus aktivieren kann. Das ist so der nächste Haken. Das heißt also, man kann jetzt auch nicht einfach irgendwie erstmal nur Strom drauf geben und den Datenbus weglassen oder irgendwie ein Split-Kabel oder sowas reinbringen. Das funktioniert leider alles nicht. Also man ist da leider wirklich, eigentlich ist das Gerät nicht nutzbar unter Linux ohne Batterien. Es sei denn, man packt jetzt man kann natürlich den Hack machen und unten ans Batteriefach irgendwie ein Netzteil mit der passenden Spannung anschließen, das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, das ist ein wenig schade. Und du willst jetzt einen neuen Treiber programmieren, der das dann kann? Ja, im Prinzip muss man halt nur herausfinden, was auf den jeweiligen Protokollen gesprochen wird. Das ist halt so ein bisschen Knobelarbeit. Das ist Puzzeln. Ja, okay. Puzzeln. Ja. Man schaut sich halt an, was, wie gesagt, 80-90% sind ungefähr das, was das Gerät im Standardmodus auch anbietet. Das heißt, das unterscheidet sich jetzt nur marginal. Mhm. Und bei den Rest kann man erstmal sagen, das soll es ignorieren oder es wird erstmal ignoriert. Und dann sind es halt vielleicht noch ein paar Bits, die man halt noch ein bisschen umschieben muss. Und dann funktioniert das meistens. Also ich hatte jetzt schon mal so ein Play, hatte ich schon mal zum Laufen bekommen, aber ich hatte noch nicht beide Richtungen gleichzeitig zum Laufen bekommen. Und ja, dann hat einfach die Zeit jetzt nicht mehr gereicht, das zu Ende zu erforschen. Aber ich habe das noch auf der To-Do-Liste. Das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal genauer an. Und ja, im besten Fall ist es dann irgendwann im Linux-Kernel so drin, dass man das gar nicht mehr... dass man es einfach direkt anschließen kann und es verhält sich einfach wie ein Audio-Interface. Wie gesagt, vielleicht nicht mit allen Funktionen, die es bietet, prinzipiell. Das heißt also, man kann ja so Dinge machen wie die Clockraten verstellen oder das wird dann vielleicht nicht möglich sein, aber dieses einfache, ich will alle Audio-Ein- und Ausgänge nutzen über USB, das denke ich, ist realistisch, dass das klappen wird. Ich habe gerade gesagt, du willst einen Treiber programmieren und dann sagst du, nee, wir werden das im Linux-Kernel ändern. Das ist ja ganz, ganz tief unten drin. Wie kannst du denn da was ändern eigentlich? Es ist ja ein freies Projekt. Ich meine, der Quellcode ist offen und dementsprechend kann man da halt einen Patch einreichen. Das sind halt einfach, also das ist noch nicht mal wirklich Programmieren. Das ist einfach nur wirklich im Endeffekt beschreiben, wie dieses Gerät angesprochen wird. Zu sagen, okay, auf das ignorieren, das bitte ist hier das sind 8 Eingänge und die haben dieses Format und diese Sample-Rate. Auf diesem Niveau läuft das im Prinzip und da muss man halt so ein bisschen gucken, ne? Also es ist halt eher so Detektivarbeit und gar nicht wirklich, also ja, Programmieren. Aber dann reichst du bei den, die da wirklich die Hände dran haben an dem Kernel-Code, reichst du im Prinzip einen Vorschlag ein und den setzen die dann um. Ja, das ist auch total üblich. Also die Liste umfasst schon irgendwie über 100 Geräte oder Klassen, weil das gibt es immer wieder. Selbst Geräte, die sagen, sie sind USB-Standard, Audiogeräte haben manchmal auch komische oder merkwürdige Eigenschaften, um die herumgearbeitet werden muss. Und da ist das dann, das nennt sich unter Linux Quirks, die da benutzt werden. In der Datei steht auch ganz am Anfang sehr schön drin, in einer idealen Welt würde es diese Datei nicht geben. Das ist gut. In a perfect world, this file would be empty. Sehr schön. Das ist ja gut. Klasse. Darfst du das denn irgendwie benennen, das File? Nennst du das? Ja, also ich kann den Audiotreiber benennen und am Ende des Tages kann man natürlich ist das ja versioniert, diese Einreichung, und da kann man dann sowas reinschreiben wie reported by oder taucht man als Autor dieses Patches auf. Oh, da werdet ihr berühmt. Naja, wenn man schon mal da. Also, wäre doch toll. Ansonsten unter Pseudonym Sonnenblume oder so. ihr seid also noch mittendran. Gut, ich hatte das irgendwie mitgelesen in unserem gemeinsamen Kanal und fand das total spannend.
Alle Credits an Sebastian. Ich habe da nichts getan. Du hast das Problem erkannt. Nein, das war jetzt auch nicht, wer weiß, wie schwer. Es hat mich gefunden. Es funktionierte nicht. Das Problem hat mich gefunden. Right in the face. Ja, okay, also aus der Perspektive zu sagen, das Gerät, an das ich es anschließe, ist auch schwach mit Strom, deswegen ziehen wir da jetzt keins mal raus. Das würde ja sogar irgendwie Sinn machen, aber ansonsten macht es doch schon sehr viel mehr Sinn, dass über so ein USB-Kabel Daten und Strom geht. Also sonst ist es ja nicht zu begreifen. Ja, es wird schon reichen, wenn die Einstellung sich einfach gespeichert werden würde, wie andere Einstellungen auch an dem Gerät, also wie die Sample-Rate und sowas. Also es hat durchaus einen Langzeitspeicher für solche Geschichten. Ich weiß auch nicht, ob sie zum Beispiel mit einer Firmware in der Lage wären, eine dritte Einstellung zu machen, also ganz compliant mit eigener Stromversorgung, dass du dann zum Beispiel mit einem Y-Kabel arbeiten könntest oder ähnlichem oder eben den Strom tatsächlich per USB einfach ziehst. Je nachdem, wie die steuern. Ich vermute, mit einer Firmware könnten sie, wenn sie wollten, aber ich vermute, dass das für die so ein Nicht-Problem ist, weil die eben ausdrücklich sagen, das ist eben für diese iOS-Geräte, dafür mag diese Geschichte Sinn haben. Und Linux wird nicht gefragt und ist auch offiziell nicht unterstützt. So, das heißt, dass ich vermute, dass allein aus Kostengründen und so weiter ein Hersteller sich darauf eben zurückziehen wird und sagen wird, okay, das ändern wir dafür nicht ab. Das ist so ein seltener Fall. Es gibt auch nicht viele, viele ergoogelbare Fälle. Zumindest habe ich nicht viel gefunden. Ja, das ist wirklich das Problem, das alte Problem auch unter Linux, so mit Geräten, die wenig Verbreitung haben oder Spezialgeräte. Das war ja damals noch viel häufiger der Fall, dass man irgendwelche Treiberprobleme hatte. Mittlerweile ist es doch schon wesentlich besser geworden. Aber an sowas merkt man das dann wieder ganz schnell, dass da tatsächlich nach wie vor, ist auch interessant, weil ich sag mal so, es ist jetzt nicht super viel Arbeit und da jemand, der also da auch den Treiber kennt und die Schnittstellenbeschreibungen kennt, und ein bisschen den Linux-Kernel versteht, der könnte das relativ für alle Zoom-Geräte wahrscheinlich relativ schnell nachholen und das auch viel besser supporten dort. Aber ja, wie du schon sagst, da muss einfach natürlich auch jemand dabei sein, der, und das muss sich, ja, muss irgendwie unternehmen oder jemand, der da Eigeninitiative ergreift, dabei sein, ja. Das gibt's aber auch häufiger. Also also ein schönes Beispiel war mal, ich habe mal einen SD-Kartentreiber gebraucht und war mir nicht sicher, so okay, das war schon ein neueres Modell und dann habe ich einfach mal geguckt, wer hat denn bisher halt diesen Treiber so für solche Modelle von dem Hersteller im Linux-Kernel supported und dem habe ich dann einfach eine E-Mail geschrieben. Und der hat dann gesagt, ja klar, hier hast du schon, haben wir schon in Arbeit, kannst du gerade mal mittesten. Das fand ich ganz cool. Super. Klasse. Ich wollte am Anfang eigentlich mit Linux den Podcast aufzeichnen und Ardour oder so, weil Reaper und Ultraschall ja für Linux noch nicht verfügbar ist. Und genau, dann bin ich aber auf den Mac von meiner Frau gewechselt, weil das mir zu anstrengend war das alles. Und vor allem, man will ja dann auch, dass es funktioniert und nicht irgendwie während der Aufzeichnung dann einem um die Ohren fliegt. Genau. Aber inzwischen gibt es das, glaube ich, für Linux, ne? War da nicht irgendwas also entstanden? Reaper ist mittlerweile tatsächlich als nicht mehr als experimentell, sondern auch als Stable Release draußen. Und ja, im Ultraschall-Team gibt es auch schon so erste Bestrebungen. Also es gibt schon erste Testversionen, die ganz okay laufen. Da sind noch einige Sachen, die noch ein bisschen rund geschliffen werden müssen. Also die Zeichen stehen gut, dass es irgendwann eine Reaper Ultraschall Linux Version geben könnte. Cool. Das ist tatsächlich cool, weil ich habe vor einiger Zeit mal auf der Reaper Seite nachgeschaut, da stand noch experimentell, aber das ist ja cool, dass es jetzt da eine
Beta-Version gibt. Ja. Okay, kommen wir weiter. Gehen wir weiter. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander hier in der Liste. Apple Podcast Copyright Field, ist das das nächste Thema? Ja, ja. Genau. Das ist mir jetzt auch nur über Twitter bei Eric aufgefallen. Ich habe es jetzt selber noch nicht komplett nachvollzogen, aber es ist wohl so, dass Apple hat ja jetzt, ich glaube, diese Woche wieder mal einige Neuerungen angekündigt. Da war auch irgendwas mit Podcast. Das habe ich mir tatsächlich jetzt noch nicht angeschaut. Aber in dem Zuge haben sie anscheinend auch am Verzeichnis was geändert, was dazu geführt hat, dass einige Podcasts nicht mehr gelistet sind im Apple Podcast Directory. Da gab es dann unter anderem die Fehlermeldung, dass das Copyright Field fehlen würde. Das Copyright Field war bisher oder ist eigentlich laut Spezifikation, glaube ich, immer noch optional eigentlich, aber für Apple mittlerweile anscheinend nicht mehr seit dieser Änderung und ja, dadurch, ungültiger Feed und dadurch sind schon einige Podcasts dort nicht mehr so richtig auffindbar gewesen, unter anderem auch der Podlovers Podcast. Ja, Eric hat dann relativ zeitnah jetzt ein Update rausgebracht, dass man dieses Feld, weil es bisher optional war, war es gar nicht irgendwie im Podlove Publisher irgendwie enthalten, dass man das befüllen konnte. Jetzt kann man das also auch befüllen und dann wird man auch hoffentlich wieder relativ schnell, ist der Feed wieder in Ordnung und validiert und dann ist man auch wieder zu finden. Also in der, ich muss mal gerade gucken, das war in der Publisher-Version 3.5.4 ist dieses Update enthalten, dass man diese Copyright-Field befüllen kann. Nicht zu verwechseln mit dem Lizenzfeld. Das sind zwei unterschiedliche Felder. Im Copyright schreibt man meistens rein irgendwie Autorname oder Jahr der ersten Folge bis Jahr der letzten Folge oder sowas kann man da eintragen und dann seinen Namen oder den Podcast-Namen selber. Relevanz hat das jetzt nicht wirklich, weil zumindest hier in Europa ist es ja so, dass das ja das die Urheberschaft eigentlich immer klar ist, dass man die auch gar nicht abtreten kann. Man kann halt nur Lizenzen vergeben, Nutzungsrechte vergeben und in den USA ist es, glaube ich, auch seit 89 oder so. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ist es eigentlich auch deswegen auch optional, dass Apple das jetzt als Pflichtfeld einführt, ist ein bisschen ungewöhnlich. Kann auch ein Bug sein. Also vielleicht ist da jemand zu weit gegangen und hat das gar nicht. Es kann aber auch sein, also weil die ja auch jetzt irgendwas mit Monetarisierung und Spenden und sowas machen. Wie gesagt, das muss ich mir noch mal genau angucken. Das habe ich jetzt nur so nebenbei wahrgenommen, dass da irgendwas gerade passiert. Dass das irgendeinen Zusammenhang hat, aber das muss ich erstmal genauer anschauen. Vielleicht ist das darin etwas verständlicher, warum dieses Copyright-Field jetzt eine Rolle spielen könnte. Mhm. Aber es darf auf jeden Fall nicht leer sein. Da muss irgendwas drinstehen. Und wenn da Mickey Mouse drinsteht, ist egal. Genau, das muss was drin sein. Und das ist halt das Problem. Also Eric hätte natürlich auch gerne wahrscheinlich irgendwas standardmäßig reingeschrieben. Ja, ja. aber das ist natürlich schwer zu entscheiden, weil wenn man es wirklich sinnvoll befüllen will, kann man, also die Lizenz kann man dort nicht eintragen, weil es halt von der Lizenz halt nichts mit der Lizenz zu tun hat, sondern es beschreibt eigentlich den Urheber, die Urheberin und die steht im Zweifel nirgendwo in einem anderen Feld ordentlich gekennzeichnet drin. Deswegen ist es da schwierig, da irgendeinen Standard anzunehmen und deswegen muss man das selber befüllen. Okay, dann muss ich ja auch mal gucken, dass ich da irgendwas eingetragen habe. Am Ende sind wir jetzt auch schon rausgeflogen. Oh Gott, die armen Apple-Jünger, sie werden uns nicht mehr finden. Ich bin ein bisschen zynisch, entschuldigt bitte. Ich weiß nicht, wie weit das Problem durchgeht, aber zum Beispiel einige Podcatcher nutzen eben ja auch die Apple API zum Suchen und Abonnieren von Podcasts. Ich weiß also nicht, ob das bis dahin dann auch noch durchschlägt, dass das also auch nicht Apple-User betreffen könnte, wenn Podcasts nicht gefunden werden können. Ich glaube schon, dass das ein Problem sein könnte dann, ja. Also okay, nicht lustig machen, ärgerlich, sondern handeln. Ja, okay, alles klar. Man hat es ja schon mitgekriegt, ich bin kein Apple-Fan, aber an der Stelle sind eben nicht nur die Apple-Fans betroffen und für die ist es natürlich so oder so ärgerlich. Es ist dann für jeden ärgerlich.
Also ja, ja, alles, was das benutzt als Quelle. Ne? Also wenn die Quelle versiegt, könnte ja weiter reichen, als man meint. Okay, ich halte mein Lästermaul und werde mich darum kümmern, dass wir da sowas irgendwas eingetragen bekommen. Genau, kann ja Sonnenblume reinschreiben. Ja, die gute Nachricht war auch, dass es dann relativ schnell wieder aufgenommen ist. Also wenn man die Änderung macht, ist man da jetzt nicht irgendwie wochenlang in der Schwebe, sondern anscheinend wird das dann relativ zeitnah auch validiert. Wurde man denn informiert? Also ich habe jetzt nur einen Screenshot gesehen, wo halt so ein Validator-Message gekommen ist, dass halt das Copyright fehlt per E-Mail. Also ich habe keine bekommen. Ich glaube aber, also der einzige Podcast, den ich drin habe, ist halt der Podstock-Podcast. Und da muss ich mal gucken. Also ich hatte mal heute reingeguckt, da war er eigentlich noch gelistet. Das habe ich aber auch schon öfters gehört, dass nicht alle betroffen sind, aber ich weiß nicht, wie regelmäßig Apple da die RSS-Feeds validiert. Das kann natürlich dann auch zeitlich dauern, bis das sich dann so sukzessive dann zum Problem wird. Ja, also genau. Informiert wurde jetzt keiner. Ich habe jetzt auch keine Apple News bekommen dazu. Also deswegen, das macht es ja auch so komisch, dass es halt einfach so ohne Ankündigung passiert ist. Ja. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand ein bisschen vorschnell war mit dieser Änderung, Der Praktikant ist ausgerutscht. Genau. Gut, dann gucken wir uns das mal an, wie das sich entwickelt und vielleicht kann ich ja halt irgendwas Lustiges eintragen in das Copyright-Feld. Hoffentlich finde ich das überhaupt. Aber ansonsten weiß ich ja, wen ich fragen kann. Das ist im Tab-Verzeichnis. Ach so, Bei Podlove, Einstellungen und dann Verzeichnis. Mhm. Hoffentlich kann ich mir das bis Sonntag merken. Ich schreibe mir das mal auf. Tab. Kannst ja in unsere Shownotes gucken, wenn du es hier hast. Ah, das ist Verzeichnis. Gut. Lass mit mir die ja schicken, super. Dann kann ich das danach lesen. Alles klar. So, jetzt kommen wir mal in die Android-Welt. Genau. Und zwar es gibt ja schon seit längerem in der anderen Welt, in der Apple-Welt, gibt es ja die Podlife-App, wo man also quasi live mithören kann, wenn Sachen ins Internet gestreamt werden. Und es war lange die Frage, ob es das irgendwann auch mal für das andere Betriebssystem gibt. Und wir haben vor kurzem schon mal davon gesprochen. Ich glaube, da hast du irgendwas von Beta und Testen und so weiter erzählt. Genau. Und hat sich da was getan? Genau, jetzt gibt es die Podlife Android App öffentlich im Store in der 1.0-Version. Da muss man jetzt kein Beta-Tester in sein, um das laden zu können, sondern das geht jetzt einfach so. Das ist jetzt sozusagen so das erste öffentliche Release. Damit kann man jetzt sich quasi die App öffnen und sehen, welche Livestreams laufen und halt entsprechend abspielen. Und in der 2.0-Version, die dann vielleicht noch dieses Jahr erscheint, ist dann eigentlich geplant, auch diese Funktion einzubauen, dass man benachrichtigt wird, also Push-Benachrichtigungen bekommt, wie man das auch in der iOS-App kennt. Ja, das wird so der nächste große Schritt dann sein. Aber so kann man jetzt schon mal Livestreams mithören unterwegs oder wo man gerade ist. Mhm. Das ist, ja, eigentlich mache ich das nicht so, aber ich erinnere mich bei Fahrten zur und von der Subscribe oder von irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich früher losfahren musste, da habe ich mir dann sehr, sehr gerne den Stream noch mit aufs Ohr genommen und mich dann quasi so ganz langsam aus der Veranstaltung rausgeschlichen, aber hatte die Geräusche noch auf dem Ohr. Das war schön, das wäre damit ja ganz einfach möglich dann. Genau, richtig. Ich sehe gerade im Chat, der Sascha, den wir ja aus dem Einspieler am Anfang kennen, der hat mal gecheckt, ob der Sendegarten im Apple-Verzeichnis noch da sei. Er sagt, ja, ist, Klammer auf, noch da. Okay, aber der Podstock-Podcast ist nicht mehr da. Also das sind tatsächlich diese Dinge passiert, von denen du gesprochen hast. Also einiges ist rausgefallen, man weiß nicht ganz genau, wieso, warum. Okay. Genau, also das Warum ist wahrscheinlich jetzt das Copyright-Field, weil das wird bei allen fehlen, weil das war bisher einfach nicht ausfüllbar. Das gab es einfach nicht im Publisher als Option, das überhaupt zu befüllen.
Dementsprechend ja, muss man da dann wirklich tätig werden und jetzt einmal das Update einspielen auf die 3.5.4 und dann das Copyright-Feld ausfüllen. Das werde ich dann jetzt auch noch wahrscheinlich morgen irgendwann mal machen. Genau, unter Tab Verzeichnis. Dann suchen wir es gemeinsam. Alles klar. So, nicht suchen müssen wir, wir müssen nur zuhören, wenn wir uns über Termine informieren wollen. Der Blühkalender, der ist nämlich wieder zusammengetragen worden vom Lars und da kommen wir jetzt hin. So, was ist los im verwirrten Podcastland? Erzähl uns doch bitte. Ich wusste nicht, dass das Podcastland verwirrt ist, aber ich bin es. Ich habe ein bisschen nachgeguckt und habe wieder ein paar Termine für die nächsten 3 Monate zusammengesucht. Die Quelle ist das Terminwiki im Sendegate, wie immer. Am 29. April geht's los, da gibt's das erste Audio-Only-Barcamp, das findet virtuell statt und Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt's unter cogneon.de/audiobc21/. Am gleichen Tag, also am 29. April, gibt's dann ein Zoom-Meeting vom Podcast-Club Switzerland oder ja, Switzerland, ich spreche das jetzt einfach mal Englisch aus. Ich weiß nicht, ob es dafür noch irgendwas mit Lokalkolorit gibt. Da geht es um die Fragen, wie erreiche ich mehr Zuhörende, wie steigere ich meine Reichweite, wie kann ich Social Media nutzen. Beginn ist da um 19 Uhr. URLs und so weiter gibt es im Terminwiki. Das ist ein bisschen zu doof zum Vorlesen. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, dieses Mal in The Different Edition. Inzwischen gibt es weitere Infos in einem Blogpost auf dayofthepodcast.de. Das Programm folgt noch. Ebenfalls am 8. Mai ist das nächste Funheim. Los geht's da um 18 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodWG im Channel Funheim. Ab 20 Uhr werden dann in einem Big Blue Button-Kanal gemeinsam Weltraumvideos angeguckt. Am 3. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Das ist dann entweder im Festsaal Kreuzberg oder es könnte eine Online-Veranstaltung geben. Da ist ja immer noch dieses Thema. Informationen zu dieser Veranstaltung gibt's unter www.deutscher-podcastpreis.de. Dann ist für Juli auch schon das nächste Funheim geplant. Da folgen die nächsten Infos noch. Und laut Terminraster wäre am 2. Juli auch das nächste Pottruhe-Treffen im Unperfekthaus in Essen. Da ich so ein bisschen damit die Orga auch mache, kann ich schon mal sagen, das ist weiterhin fraglich und ich beobachte die Situation. Und wenn es irgendwie geht und das Unperfekthaus wieder offen haben sollte, dann schauen wir mal, ob man sich da mal wieder treffen kann oder nicht. Das wäre es eigentlich schon. Und im Terminwiki gibt es eben, wie gesagt, Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch weitere Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, kann man dort problemlos eigene Einträge ergänzen und die tauchen dann hiermit auf. Ganz herzlichen Dank für diese Übersicht. Natürlich bist du nicht verwirrt, ganz klar. Ich meinte mehr so das gesamte Land und die Viren ohne 2R. Okay, und das spiegelt sich jetzt auch gleich wieder bei den Setzlingen. Wobei ich korrigieren muss, eigentlich ist es nicht Setzlinge, sondern ich habe einen Setzling und den habe ich quasi heute spontan zugeworfen bekommen von einer Person, die ich mal Scout nennen möchte, die sich den schon angehört hat. Und zwar gibt es einen Podcast mit dem wunderschönen Titel Ärmel hoch. Und warum macht man die Ärmel hoch? Um sich impfen zu lassen. Ärmel hoch ist der Podcast des Bundesministeriums für Gesundheit. Die machen jetzt auch Audio-Podcasts und in der ersten Folge reden sie mit niemand anderem als Jens Spahn. Und das sei wohl gar nicht so schlimm gewesen, wie man vielleicht vermuten sollte. Also die Person, die ich Scout nenne, hat gesagt, das war schön, das hat mir gefallen. Ich sag mal eben, was im Klappentext steht. Ärmel hoch ist der Podcast des Bundesministeriums für Gesundheit mit Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung. Hier liefern wir spannende Einblicke, um politische Entscheidungen transparenter und verständlicher zu machen. Wir sprechen mit Entscheiderinnen und ExpertInnen, um zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert. Im April geht es los. Na, April ist fast zu Ende und jetzt ist wahrscheinlich auch die erste Folge bei rausgekommen. Also, ich habe noch nicht reingehört, aber ich finde es irgendwie witzig, dass jetzt auch der Bundesgesundheitsminister im Podcast zu hören ist. Und vielleicht
ist das ja vielleicht für die eine oder andere tatsächlich eine Hilfe, da nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich finde den Titel einfach so schick, Ärmel hoch. Ist so gut gewählt. Was haltet ihr davon? Auch wieder mit einem Umlaut. Ja, auch, genau. Gewagt, gewagt. Ja, sonst keine Meinung. Ja, warum sollten sie nicht? Deswegen, warum sollten die gerade nicht podcasten? Warum erst jetzt? Könnten die nicht schon seit einem Jahr mit dem Gesundheitsminister Informationen geben? Wir sprechen über das Bundesgesundheitsministerium. Alles klar. Oh, dann ist sogar Vera wieder wach. Hallo. Hallo. Ja, ich habe mich gemutet. Ich hatte nichts mehr zu sagen zu den Themen bei euch gerade. Ich habe euch zugehört. Aber jetzt, was hältst du davon? Also ich höre es mir vielleicht an, vielleicht auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ich glaube, ich brauche das Thema jetzt nicht nochmal als Podcast. So, ja. Ich bräuchte hauptsächlich den Herrn Spahn nicht. Ja, das kam noch dazu. Und ich brauche auch tatsächlich jetzt keine Infos mehr zur Impfung, weil ich schon geimpft bin jetzt und deswegen muss ich mich jetzt nicht mehr weiter informieren und denke ich, hoffe ich. Oh, du kannst es doch hören und uns dann weitererzählen. Ja, da gibt's denn noch oder ein bisschen? So, ja. Ja, mal gucken, ob ich da jetzt noch reinhöre. Da kann man dich ja nur beglückwünschen, dass du schon mal schon mit zwei Dosen, also richtig fertig mit allem? Ja, alles. Echt alles super. Schon. Alles schon fertig mit dem guten Stoff und das musst du dich nur von der indischen Variante fernhalten. Ja, genau das. Das also. Ist jetzt mein großer Plan. Also ich, wie gesagt, Abstand, Maske und Hygiene und sowas. Natürlich alles weiterhin. Ja, aber die Sorge, die große Sorge ist vielleicht nicht mehr so schlimm, ne? Ja. Ja, also das ist wohl wahr. Bloß jetzt mit der indischen Mutante, Doppelmutante ist es ja. Ja, aber das Thema wollten wir ja gar nicht mehr ansprechen. Ach stimmt, richtig. Jetzt muss ich was spenden. Ich spende was morgen. Naja gut, ich bin schuld. Ich habe ja den Herrn Gesundheitsminister hier reingebracht. Aber ja. Ich finde es, also ja, aller Ehren wert, dass sie sich dann auch mal auf die Art und Weise zu Wort melden und in den großen Informationspool halt mitschwimmen. Und ja, wie gesagt, hätte alles noch ein bisschen früher sein können, aber ich bin ja auch ein Schlauschwätzer. Ich weiß ja immer alles besser. Von daher halte ich mich mal schön zurück. Lars, du hast so tief Luft geholt. Du hast noch was auf der Seele. Nö. Du hast nur geatmet? Ja. Das kommt vor. Hoffentlich. Zum Glück. Ja, genau. Alle Vitalparameter im grünen Bereich. So. Gut, dann lassen wir das als Setzling stehen. Und ich habe tatsächlich, warte mal, habe ich noch irgendwann? Nee, nein. Dann kommen wir zu den Blütenschätzen. Komm. So, das ist jetzt sozusagen das Freispiel, die Kühe im Sendegarten. Also was hat uns irgendwie berührt? Was ist uns ins Auge gefallen? Was halten wir für erzählenswert? Das kann ein Podcast sein. Das muss nicht unbedingt ein Podcast sein. Es kann auch irgendwas anderes sein. Und da frage ich einfach mal, ich fange mal mit dem Martin an. Hast du zufällig einen Blütenschatz dabei? Ja, ich bin tatsächlich auf was Neues gestoßen. Wir hatten vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Und zwar heißt er Fundkiste Musikmagazin mit Willi und Ben. Und die erste Folge hieß Jazz Update. Und das war auch der Podcast, bei dem ich doch tatsächlich auf einfache Geschwindigkeit schalten musste, weil die zwischendrin immer wieder schöne Musik eingespielt haben. Und genau, die machen das so im Wechsel, dass sie eben sich unterhalten über Musik und dann eben auch Musik einspielen. Wie machen die das mit der GEMA? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe nur die Erklärung, dass vielleicht bei Jazzmusik vielleicht die KünstlerInnen nicht bei der GEMA sind und die dann persönlich angefragt haben, ja. ob sie dürfen. Aber genau, die Frage ist offen.
Ja, ich meine, würden ja viele Leute wahrscheinlich gerne mal eine Musik anspielen, vielleicht auch nur besprechen, aber man kommt ja immer dann ganz schnell an diese, in diese GEMA-Vermutung und dann wird es richtig teuer. Ja. Ja gut, Fundkiste mit Willi und Ben, was ein schöner genau. Titel auch, ja. Herrlich. Und das habe ich auch entdeckt, dank der Nullnummern-Kuration von Fürth. Ah, genau. Ja. Also auch wieder ein geniales Beispiel. Die läuft bei mir auch Beispiel. Immer durch, aber ich sehe nur, dass es neue gibt, aber ja, man müsste dann tatsächlich auch mal draufklicken, das stimmt. Naja. Vera, hast du auch was? Ja, tatsächlich war mein Blütenschatz diese Woche der Mars-Helikopter, ich komme gerade nicht auf den Namen, der da einfach geflogen ist auf einem Ingenuity. Ingenuity, genau. Ich kann es nicht aussprechen, ich kann es nur buchstabieren. Ingenuity. Genau, auf jeden Fall fand ich das, fand ich sehr schön. So. Also ich habe es leider nur in der Konserve geguckt, also ich war nicht live dabei, aber nicht vor Ort, ja, meine ich. Nicht vor Ort, ja, genau. Sonst fliege ich natürlich immer direkt hin, um zu gucken, was da auf dem Mars passiert. Ja. nee, auf jeden Fall fand ich das sehr, ich hatte so ein bisschen Pipi in den Augen, als sie sich so gefreut haben. Ich freue mich ja dann immer direkt ja, mit. Ja, das war großartig, ja, ne? So, diese Projektleiterin, die ist ja richtig abgegangen, also genau. Das war ja toll. Wobei bis dahin war das ein sehr seltsamer Stream. Also es gab mit den Hintergrundinformationen und so, das war ja alles ganz fein, aber dann diesen Datenempfang, da saß dann halt jemand und dem haben sie wohl gesagt, hier erzähl mal zwischendurch was gerade passiert und so. Und ich fand es ein bisschen Woody, ich fand es ein bisschen eigenartig. Und als aber dann die Daten da waren und man was sehen konnte und sie eben irgendwie was erzählen konnten, was denn das war ganz großartig. Das hat mich also auch, auch sehr gepackt. Und ja. Mhm. Ja, und heute war der zweite Flug. Wisst ihr genau, das? Genau, das ist gerade erfolgreich Meter, nee, wohl. 5 Meter zur Seite? Nee, 5 Meter hoch, 2 Meter zur Seite, glaube ich. Und 5 Grad im Winkel, so, ne? Das habe ich irgendwo gelesen. Aber die Bilder, also, das Irre ist ja, wir haben eine hochauflösende Videoaufnahme davon gesehen. Das war ja total faszinierend. Ja. Weil der eine Roboter hat den anderen halt gefilmt. Ja, schön. Ja. Was für Zeiten, wo wir leben dürfen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich gucke ja immer wieder ganz gerne nach Boca Chica, Texas, wo SpaceX da diese Riesenrakete zusammenbaut. Und ihre ganze Farm, die sie da zusammenbauen, das ist so. Diese ganzen silberglänzenden Tonnen, die aussehen wie aus dem Jules Verne Kinderbuch, das ist so irre. Und die sind da fleißig am Basteln und machen und tun. Und es wird auch noch irgendwann fliegen. Ich bin da ziemlich zuversichtlich inzwischen. Aber es ist so wahnsinnig. Naja, also die Probeflüge sind ja schon mal nicht schlecht. Also die Landungen sind ein bisschen noch ein bisschen feurig, aber die Flugmanöver, die diese Riesenpötte da eigentlich schon hinlegen und in welcher Geschwindigkeit sie sich zum Beispiel aus der Waagerechten wieder in die Senkrechte drehen, ist tatsächlich sowas hat man so mal in Science-Fiction-Filmen gesehen und jetzt sieht man das eben real und ich finde das immer wahnsinnig spannend, das zu verfolgen. Und die sind da auf dem Weg. Es sind Testflüge, es sind Erprobungsflüge, die kriegen ihre Daten. Und da wird man irgendwann sicherlich Erfolgsmeldungen sehen und dann haben sie wieder gezeigt, was sie können. Ja, die NASA setzt ja inzwischen auch drauf, ne? Also dieses Mondlandeprogramm gibt man jetzt in deren Hände. Also ein Teil davon. Ja gut, okay, ein Teil, aber immerhin, ne? Sie haben sich gegen 2 andere Bewerber durchgesetzt, SpaceX. Ich bin auf den nächsten Start sehr gespannt. Also beziehungsweise die Landung, Start kennen wir jetzt inzwischen schon. Das ist ein bisschen das Doofe. Musk hat ja gesagt, er möchte das so zur Routine machen, dass es hinterher langweilig wird. Er nimmt tatsächlich der ganzen Sache so ein bisschen Faszination. Früher war ja Raketenfliegen doch noch irgendwie das
ganz große Ereignis und inzwischen ist das eher so, wenn jetzt hier so eine Falcon 9 fliegt und wieder landet, dann nimmt man das so beiläufig zur Kenntnis und so, ach ja, hat mal wieder geklappt, schön. So, es ist wirklich also, schon irre. Beiläufig ist es für mich nicht. Ich bin immer noch fasziniert. Was ich aber immer sage, wenn ich mich darüber mit anderen Leuten unterhalte, ist, dass SpaceX es schafft, dass es einfach aussieht. Und das ist, ich habe ja nun ein Faible für Science Fiction und wenn ich so durch diese ganzen Bücher, in denen sie im Raumfahrt in verschiedenen Ausprägungen praktizieren, oder dann eben siehst, die ganze Zeit, wir sind im Prinzip die ganze Zeit irgendwo an technischen Grenzen gewesen, zumindest habe ich das so wahrgenommen und alles ist furchtbar gefährlich und alles ist ganz schlimm und ständig könnte irgendwas passieren und so. Und von dieser Grenze muss man halt sich so ein bisschen wegbewegen, damit du Routine reinkriegst. So, ne, dass wir mal eben von A nach B können sozusagen. Zumindest suggerieren die Bücher das ja, dass es irgendwie einfach ist. Und SpaceX, und das ist für mich so in der Wahrnehmung, dass SpaceX es geschafft hat, diesen Schritt schon mal einfach aussehen zu lassen, puzzelt für mich so ein bisschen diese Science-Fiction und die Realität zusammen und bereitet mich schon auf den nächsten Schritt vor. Ich bin also, ich schaue das mit größter Faszination an, auch dass es einfach aussieht, gerade aus diesen Gründen. Ich bin da ganz bei dir. Ich verstehe gar nicht, wie man diese Edelstahltonnen, wie man die so druckfest bekommt. Also das ist mir, ich verstehe das immer noch nicht. Weil ich dachte immer, das sind so, müssen so Hochdruckzylinder sein, wie so eine Gasflasche, die man im Camping hat oder so. Die haben ja eine ganz andere Festigkeit. Und diese Silberdinger da, die sehen immer irgendwie so ein bisschen aus, als würde der Wind sie umpusten, tun sie aber nicht. Also die haben genau das richtige Maß an Material, dass sie bestehen, aber sind wahrscheinlich so leicht, wie es irgendwie geht. Also sehr faszinierend. Und mit welcher Coolness die da weiterarbeiten. Also das Neueste ist ja dieses Schild, was sie am Zaun haben. No trespassing, Raptors loose. Oh, ist sehr so schön. Ja. Ja. Das ist so, mir. So schön. Gut, also, jetzt haben wir über. Wer den nicht versteht, also Raptor ist der Name des Raketentriebwerks. Und, genau, und die stehen da halt so frei rum. Ja, und ja. Also Jurassic Park lässt grüßen. Genau, Velociraptoren. Ja, danke für die Aufklärung. Natürlich, ich bin etwas betriebsblind, weil ich gucke mir diese Sachen einfach gerne an. Gibt da so einen Kanal auf YouTube, nasaspaceflight.com. Mhm. Da gibt es Leute, die stehen den ganzen Tag am Zaun und halten ihre Kamera da drauf. Und hinterher machen sie das im Schnelldurchgang. Dann siehst du halt, wie da irgendwas gebaut wird oder so diese Raketentonnen einfach von A nach B geschoben werden oder der Riesenkran ein neues Element bekommt oder so. Und da stehe ich immer davor und bin ganz begeistert. So wie so ein kleiner Junge. Total irre. Na gut. Dankeschön, Vera. Du hast erinnert an den Ingenuity. Ja. Den NASA. Den Mars Helikopter. So, sagen wir es aber. Der tatsächlich fliegen kann. In der dünnen Atmosphäre. Sie haben es irgendwie hingekriegt. Sehr schön. Sebastian, hast du auch was oder hast du Mut? Ich habe was, was ich eigentlich schon beim letzten Mal hätte erwähnen können, aber ich hole das einfach mal nach. Das Miniatur Wunderland hat so eine kleine Lockdown-Beschäftigung gehabt und einfach mal einen Weltrekord aufgestellt, indem sie einen Zug quasi an befüllten Gläsern entlangfahren lassen haben und quasi dann hintereinander klassische Musikstücke gespielt hat. Weißt du, wie viele verschiedene Lieder es waren? Ich weiß nicht, wurde es noch aufgelöst irgendwann wahrscheinlich schon? Das war ja, glaube ich, eine Rätselfrage, ne? Ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch keine Schätzung mehr abgeben, weil es jetzt schon ein bisschen länger her ist, dass ich das gehört habe. Ja. Aber ja, da gab es irgendwie drei Fragen, die gestellt wurden, welche Songs, genau wie viele und ja. 1,2 Millionen Views bei YouTube. Ja, es war auch bei BBC, die haben das auch geteilt. Und CNN, glaube ich, auch. Also es war weit verbreitet, das Video. Ich habe es nicht mitgekriegt, ich höre da tatsächlich zum Das ist toll, also das stimmt, das wäre auch, ja, habe ich auch mit sehr großer Faszination gesehen. Aber die haben ja auch gerade Zeit, ne? Und
So. Leider, ja. Leider, wow. Ja. Ich fand das so niedlich in dem Waggon hinter der Lok. Das sind so drei so Ärmchen und ich vermute mal, das sind so die Mikrofone. Also das sieht so wie so ein Filmteam, ne? Der Tonangler, nur alles total ganz klein, so als wenn da so Mini-Tonangler hinter der Lok säßen. Das sieht total niedlich aus. Ich fand am Ende gut, wie sie gezeigt haben, wie sie das gefilmt haben und so, weil mit den Übergaben. Das war schon cool alles, ja. Sehr flüssig geworden dafür, ja. Das ist schon cool. Ja. Krass viele Gläser, also was für ein Aufwand. Ich habe jetzt den Ton nicht, aber ich sehe, was sie da aufgebaut haben. Es gibt ein Making-of, also ich glaube die Folge davor oder so, wo sie haben also quasi einen Dummy gebaut, der halt auch auf den Schienen fahren konnte und dann konnten sie halt die Gläser so ein bisschen quasi anstoßen und vorhören, ob das so passt und ob der Abstand vor allem richtig ist, der Gläser. Und trotz des Dummies ist es ihnen dann aufgefallen, dass quasi der richtige Zug in den Kurven immer langsamer wurde und auch dann sich das verändert hat. Und da mussten sie anscheinend nochmal alle oder viele Gläser nochmal umstellen oder feinjustieren, was also auch nochmal ein riesiger Aufwand wohl war. Weißt du zufällig, da waren immer so Menschen zu sehen, die die Gläser quasi gestimmt haben. Ob das irgendwie Menschen mit so hier perfekten Hören waren oder ob das irgendwelche Musikanten waren oder... Weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber schade, weil ich dachte, du. Naja. Es reicht ja ein Stimmgerät. Also wenn du weißt, dass Glas und G spielen. Ich glaube, die haben das tatsächlich so mit nach. Also es sah so aus, als ob die das nach Gehör machen. Ja, weil mit der Spritze in der Hand. Ja, also dann ein Tropfen und so. Das Problem war, selbst gleiche Gläser hören sich bei gleichem Füllstand nicht gleich an. Das ist wohl irgendwie, dann ein bisschen mehr Aufwand. Ein Gedanke, den ich hatte, der hat der Sascha gerade geschrieben. Das größte Problem war wohl, dass das Wasser zu schnell aus den Gläsern verdunstet ist. Also wenn du das jetzt justiert hast und lässt das eine Stunde stehen, dann verändert sich natürlich schon wieder durch den Wasserstand der Klang. Ja. Tolle Sache. Also das Making-of habe ich noch gar nicht gesehen. Das muss ich mir nochmal angucken dann. Ich habe nur die plakativen Bilder gesehen. Schön. Ja, schöner Blütenschatz. Also ist jetzt meiner ein bisschen dünn. Ich habe in Omega Tau Podcast reingehört und zwar die Omega Tau Podcast Folge zu Exponentialfunktionen, weil die interessiert uns ja aus nicht näher genannten Gründen seit einiger Zeit. Und da hat sich der Markus Völter mit einem Menschen unterhalten, der da irgendwie modellbildend tätig ist und sie steigern sich so mit der Zeit so ein bisschen auch in die politische Diskussion rein und ist mal eine etwas andere Omega-Tau-Podcast-Folge. Normalerweise geht es ja nur immer um harte Fakten, aber da wurde dann auch mal doch sehr viel Meinung gesagt und ich mochte das sehr, wie sich Markus so ein bisschen erregt hat da. Markus on Fire habe ich es mal genannt. Ich habe geschmunzelt zwischendurch. Irgendwann waren sie auch mal komplett falsch. Also dann haben sie tatsächlich irgendeinen Unsinn erzählt, aber das ist gar nicht aufgefallen, weil sie beide so erregt waren, dass sie dann einfach weitergemacht haben. Sehr untypisch für Omega Tau, kenne ich. Also die sind normalerweise sehr korrekt, aber das ist mal eine andere Folge gewesen. War schön, da reinzuhören. Die Exponentialfunktion und wir, Omega Tau, Episode 367. Ah, die haben noch was, schon was auf dem Buckel. Okay, das war meiner. Haben wir alle durch? Martin, Era, Sebastian, Lars und nochmal Martin. Ja, ne? Naja, ich habe meinen noch nicht gesagt. Gut, dass du es sagst. Lars, wo du es gerade ansprichst. Ich habe das jetzt mit dem Mars-Rover irgendwie in Verbindung gebracht. Ganz falsch. Ja, das passiert, wenn ich Dinge sage. Du bringst mich durcheinander. Schön. Mach das öfter. Also, ich wanze mich mal, habe ich zwei Blütenschätze. Also ich wanze mich an den Mars-Helikopter mit ran, allerdings an eine bestimmte Facette, die mich irgendwie, ja, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es pathetisch klingt, aber doch irgendwie emotional gepackt hat, nämlich dieser Mars-Helikopter hat ein Stück Stoff an Bord. Und dieses Stück Stoff stammt von dem Wright Flyer, der 1903 den motorisierten Erstflug der Gebrüder Wright mitgemacht hat.
Und ja, nach diesem Erstflug, nach diesem motorisierten Erstflug auf der Erde, hat jetzt dieses Stück Stoff einen motorisierten Erstflug auf einem anderen Planeten mitgemacht. Und als ich das, also ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, und als ich das diese Woche dann in dem Zusammenhang mit dem Erstflug mitbekommen habe, da habe ich dann gesagt, wow, das hat mich irgendwie total gepackt und sehr begeistert. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeguckt und habe dann gesehen, dass Stücke Stoff auch von diesem Wright Flyer mit zum Mond geflogen sind, mit Apollo 11, und dass auch ein Stück Stoff von dem Wright Flyer mit an Bord der Challenger war. Und nach dem Unglück der Challenger eben auch geborgen werden konnte und heute noch ausgestellt wird. Also ja, das waren so Dinge, wo ich dann reingelesen hatte, nachdem ich das mit dem Stück Stoff gehört hatte, gibt's noch mehr. Und ja, da waren tatsächlich noch mehrere Dinge, und irgendwie finde ich das total cool, dass man diese Dinge macht, auch wenn es jetzt keinen wissenschaftlichen Wert oder so hat, aber dass dieses Stück Stoff jetzt Erstflüge auf zwei Planeten gemacht hat, ist, finde ich, ziemlich cool. Ja. So, das ist auch. Das war also der neue Blütenschatz, den ich jetzt so recht spontan mit reingenommen habe. Und der andere Blütenschatz ist, weil ich hier ja am Renovieren war, das hat man jetzt schon ausreichend mitgekriegt. Ich habe hier halt Holzzeug abgebaut, Fußboden entfernt, jede Menge Dübel aus den Wänden geholt und was weiß ich für ein Gerümpel, tagelang Tapeten gekratzt. Und ja, was macht man dabei? Podcast hören. Und ich habe festgestellt, ich hing mit dem Realitätsabgleich ziemlich hinterher und habe den ja in rascher Folge hinterher auf den aktuellen Stand nachgehört. Und da ist mir dann noch eine Folge speziell aufgefallen, das war die Folge Vrind 1161, stolze Zahl inzwischen, mit dem Titel Schwarzbau-Exhibitionismus. Also dieses Wort ist schon schön. Und ja, ich sag jetzt die bösen Worte. Also Tobi und Holgi sprechen eben dort über die Corona-Pandemie, und es gibt eben ziemlich schlechte Nachrichten in dieser Folge. Aber es ist eben sehr spannend, es dort aus der betroffenen Perspektive von Tobi mal zu hören. Und wie das da gelaufen ist, und da ist eben auch längst nicht alles irgendwie rund gelaufen mit der App und so. Und ich finde, so wichtig ich diese App und dieses ganze Thema finde, muss man eben dann, wenn es mal nicht rund läuft, die Sache eben auch thematisieren. Und ja, irgendwie, aber es ist der Realitätsabgleich, das heißt, es kann mal ernst sein, es kann aber auch sehr spaßig werden, und diese Folge hat mehrere Sachen, die auch unheimlich viel Spaß gemacht haben. Und drum, weil ich zwischendurch einen Teil dieser Folge auch im Auto gehört habe und sehr laut gelacht habe, ist das also mein Blütenschatz. Das habe ich gut gebrauchen können in dem Moment. Denn Lachen ist die beste Medizin. Das tat auf jeden Fall sehr gut, ja. Ja, das glaube ich dir. Also die ist schon ein bisschen älter, die ist vom November. Aber wie gesagt, ich habe nachgehört, und die Folge stach heraus. Hast du die ganz aktuelle auch gehört? Ja. Da kommt er ja mit einer sehr steilen These daher, der Tobi. Die wurde ja auch diskutiert. Weiß, ja, ich möchte mich da aber nicht positionieren. Ja, okay, verstehe ich. Ja. Dann lassen wir das. Alles klar. Wir bleiben jetzt erstmal beim Schwarzbau-Exhibitionismus. Ja. Auch wirklich ein schönes Wort. Damit sind wir am Ende unseres Sendegartens, glaube ich, wenn ich nicht noch jemanden vergessen habe. Ich gucke mal hier unter den Tisch, ob da noch jemand sitzt oder. Nein. Ja, ich kann jetzt wieder nur sagen: Dankeschön. Dankeschön für einen wunderschönen Donnerstagabend, den wir hier gemeinsam verbringen durften, mit einem tollen Gespräch mit unserem Gast Martin Krumsdorf vom 7-Gute-Gründe-Podcast, ein DRK-Themen-Podcast. Und an dich geht zunächst mal der ganz besondere Dank, dass du so spontan einfach gesagt hast, ja klar, komme ich vorbei, ich kenne euch, auch wenn ihr mich nicht kennt, wir machen mal einfach ein schönes Gespräch zusammen. Das hat großartig funktioniert, und dafür herzlichen Dank, Martin. Ich danke euch und den Hörerinnen fürs Zuhören und für die Einladung. Ja, wir müssen eigentlich, warte mal, wir hatten ja eine Zuschrift bekommen, sonst wäre ich ja auf dich gar nicht aufmerksam geworden. Und da müssen wir dem Gabriel danken, dass er uns den Tipp gegeben hat.
Er hat nämlich geschrieben, der Martin ist ein Informatiker, Podcast-Nerd und einfach ein sehr vielseitiger und spannender Mensch. Und das hast du heute mit Sicherheit mal gezeigt. Danke, Gabriel, unbekannterweise. So, und danken möchte ich vor allen Dingen aber auch den Mitsendegärtnerinnen hier. Und vor allen Dingen fange ich mal an mit der Vera. Die hat jetzt heute noch nicht so viel gesagt. Wir müssen noch irgendwie gucken, dass wir dich mehr ins Gespräch kriegen. Aber das ist mir bei den anderen beiden schon nicht gelungen. Ich bin einfach noch zu sehr gewöhnt mitzuhören. Und deswegen, ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, ja. Dass ich auch was sagen kann dann zwischendurch vielleicht. Noch. Ja. Ja. Kommt aber, wird. Ja, das kommt noch. Wie gesagt, heute müde, letztes Mal, also alles gut. Letztes Mal neu, heute müde. Genau. Und nächstes Mal wach und altbekannt, genau. Genau. Ja, egal, das sind andere Themen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich hier zu viel labere und ihr zu wenig. Aber ich glaube, solange es den Sendekarten gibt, gibt es dieses Problem. Es gibt immer noch keine Lösung. Egal. Schön, dass du da gewesen bist und dass du hier einfach dabei bist und mitmachst. Das ist total klasse. Und die Claudia, noch eben sagen, Claudia ist nicht grundsätzlich weg, sondern es gibt eine parallele Veranstaltung, die ist aber temporär. Also irgendwann ist das vorbei und dann ist Claudia wieder regelmäßig hier. Da müssen wir immer mal auf sie verzichten, wenn sich die Termine gerade überschneiden. Heißt aber nicht, dass sie nicht dem Sendegarten den Rücken gekehrt hat. Dafür machen wir zu viel dummes Zeug auf anderen Kanälen zwischendurch. Sehr schön. Ja, und danke auch dem Mann, den ich mal Sebastian nenne, mal Karl nenne, aber der eigentlich Lars heißt. Ich weiß nicht, was in meinem Hirn los ist. Ich weiß doch, dass du Lars heißt und ich möchte dich auch so nennen, aber manchmal geht es nicht anders. Ich weiß auch nicht. Da, danke schön, dass du heute dabei warst. Ja, immer wieder gerne. War ein Fest. Super. Und natürlich möchte ich auch dem Sebastian danken, der hier im Hintergrund die Streppen zieht, die Technik zusammenhält. Wie das genau funktioniert, haben wir in der letzten Ausgabe ja besprochen, also wer hier was tut. Aber Sebastian ist immer derjenige, der hier die Zentrale macht. Und dafür ganz herzlichen Dank und natürlich für diese ganzen technischen Einblicke, die du uns und mir gegeben hast in eine Welt, die mir sonst komplett verschlossen bleiben würde. Wir ergänzen mal eben den Linux-Kernel. Na und? Ist doch kein Problem. Ah ja, dankeschön, Sebastian. Ja, immer wieder gerne. Das ist so großartig. Und großartig sind auch die Menschen, die in dem Chat mitgeschrieben haben, die uns das eine oder andere reingeworfen haben. Der Sascha hat hier mehrere Sachen geschrieben, aber es gibt auch noch andere Leute, die das eine oder andere eingeworfen haben. Ganz besonders freue ich mich allerdings über das, was der Sassnickel, also der Lars, gerade gefunden hat, nämlich diesen Asterix, dass es den wirklich gibt und ich mir das nicht ausgedacht habe und einer Fantasie zum Opfer gefallen bin. Das tut mir gerade richtig, richtig gut. Ja, danke auch an die Live-Hörenden, die jetzt nicht im Chat sind. Ich vermute mal, da gibt es auch noch den einen oder die andere. Demnächst vielleicht sogar mit der Podlife Android-App, die es ja jetzt offenbar im Store gibt. Ich glaube, ich muss mir die auch mal runterladen. Das werde ich doch langsam mal neugierig. Aber, und das hat ja der Martin eingangs auch irgendwann mal gesagt, es gibt ja die Art und Weise, wie Podcasts zu konsumieren sind, wie sie die Natur quasi vorgegeben hat oder Mutter Natur oder Gott Vater oder wer auch immer, nämlich den Podcast als Begleitmedium, also einfach auf die Ohren tun, wenn man irgendwas anderes tut, zum Beispiel Dübel aus der Wand zieht oder was hast du noch alles gemacht? Tapeten abgereißt und Laminat aufgenommen, Bodenplatten aufgenommen, aber vielleicht auch ganz einfache Sachen wie Radfahren. Aber da immer nur mit einem Knopf im Ohr, bitte nicht sich ganz zumachen, sonst ist das zu gefährlich auf der Straße. Ja, und ihr wisst, was ich meine. Also, die Konservenhörenden, ihr seid auch eingeschlossen in den Dank, denn es ist einfach schön, dass wir wissen, dass es euch gibt und dass wir, wie zum Beispiel vom Hendrik, so einen tollen Audiokommentar bekommen. Dafür nochmal auch ganz herzlichen Dank in die Richtung an dich, dass du da den 27. Anlauf gemacht hast und trotzdem 27 Anläufe gebraucht hast,
oder vielleicht waren es auch 5, aber egal. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sich dauernd verplappert und es dann trotzdem richtig machen will, und aber nicht aufgegeben hast. Das war einfach sehr, sehr schön. Ja, bin ich zu Ende mit meinem langen Monolog und es bleibt mir nur zu sagen, kommt gut in die Nacht und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.